Vier höchst unseriöse Gestalten haben sich hier zusammengefunden, um einen Fall zu lösen. Hoffentlich. Und damit herzlich willkommen an diesem Freitagabend, in dem wir heute hier uns einiges vorgenommen haben. Einiges. Wir spielen einen Adventure-Abend. Wir haben das schon mal gemacht. Und heute nehmen wir uns den dritten Fall vor. Und dafür habe ich mir einen richtig spannenden Cast. Für mich, glaube ich, also jetzt, ich habe ja quasi jetzt drei Neulinge mit am Start. Aber ich glaube, ihr seid die beste Kombo, die mir helfen kann, hier nochmal durchzusteigen. Wir fangen mal kurz vorne an. Ich stelle mal alle nacheinander vor. Walle, schön, dass du da bist heute Abend. Hallo, hallo. Ich bin nicht Walle. Das stimmt, dazu kommen wir. Schon mal gut. Das stimmt schon mal, dazu kommen wir gleich nochmal zu den Rollen. Ach so. Deine Erfahrungen, so Rätselspiele, Krimi-Dinner, mäßige Vibes, Point-Click, erzähl mal kurz. Ich bin ganz schlechter Gesellschaftsspieler so im Allgemeinen, deswegen dodge ich unser Format Du bist meistens und gehe auch nicht zu Silvesterpartys oder so. Ja. Aber ich habe dann gehört, dass hier ist kooperativ und es geht mehr um so ein Abenteuer, wie bei Pen and Paper, was auch irgendwie vorgeschrieben ist und so. Und Geschichten mag ich. Und ich rätsel auch gerne in irgendwelchen Spielen. Also Point and Click, gutes Stichwort. Von daher, darauf habe ich mich eingelassen, weil das macht großen Spaß, darauf habe ich große Lust. Und ich glaube, ich habe eine super kompetente Truppe hier. Kompetent wird das auch. Ich glaube, das auch. Heute auch endlich mal wieder mit dabei. Ich freue mich, dass du die Einladung angenommen hast. Ingo, schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Einladung gekommen ist. Wirklich, es wurde jetzt endlich mal wieder Zeit. Erzähl mal, wie ist so dein Bezug zu so Boardgames, Rätselspiele? Ich habe witzigerweise letztens gerade, bin ich eingeladen worden zu einem Krimi-Brunch und dachte so, okay, mal gucken. Und dann war ich, wer war ich denn? Dornröschen war ich. Rotkäppchen war ich. Ich weiß, wie der Fall ausgeht. Ja, genau. Und dann weißt du das ja. Gut. Echt? Rotkäppchen war es nicht. Nein. Verdächtig ist der böse Wolf. Steht unter Verdacht. Ja. Und das fand ich erschreckend gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wie kompetent ich hier sein muss, so, aber ich gebe mein Bestes und hoffe, es reicht. Ich glaube auch. Wie immer. Ja, ist so. Es muss reichen. Dein Lebensmotto. Es muss reichen. Genau. Das ist das Lebensmotto. Genau. Es ist so. Also wir haben ja auch, ich bin einigermaßen vorbereitet, ich habe es schon ein paar Mal gespielt. Jetzt nicht den Fall natürlich, aber so grob, ne, habe ich so ein bisschen Erfahrung, worauf wir achten müssen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Auch schön, dass du da bist, Budi. Dankeschön, Johanna. Erzähl mal, hast du Bock? Wie ist dein Bezug dazu? Fühlst du dich fähig und bereit? Fähig und bereit fühle ich mich nie. Aber ich habe Lust auf die Runde und ich habe halt ein paar andere Escape Games. Also aus dem Kosmos-Universum gibt es ja ganz viele verschiedene Spielarten. Und so eine habe ich halt noch nie ausprobiert. Ich habe halt ein paar Escape Rooms ausprobiert, die haben auch Spaß gemacht, also verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ja. So, und halt immer auch Koop halt. Ne? Und was ich jetzt aber mitbekommen habe, wir können auf jeden Fall auch alles zum Explodieren bringen. Das ist eine Info, die ich schon mal bekommen habe. Ja. Nicht unwichtig. Und das finde ich sehr interessant. Ja, ja, ich also höre auch, nicht, wie der Abend ab wann ausgeht. Denn? Aber mit euch dreien irgendwas gemeinsam hochzujagen, finde ich auf jeden Fall erstrebenswert. Alarmstufe. Ja, irgendwas kaputt machen. Wir gucken mal, was uns die Geschichte anbietet und dann entscheiden wir einfach, ach nee, los, wir lösen mal die Alarmstufen aus. Wir wollen einfach mal wissen, was passiert. Können wir uns überlegen, wir sind ja komplett frei in diesen Räumen, in denen wir uns bewegen und schauen dann einfach mal, was sozusagen heute Abend passiert. Genau, kleiner Hinweis vielleicht. Hallo Chat, guten Tag. Ja. Leute, wir sehen euch. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Lust, einmal kurz reinzuschreiben, wer von euch vielleicht auch explizit dieses Abenteuer gespielt hat. Mhm. Das heißt, die Monochrom AG. Mhm. Weil wenn das zu viele sind, dann dürft ihr nichts schreiben. Ja, ist ja so. Also, oder? Stimmt, damit Spoiler wir nicht genau. gespoilert werden. Ja, aber ich glaube, Fall. Es ist sehr vielschichtig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr man das dann mit einem schnellen Chat, was Dings, was durchläuft, hinkriegt. Aber doch, ich glaube, es ist auf jeden Fall eins der komplizierteren und eins der ab 16. Die meisten sind nicht ab 16, aber dieses ist ab 16. Also es könnte heute blutig werden, gruselig. Vielleicht aber dann ist es ja fast sexy. Dann ist es ja eigentlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Lass uns irgendwie was in die Luft jagen. Mhm. Ja? Ja, in die Luft jagen kann Kosmos doch auch. Ich kenne die eigentlich nur als Chemiebaukasten-Produktionsfirma. Und das heißt, Kristalle züchten. Kristalle züchten. Kristalle, ganz wichtig. Ja. Vielleicht müssen wir das auch heute noch neulich machen. Neulich versucht. Oh, das ich war echt scheiße. Es ist explodiert. Das hat schon mal nicht geklappt. Meine drei Kinder das auch. Das hat schon mal nicht geklappt. Das hat schon mal nicht geklappt. Ja, wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Wir hätten hier, wir haben ein tolles Set. Wir könnten hier theoretisch alles zusammenmixen, was wir wollen. Also wir sind labortechnisch gut ausgestattet. Also vielen Dank auch nochmal an
Requisite, Laura Lüdi, die dieses Set gebastelt haben für uns. Das ist wirklich, uns auch hilft, sich in diese Stimmung reinzuversetzen. Und dann gehen wir auf jeden Fall gleich rein ins Abenteuer. Aber bevor wir das machen, ich natürlich, bei euch beiden weiß ich es, aber Ingo, erzähl doch mal, wir haben dich jetzt so lange nicht gesehen. Erzähl mal, was bei dir gerade so abgeht. Was machst du, wenn du nicht Game 2 sprichst oder nicht hier mit uns am Tisch sitzt? Ich wollte sagen, ich spreche Game 2. Ja. Mist, hast du jetzt schon gesagt. Ja, scheiße. Ich spiele Theater im Moment. Und das macht sehr viel Spaß. Und wenn der Abend hier vorbei ist und alle der Meinung sind, sie sollten mal kulturell irgendwas tun, dann können sie das machen ab dem 21. April in den Hamburger Kammerspielen. So. Zu Ich bin dein Mensch gehen. Das ist eine Uraufführung. Mhm. Da darf ich auch mitspielen. Das mache ich und sonst versucht man so Sachen seit langen Jahren. Dann mal, wie das ergibt irgendwann. Und naja, ich arbeite halt hier und da, spreche irgendwie so wundervolle Formate wie man wird nackt ausgesetzt im Urwald oder man heiratet irgendjemanden in Indien, kennt den aber gar nicht oder sowas. Aber machst auch Regie halt, ne? Das heißt, wir springen ja heute in Rollen. Ja. Das heißt, ich mache immer mal Stopp und sage dann mal Akzent bitte. Mach das bitte nochmal. Auf Spanisch, mehr Spanisch. Ja, mir hat ein bisschen Fuero gefehlt hier gerade. Also da würde ich mich freuen, wenn da Leute hingehen. Und ansonsten habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, hier mitzumachen, weil ich auch die Crew so nice finde, wie man sagt. Ne? Toll. Ja. Richtig gut. Ich freue mich auch sehr. Hammer. Also ihr checkt auf jeden Fall mal schön die Hamburger Kammerspiele. Ja. Aus Internet, ihr kennt euch aus, da wird sie reingeklickt, da wird sie eine Karte besorgt und dann seht ihr Ingo. Genau, Karten gibt's an der Kasse. Ah. Geil. Oha. Oder im Internet. Stark. So, ihr werdet das finden. Leute, ich glaube an euch, ihr werdet es finden. Und bevor wir jetzt reingehen ins Abenteuer, willst du noch was sagen? Ja, Lüdi, danke für das geile Set. Ich habe es nur gerade im Chat gesehen, weil sie hat geschrieben, die Jacke ist unverkäuflich, kommt aus dem Fundus. Ach, hier wird schon uns das Zeug abgeschwatzt. Ich habe so eine Lederjacke nicht, aber. Hat was vielleicht mit dem Charakter zu tun. Könnte mit der Sache zu tun haben. Schauen wir gleich rein. Die Mütze habe ich auch nicht immer auf. Ja. Hast du selbst auf Amrum auf, wenn der Rest nackt ist. Zu viel Information, okay, aber. Entschuldigung. Dafür wollte ich jetzt keine Werbung machen. Bevor es losgeht, weil wir machen ja einige solcher Sachen, Pen and Paper, Rollenspiele, Dinge spielen. Und wir machen das jetzt in einem noch anderen Projekt, nämlich als Podcast. Und da möchte ich euch jetzt eine Sache ans Herz legen. Ihr schaut euch einen Spot an, es geht gleich los. Hi, das hier geht raus an alle, die uns gerne dabei zuschauen, wenn wir Pen & Paper Rollenspiele spielen. Ja, wir haben schon ganz schön viele Abenteuer hinter uns gebracht. Jetzt kommt ein weiteres dazu, aber dieses Mal wird alles anders. Wer bist du denn? Ich bin Jessica. Cool. Du bist cool? Nein. Ich bin Hatsumi. Und du? Bethany B. Wolf. Ist es okay, wenn ich Beth sag? Bibi. Bibi. Unser erstes Pen & Paper als Podcast im Hörspielgewand. Für die erste Staffel haben Steffen, Miri, Haselnuss und ich uns im Tonstudio eingeschlossen und das ist dabei rausgekommen. Wir brauchen Dinge von Menschen, die mit dem Mythos in Verbindung geraten sind, die vom Nebel verschleiert wurden. Ihre Vergangenheit ist auch eure Vergangenheit. City of Mist. Das Lazarus-Projekt. Ab sofort auf allen Podcast-Plattformen. Hallo, willkommen zurück. Und wir verlieren jetzt gar nicht mehr viel Zeit, sondern gehen rein ins Abenteuer und starten, bevor wir die Einführung hören, kurz mit unserer kleinen Rollenvorstellung, denn wir wissen natürlich, wer wir sind. Wir wissen nicht viel über uns, aber wollen uns zumindest euch kurz vorstellen, damit ihr grob wisst, wer dieses Abenteuer bestreitet. So, wer möchte anfangen? Möchtest du anfangen, Walle? Kann ich gerne tun. Guten Tag, ich bin Alva. Ich bin schon immer sehr brav gewesen, aber das habe ich nur vorgegeben, denn ich war schon als Jugendliche ein Badass und ich interessiere mich, seit mein Vater mir ein 486er überlassen hat, für das Coden und die Software-Hintergründe und Hintertürchen vor allem. Und ich bin ein fieses kleines Straßenkind, welches nicht so aussieht. Damit hättet ihr nicht gerechnet, was? Hammer, sehr schön. Alva, schön, dass du da bist. Wir machen vielleicht weiter. Hier drüben. Wen haben wir hier? Ich bin John. Ich bin Hehler, weil ich eigentlich gerne ein Bad Boy bin, aber mir nicht selber
die Finger schmutzig machen möchte, denn ich habe Kontakte und ich habe nicht wenige Kontakte und ich kann gut Kontakte knüpfen und ich kann gut Kontakte aushalten, wenn sie denn wichtig für mich sind. Und außerdem habe ich auch Kontakte zu den Really Bad Boys, auch zu den bösen Hackern, Hackerinnen und Hackern. Und die nutze ich und wenn es hart auf hart kommt, kann ich auch hart weglaufen. Boah. Super, schön, dass du da bist. Wir machen hier vorne weiter. Ich bin Ramon, Einbrecher. Ich breche ein oder dich. Stark, so jemanden haben wir noch gebraucht. Und ich mache unsere Gruppe. Ich folge. Hallo, mein Name ist Chiyu. Ich bin Hochstaplerin. Ich weiß, wie man mit Milliardären umgeht. Ich weiß, wie man mit Banking und Aktiengeschäften umgeht. Und ich weiß, meine Reize ganz gut einzusetzen zu meinem Vorteil. Und weiß, wie ich dahin komme, wenn ich möchte. Mhm. War das jetzt schon hochgestapelt? Nein, das wissen wir nicht. Aber wir sind eine Gang. Wir sind eine Gang. Wir alle kennen uns wahrscheinlich. Okay. Mhm. Weil wir alle irgendwie zwielichtig unterwegs sind, kennen wir uns und starten jetzt rein. Und die App wird uns jetzt erzählen, wie diese Geschichte losgeht. Und ich würde sagen, rein. Okay. Rein geht's. Moin. Ihr seid keine gewöhnliche Straßengang. Wer euch anheuert, will etwas. Dringend. Unauffällig, illegal. Seit einiger Zeit sind die Aufträge jedoch seltener geworden und blieben schließlich ganz aus. Vielleicht werdet ihr observiert und seid daher auf der schwarzen Liste der Organisation. Ein Geräusch reißt euch aus euren Gedanken. Vor der Tür liegt ein unförmiges Päckchen auf dem Boden. Es hat weder Absender noch Anschrift. Das kam sicher per Drohne. Ein Blick durch den Spion erübrigt sich daher. Neugierig öffnet ihr das Paket und findet darin mehrere der schicken neuen AR-Datenbrillen sowie eine kleine Notiz. Aufsetzen. Neugierig folgt ihr der Aufforderung. Die Displays der Brillen zeigen euch ein Gebäude und eine männliche Stimme spricht zu euch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nennen Sie mich Owen. Sie sehen die Monochrome AG. Diese dürfte Ihnen ein Begriff sein. Der Konzern ist in den letzten Jahren im Pharmabereich zu den Top 3 der Welt aufgestiegen. Nun gibt es Gerüchte, dass sie etwas Bahnbrechendes entwickelt haben. Eine Wundermedizin namens Rainbow. Sie soll Konzentration und körperliche Leistungsfähigkeit verbessern und die Wundheilung enorm beschleunigen. Angeblich ohne Nebeneffekte. Derzeit ist dies noch streng geheim. Denn in einem abgelegenen Forschungskomplex, den Sie auf Ihren Displays sehen, unterzieht die Monochrome das Rainbow noch umfangreichen Tests. Ist Ihr Interesse geweckt? Gut, denn wir wollen, dass Sie mehr über Rainbow herausfinden. Wir versorgen Sie dazu mit einfachen Mitarbeiterpässen. Damit kommen Sie ins Gebäude. Verschaffen Sie sich anschließend Zugang zu den gesperrten Ebenen. Kundschaften Sie den Herstellungsprozess aus und wenn möglich stehlen Sie die Formel. Vermutlich lagert sie in einem gut gesicherten Labor. Drei Dinge zum Abschluss. Achten Sie erstens in unser aller Interesse darauf, dass Sie keine Spuren hinterlassen und nicht mit uns in Verbindung gebracht werden können. Zweitens können Sie mittels der Datenbrillen innerhalb des Gebäudes miteinander kommunizieren und sehen und hören, was die anderen sehen und hören. Drittens sind Sie nicht die Ersten, die wir auf diesen Job ansetzen. Der Kontakt zum vorigen Team brach jedoch vor einiger Zeit ab. Seien Sie also vorsichtig. Während der letzten Sätze werden die Bilder von einem Mann und einer Frau eingeblendet. Nun sind die Brillen wieder klar und ihr seht euch an. Rainbow. Die Wirkungen scheinen weit übertrieben. Doch euer Auftraggeber, Owen, ist überzeugt, dass es enorm wertvoll ist. Warum also nicht? Wenige Tage später findet ihr euch nach Mitternacht im Erdgeschoss des abgelegenen Forschungskomplexes der Monochrome AG wieder. Flüchtig erhascht ihr einen Blick auf eine weiße Katze, die aufgeschreckt zwischen dem Mobiliar verschwindet. Hoffentlich hat euch sonst niemand beobachtet. Bis hierher haben euch die gestohlenen Mitarbeiterpässe gebracht. Nun seid ihr auf euch allein gestellt. Lest nun im Abenteuerheft den Eintrag zu Ebene A. Nehmt außerdem Abenteuerkarte M1. Dies ist eure Mission. Okay. Wir sind also in der Monochrome AG drinne.
mit den Mitarbeiterpässen. In der Lobby. Drinne. Wir werden jetzt gleich Eintrag A lesen. Dort werden uns die Nummern und die Orte vorgestellt, die wir erkunden müssen. Mhm. Und unsere Aufgabe ist, euer Auftraggeber will, dass ihr mehr über Rainbow herausfindet. Verschafft euch Zugang zu den gesperrten Ebenen. Sucht außerdem nach Hinweisen zum Herstellungsprozess und stiehlt die Rainbow-Formel. Das ist unsere Aufgabe. Genau, wir sind alle in der Lobby drin. Genau, und ich klicke auf A und wir erfahren, was wir hier finden und dann fangen wir an zu untersuchen. Okay. Die auf Hochglanz getrimmte Lobby ist verlassen. In der Mitte seht ihr zwei Fahrstühle. Einer führt nach unten, 106, einer nach oben, 102. Dazwischen führt eine Treppe zu einem Gemälde, 101. Zwei reich verzierte riesige Löwenstatuen aus Bronze flankieren die Auf- und Abgänge, 105. Ein rascher Rundumblick zeigt den Eingang zur Cafeteria, 107. Einen großen Bildschirm, 103. Und mehrere auf dem Boden liegende Utensilien, 104. Außerdem wartet am linken Rand ein offener Fahrstuhl auf euch, F1. Okay, wir haben jetzt die Orte, die wir untersuchen können. Und bevor es losging, haben wir zu jeder unserer Abenteuerkarten auch ein Handicap bekommen. Bei mir sieht das zum Beispiel so aus, ich habe Handicap-Stimmerkennung und das bedeutet, dass wenn ich meinen Charakter mit einer Nummer von dieser Karte kombiniere, wo dieses Symbol mit diesem Wave-Stimmen-Symbol drauf ist, dann ist das, glaube ich, erstmal etwas, was nicht so gut ist, weil es als Handicap ausgeschrieben ist und wir haben hier diese Alarmskala, die immer steigt, wenn wir irgendwelche Fehler machen. Mhm. Das heißt, da müssen wir dann mal gucken, dass wir möglichst nicht zu viele Alarmstufen auslösen, weil dann haben wir gegebenenfalls ein Problem. Weiß aber ich wir wissen es nicht. Wissen wir nicht. Vielleicht müssen wir Alarm auch... Alarm klingt ja erstmal nicht... Erstmal, dadurch, dass wir eine zwielichtige Einbrechertruppe sind, vielleicht mögen wir das erstmal nicht so. Und wir gerade einbrechen, während Alarm unser Aufreger gesagt hat, lasst euch nicht erwischen, keine Spuren. Leute, erstmal Alarm, ja. Oder? Erstmal kurz, großer Alarm, Feuerlöscher. Ja, mein Gott, was kann da schon passieren? Genau, jeder von euch hat ein Handicap mit den Symbolen und das heißt erstmal, dass wir, wenn wir jetzt diese Orte untersuchen, möglichst nicht die nehmen, wo unser Handicap-Symbol dabei ist. Würde ich jetzt sagen, zumindest beim ersten Raum. Das wäre schlau. Ja, wäre schlau? Finde ich auch. Alva, möchtest du vielleicht anfangen, die erste Nummer zu untersuchen? Soll ich auch kurz mein Handicap noch vorstellen? Ja. Ich lege das auch mal kurz da rein. Ich habe Hell 9000. Das darf ich nicht. Ich darf nicht mit der KI reden. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt so Gesichtserkennungsdinger. Die sehen so aus. Und die, da darf ich mein Gesicht wohl nicht reinhalten. Da bitte. Bin also bestens bekannt. Ja, man kennt dich hier. Ja. Du bist hier schon reingehackt. Ich habe hier, wenn ich irgendwas mit der Matrix zu tun kriege in einem Raum, dann löse ich genauso Alarm aus. Also Handicap Trojaner, das heißt irgendwie... Ja, was heißt das? Das heißt, dass, wenn ich in den Raum gehe mit dem Symbol, dann schieße ich die Alarmglocken an. Ja, vielleicht. I don't want this. Yeah. I don't want this. An Matrix want this. Musste ich auch eben schon bei der Katze denken. Ja? Als sie gecrossed. Ja, dass die überhaupt erwähnt wurde, ist ja schon... Ja, oder? Das ist, die Katze ist schon das. Ist die bei Matrix auch ein wichtiger... Ja, Mann, Alter! Das ist 25 Jahre alt, der Film. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, werde ich nachschauen, ja? Doch, wenn die Katze kommt, ist ein Matrix. Erstmal was Schlechtes, oder was? Erstmal... Nächste ist ein Hinweis darauf, dass du in der Matrix bist. Ja. Ich hoffe, wir sind hier nicht in der Matrix, aber wenn ich mir das hier angucke... Es sieht schon sehr danach aus, ja. Also das, ich habe Handicap Matrix. Und Ramon. Ramon, was ist dein Handicap? Ihr redet mir zu viel, ich gehe zu dem einen Löwen. 108. Sag dein Handicap. Wir spielen dein Handicap aus. Was? Handicap Fingerabdruck. Ich habe jetzt extra eine Nummer genommen, um zu überprüfen und zu gucken, was passiert. Okay, warte, dann muss... Also geh da erstmal die Alarmstufe ein. Wir haben erst du bist... Warte, nein, erstmal noch nicht. 50? Ich gebe erst ein 50, 108. Ah, warte, 106 ist es, Entschuldigung. Oh, 106. Ja. Und mal gucken, was passiert. Die auf Hochglanz getrimmte Lobby ist verlassen. In der Mitte seht ihr zwei Fahrstühle. Einer führt nach unten, 106. Hä? Einer nach oben, hä? Ach so, nee, 102. Das ist die Wiederholung, ne? Ich habe 50, 106. Enter. Aber es wäre jetzt ja auch nicht so schwer gewesen, den Alarm nicht auszulösen. Stimmt. Ja. Tja, es können nicht alle so schlau sein wie Alva. Alva ist die Schlauste hier. Natürlich. Geht nicht. Ich bin zwischendurch meine Hand. Geht nicht. Hä? Hä? Also kein Alarm. Not initial. Vielleicht mache ich nochmal nur 106. Ja. Du willst den Ort untersuchen. Vielleicht fragt er dann, wer untersucht dich. Ah. Enter. Du betätigst die Ruftaste für den Fahrstuhl, der zu den Untergeschossen führt. Ja. Und wartest ungeduldig. Aha. Als nichts passiert, siehst du dir die Bedientafel genauer an
und erkennst ein kleines Schlüsselloch unterhalb der Ruftaste. Ohne passenden Schlüssel geht es hier nicht weiter. Schlüssellöcher kann ich nicht hacken. Hm? Aber das ist jetzt trotzdem einen hochgestiegen, oder nicht? Oder wird das erwähnt? Das ist die Frage. Tatsächlich, erhöhe die Alarmstufe, untersuchst einen Ort oder kombinierst ein Abenteuerkarten. Dann ist das deswegen, ja, dann müssen wir das manuell machen. Wenn man sich nicht an die Regeln hält, macht das keinen Spaß. Das stimmt. Ist ja auch richtig, ich wollte es einmal testen. Ich habe jetzt gedacht, es passiert. Okay, aber jetzt wissen wir schon mal. Badstuhl geht nicht, aber es ist ein kleines Schlüsselloch. Also 106 braucht man wohl noch einen Schlüssel. Okay. Das könnte man sich aufschreiben. Habe ich aufgeschrieben. Jeder kümmert sich um seine To-Dos, ja? Okay. Ich gehe in die 107, in die Cafeteria. Erstmal Kaffee. Erstmal in die Cafeteria. In der Cafeteria findest du eine leere Dose der Marke Rush und einen Schokoriegel. Mm. Vermutlich die Reste einer gesunden Zwischenmahlzeit eines Mitarbeiters. Außerdem steht links ein Wasserspender. Immerhin, verdursten werdet ihr hier nicht. Nimm die Abenteuerkarten 13 und 14. So, du hast hier was geludet und kriegst quasi jetzt eine Dose und ein Schokoriegel. Die kriegst du jetzt, kannst du mit in deinen in meine Hehlerhandtasche rein. In meine Hehlerhandtasche. Sehr gut. Wieso durfte ich eine Fahrschule nicht? Also die darf ich hier aber sichtbar hinlegen, damit ich das nicht vergesse, ne? Genau, die gehören jetzt dir, bis du sie einsetzt oder irgendwas aufessen willst oder so. Okay, also. Sehr gut. Wasserspender ist aber auch nicht unwichtig. Mhm. Der ist wichtig, ne? Also falls ihr Durst habt, Free Drinks! Oder falls wir Wasser brauchen, sehr gut. Just saying. Ich würde mal zur 102 gehen. Das ist dieser andere Aufzug, um direkt zu wissen, was macht der denn? Das war der, der runterging, ne? Neben dem Fahrstuhl ist zu lesen, dass er zu den Ebenen mit eingeschränktem Zugang führt. Du betätigst die Ruftaste, doch nichts passiert. Auf dem Display blinkt, bitte Sicherheits-ID einführen. Haben wir nicht da. Spannend, haben wir erstmal nicht da. Ja. Macht nichts. Mein Handicap ist Spracherkennung, deswegen gehe ich mal zur 103. Was, das Zeichen nehme ich nicht. Wie hypnotisiert gehst du zu dem großen Bildschirm, der gerade tanzende Nebelschwaden zeigt. Oberhalb scheint es eine kleine Vertiefung zu geben. Sie ist jedoch zu weit oben, um sie zu erreichen. Ist hier jemand zufällig größer als ich? Okay. Huckepack. Ja, geht leider nicht. 103 war das, ne? 103. Müssen wir noch mal ran. Okay. In der 103. Was ist das für ein Ding? Das ist ein Bildschirm. Mit einer Vertiefung. Bildschirm mit Vertiefung. Mhm. Ramon. Ramon ist der Mann für den Bildschirm, für die Vertiefung. Was möchtest du untersuchen? Ich gucke mir noch mal den Fahrstuhl an. Nein. Ich bleib einfach stehen. Ich würde wirklich gern hochfahren. Ich check die 104. Yes. Jemand hat hier ein paar Gegenstände achtlos liegen lassen. Nimm die Abenteuerkarten 10 und 11. Du erhältst eine Strickleiter und einen Greifhaken. Nein, was ein Zufall. Ja, tipptopp. Wahnsinn. Ich glaube, das könnte noch mit der Sache zu tun haben. Könnte wichtig werden. Ja. Also viel Spaß damit. Könnte man gebrauchen. Kaputte Dose Rush. Da kann man noch irgendwas drin aufkochen. Ja. Das erinnert mich an Ramons Zeit als Industriekletterer. Strickleiter, ja. Und wir kommen an Mainz nicht hoch, ne? Vielleicht bringt uns das gleich was. Mhm. Stimmt, oh ja. Nochmal, was? Du hast eine Strickleiter gefunden und ich habe gerade irgendwas gesehen, was zu weit oben ist, wo ich nicht hinkomme. Vielleicht probieren wir das gleich mal aus. Oder den Bildschirm einfach einhaken mit dem Haken. Muss man eine Strickleiter nicht von oben runterlassen? Ja. Wie will man die denn? Ja, mit dem Greifhaken halt. Ich würde es gleich mal probieren, wir gucken mal. Ich weiß nicht, vielleicht klappt es auch nicht. Ja, okay. Alright. Okay. Bist du nicht? Ich weiß nicht. Gibt es eine richtige Runde oder was? Ach so, doch. Ja, dann gehe ich in die 101. 101. Die marmorne Treppe führt hinauf zu einem hell erleuchteten Gemälde. Darunter steht der Name Lord Elmsley. Cool. Aha. Darfst du das mitnehmen, das Gemälde? Kann ich das bitte haben? Lord Elmsley? Kann ich Lord den haben? Lord Elmsley. Lord Ärmchen. Ist es jetzt von ihm gemalt oder ist er das? Gemälde. Es fehlen Informationen. Ich bin nur ein Hehler, ich müsste das eigentlich wissen. Oh, das ist ein ziemlich wertvolles Ding, glaube ich. Ich habe es schon längst geklaut. Ich schmeiß meinen Greifhaken und ich bin schon am Telefon und vertick das schon. Lord Elmsley, ja?
Mach ich dir wirklich gut. Du fängst schon an, bei diesen silbernen Bronzelöwen so die abzuschmirgeln und so abzubauen. Okay. Also Lord Amsley, der hat ja wahrscheinlich mit irgendwas zu tun. Ich mach 105. Der bronzene Löwe thront bedrohlich auf seinem Podest. Nehm ich. Und schüchtert jeden ein, der in sein Revier eindringt. Auf einer Tafel liest du: Die Monochrome AG wurde 1993 von Lord Amsley gegründet. Heute ist sie einer der bedeutendsten Pharmahersteller der Welt, mit Zweigstellen in 63 Ländern. 2027 brachte sie die Wundermedizin Rainbow auf den Markt. Nun, da ist wohl jemand besonders optimistisch, denn noch ist das Mittel ja nicht verfügbar. Wollte ich 2027? Gerade sagen. 2027. Spinnen die? 63 Länder 2027 und die haben es schon, also ist es ja quasi fertig. Offenbar ist es fertig. Ist das in der Zukunft? Naja, also gegründet 1993 und 2027, ja, scheinen wir in der Zukunft zu sein. Datenbrillen. Aber noch ist nicht 2027, hat sie gesagt. Die sind zufällig. Ja. Die haben das schon vorträglich gemacht. Mhm. Ja? Naja, egal. Ich hab nicht aufgepasst. Ich überlege auch gerade, hat sie wirklich eine Jahreszahl gesagt am Anfang? Ich meine ja, 2027. Ich meine. Früher stand hier immer der Text noch auf dem iPad, da konnte ich mitlesen. Das ist ja, aber jetzt nicht müssen der wir aufpassen. Scheißele. Aber. Man kann hat, sie denn, hat sie denn eine Jahreszahl gesagt? Chat, hat sie eine Jahreszahl gesagt? Also, jetzt fragen wir schon den Chat. Ihr könnt es aber nochmal anhören. Ja, nee. Das wollte ich gerade fragen, ob das geht, das nochmal zu hören. Das geht. Nee, sehr richtig hardcore. Also richtig aufgepasst habe ich noch nicht. Der bronzene Löwe thront bedrohlich auf seinem Podest. Und schüchtert jeden ein, der in sein Revier eindringt. Auf einer Tafel liest du: Die Monochrome AG wurde 1993 von Lord Amsley gegründet. Heute ist sie einer der bedeutendsten Pharmahersteller der Welt, mit Zweigstellen in 63 Ländern. 2027 brachte sie die Wundermedizin Rainbow auf den Markt. Das meinte ich auch, aber das, was ich ja wissen wollte, ist, wo wir uns befinden. Genau. Wir sind noch nicht, dann nach 2027. Nee, die haben nämlich gesagt, die sind sehr voreilig, weil noch haben wir die ja gar nicht. Wir haben ja gerade im Intro gehört, ja, aber das heißt, sind wir trotzdem im Jahr 2027? Oder sind wir vielleicht im... Oder sind wir... Wir finden es heraus. Wir werden es rausfinden. Dankeschön für wo sind Bestätigung. Wir? Ich glaube, wir sind im Jahr 2027 und das ist kurz vor Fertigstellung. Und die haben das jetzt schon... So dicke Hose gemacht. War spannend trotzdem, dass sie das in der Vergangenheitsform gesagt hat. Ja. Ich glaube, also... Hier stimmt was nicht. Wir sind schon mal... Hier stimmt was nicht. So, haben wir jetzt nicht hier alle durch? Ja, wir haben alles durch. Wir können gleich mal mit dem Fahrstuhl fahren. Ich würde vielleicht einmal kurz ausprobieren. Würdest du vielleicht kurz Strickleiter und die 103 probieren mit dem Fernseher? Nur mal kurz probieren, ob es geht. Ja, das wäre die 10 halt, ne? 10 und 103. Ja. Nun, da ist wohl jemand besonders optimistisch. Denn noch ist das Mittel ja nicht verfügbar. Was? Hä? Warum braucht man die Rainbow-Medizin dafür? Oder musst du erst 103 und dann das Item eingeben? Also Kleine Zahl vorne, große Zahl hinten. Gut, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Vielleicht Greif, Hacken, 11 und 10, geht das? Nee, das geht nicht, ne? 10 und 11 können wir probieren. Der bronzene Löwe thront bedrohlich auf seinem Podest. Und schüchtert jeden ein, der in sein Revier eindringt. Auf einer Tafel liest du... Die Monochrome. Du befestigst den Haken an der Strickleiter. Damit kommst du an bislang unzugängliche Stellen. Haken und Lege Strickleiter. Die Abenteuerkarten 10 und 11 zurück in die Schachtel. Entschuldigung. Und nimm Abenteuerkarte 12. Du hast das Ramon gemacht. Hat doch was im Kopf. Du hast die zusammengebaut. Ja. Oh. Sag ich doch. So. Und jetzt hast du... Eine Greifleiter. Und diese Greifleiter möchte ich gerne auf die 103 nutzen. Ja. Das ist die 12 und die 103. Eine Leiter für den Greifen. Ja, das klingt nach dem Gartengerät. Wie hypnotisiert gehst du zu dem großen Bildschirm, der gerade tanzende Nebelschwaden zeigt. Oberhalb scheint es eine kleine Vertiefung zu geben. Du wirfst den Haken deiner Leiter hoch und befestigst sie an der pinken Wandleitung. Nun erreichst du die Vertiefung. Willst du hineinsehen? Lies weiter bei Eintrag 180. Smart. Ramon, willst du hineinsehen? Ja. Ich habe die Karte weggeworfen. Ja, das war dumm. 100. Alright. Plötzlich siehst du einen Blitz und hörst ein leises Klick. So ein Mist. Nein! In der Vertiefung lauert eine Kamera, die dein Bild vermutlich soeben ins Sicherheitssystem einspeist. Shit. Nimm Abenteuerkarte 15. Erhöhe die Alarmstufe um 1. Scheiße.
Ich habe schon zwei Alarmstufen ausgelöst. Hammer. Tramon, so geht das nicht. Ich dachte, du bist schon eingebrochen. Du kriegst jetzt auch das Handicap-Gesichtserkennung. Das heißt, du solltest dich auch fernhalten von den Gesichtserkennungstools, denn dein Gesicht wurde nun in die Datenbank eingespeist. Okay. Alright. Okay, ja, macht nichts. Hab ich die Greifleiter? Nee, die muss ich jetzt auch die hast du erstmal. Die Greifleiter, damit kannst du abgreifen. Das ist ein rein Gartengerät jetzt, damit kannst du richtig abgreifen. Selber saß Lord Stromberg. Wir hatten noch einen Schlüssel, den wir brauchen. Wir brauchen bei der 106 brauchen wir einen Schlüssel beim Fahrstuhl, kamen wir nicht weiter. Und deinen Sicherheitscode, ne? Haben wir beides nicht. Ja, haben wir beides nicht. Aber wir haben jetzt alles da gemacht. Wir haben alles gemacht. Ich würde sagen, wir steigen in den Fahrstuhl. Ich gebe hier rein F1. Wie kann ich denn F1 eingeben? Gedimmtes, warmes Licht. Nein. Gedimmtes, warmes. Ich möchte in den Fahrstuhl rein. Muss man. Vielleicht kann ich den Schokoriegel in den Sicherheitscode-Dings reinschieben. Das wäre gut. Zumindest demolieren wir dann. Also, was? Also wenn nichts funktioniert, schiebe ich da den Schokoriegel rein. Das probieren wir dann auf jeden Fall mal. Sekunde, ich muss ganz kurz gucken, wie wir Fahrstuhl fahren können. Mhm. Ah, ist Lobby, wie kommen wir jetzt da hoch? Also, wenn ich ein Terminal finde, dann hacke ich unsere Gesichter aus dem System. Das verspreche ich. Das ist auch schon. Oder können wir einfach, also blöd gesagt, können wir einfach mit dem... Gedimmtes, warmes Licht. Entschuldigung. Darf ich kurz? Hm? Das ist einfach nur so, weil das ist ja A, B, C, D. Also können wir die einfach verschieben? Um hochzufahren? Würde ich können jetzt Können wir alle da reingehen einfach? Wir haben das abgearbeitet. Können wir da rein? Ansonsten kann ich nochmal versuchen, mit der Greifleiter den Bronzelöwen zu erklimmen. Ja. Oh, stimmt, das ist ein spannender Test, ja. Mal gucken, was dann passiert. Mhm. Weil irgendwas müssen die ja auch machen. Diese Alarmstufe 3. Ja. Okay, das ist die 12 und die 105. Sonst kann ich den Schokoriegel auch dem Löwen in den Schlitz rein. Ja, das sowieso? Geht nicht. 12, 105, passiert gar nichts. Ah, nee. Gar nichts. Gut, aber netter Versuch. Haben wir irgendwo noch einen Code gesehen? Irgendwo einen Zettel? Irgendwas? Ich bin zu gehandicapt inzwischen. Okay, dann würde ich sagen... Also, irgendwas kaputt machen? Ich habe eine Frage, ne? Ja. Weil vielleicht macht es ja Sinn, dass auch unterschiedliche Leute zum Beispiel sich das Gemälde angucken. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Also was passiert jetzt, haben wir natürlich, weil das Spiel sowieso. Dann gehe ich mal in einen anderen Raum. Wo war ich noch nicht? Aber wobei, weiß du in der App, wer das angeguckt hat? Eigentlich ja nicht. Ich habe das versucht einzugeben. Ich kann ja mal probieren. Okay. Welche Nummer war das Gemälde? Da? Weiß ich nicht mehr. 100. Ach so, das Gemälde ist 101. Ach, 101. Also ich probiere mal, weil früher war das... Bist du 49? Ich bin jetzt die 49. Ich versuche jetzt mal, mir das anzuklotzen. Nee, da macht er nichts. Da ist nichts hinterlegt. Okay, aber vielleicht ist es dann doch so. Also ich habe gerade überlegt, weil wir ja gar keine Nummer für die Charaktere haben. Ja, eben. Also nur für die Handicaps, okay. Genau. Ach so, ja, stimmt. Das wird gar nicht angegeben. Natürlich, stimmt. Ja, das ist kompletter Quatsch, das einzugeben. Riesensorry, das war kompletter Quatsch, das einzugeben. Okay, ja, dann ich glaube, dann spielt es keine Rolle, wer das anguckt. Vielleicht haben wir schon gewonnen. Ja, also auf jeden Fall mehr Informationen rausholen. Wir haben ein Foto geschossen gekriegt und einen Greifleiter. Und wenn die das ist wohl mehr, als wir reingekommen sind. Dann würde ich sagen, wenn die Fahrstühle einfach so angegeben sind, dann... Ja, weiß ich nicht, muss das Spiel dann... Müssen die wissen, dass wir jetzt in die nächste Ebene gehen? Ja, das wäre schon gut, glaube ich. Aber parallel, weil ich kann sagen, also ich weiß ich nicht, ne, also aktuell, wir sind ja recht frei in dem Spiel, deswegen könnte ich mir fast vorstellen, ja, wir sind ja eingebrochen halt, ne. Also können wir einfach hochfahren? Warte mal, welche Nummer war nochmal der Fahrstuhl? F1 halt, ne. Ich weiß nicht, sind wir jetzt im 106er oder im 102er, ist die Frage. 102. Ich glaube im 106er, weil ich hatte im 102er ja die... Du betätigst die Ruftaste für den Fahrstuhl, wir wollen fahren. Der zu den Untergeschossen führt. Nee, der ist zu. Und wartest ungeduldig. Ja, beide Moment. Zu. Als nichts passiert... Siehst du dir die Bedientafel genauer an und erkennst ein kleines Schlüsselloch unterhalb der Ruftaste. What the fuck? Ohne passenden Schlüssel geht es hier nicht weiter. Presst da mal die Schokolade rein. Oder Dose? Oder haben wir irgendwie Greifhaken? Nee. Was haben wir schon alles rausgelootet, was hier geht? Schokoriegel, kaputte Dose, Wasser. Wasser irgendwo reinkippen, das bringt auch nichts. Wasser? Du musst dich entweder mit dem Fahrstuhl in eine andere Ebene bewegen oder innerhalb deiner Ebene bewegen. Also mit dem Fahrstuhl bewegen. Dürfen wir können es so nicht bewegen? Frei bewegen, sondern erreicht die unterschiedlichen Ebenen nur mit einem Fahrstuhl. Ja. Jeder Fahrstuhl fährt nur die darauf abgebildeten Ebenen ab. Was ist hier? Hier ist auf der Karte noch so ein freies weißes Feld. Ist das, das irgendwie? Okay, wir erreichen tatsächlich damit nur erstmal A bis D. Das heißt, wir können einfach fahren. Hier können wir einfach fahren, genau. Okay. Aber scheint mehr eben so. Ach, dafür ist hier der Schlüssel und so, okay. Ja, wir werden im Laufe des Abenteuers weitere Fahrstühle entdecken. Einen Zugang haben wir schon gefunden, sozusagen. Okay. Also der Fahrstuhl nach oben ist eine Sicherheits-ID. Vielleicht bist du jetzt aber auch durch das Foto
nicht als Feind aufgenommen, sondern als Freund aufgenommen. Und du bist in der also ein Versuch wert. Glaube ich nicht, wenn der Alarm dabei hochgeht. Also gute Theorie, aber der Alarm hat mich. Mann, John! Naja. Alva, könntest du was hacken vielleicht? Ich würde gerne, aber ich habe meine kleine Tastatur zu Hause vergessen, die genau ich da anschließen müsste. Also ja. Wir können einfach in den Fahrstuhl einfach und fahren. Also okay. Wir können uns aufteilen. Worüber denken wir denn so viel nach? Also ist wir sind die, halt, wir sind das Schlüsselloch ist für Einbrecher. Ist also Ebene E oder so, die wir jetzt noch nicht haben wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, dann lass uns aber zu B fahren. Ich würde sagen, wir fahren hoch. Ja. Wir gehen hoch rein in den Fahrstuhl und fahren jetzt zur Ebene B. B für Büros, steht richtig. Da. Oha. Dann mach ich, wie du dich freust! Wir fahren hoch, das ist Leute. Ja, das ist ja nice. Wieso? Lass das doch offen. Mal wieder. Ja, kannst du offen lassen. Ich dachte, damit wir sehen, wo wir sind. So. Ja, da stellen wir uns auch wieder hin. Ja. Nee, ja, zumachen halt. Ah, hier, das habe ich gar nicht jetzt gesehen. Jetzt gibt's Mann, wir sind da in Ebene B. Hier befinden sich ganz viele Büros und wir entdecken erstmal den Raum. Wir müssen am Anfang, es ist jetzt ein bisschen doof am Anfang, wir müssen viel anhören, wir müssen viel untersuchen. Wir gehen mal rein in B. Und das ist Ebene Büro und nicht Ebene Gefängnis. Du erreichst ein weitläufiges Geschoss mit hohen Decken und dem Charme einer Montagehalle. Ja. Rechts vor dir befindet sich ein ausladender Schreibtisch mit einem PC 201 und diversen Aktenablagen 205. In der Mitte des Raums steht eine seltsame Apparatur 206. Im Hintergrund entdeckst du mehrere übereinander gestapelte Stoffsäcke 202. Und von der Decke hängt eine riesige Werbetafel 203. Außerdem steht eine kleine Wartungsplattform in 5 Metern Höhe unterhalb der Lüftungsschächte 204. Okay. Alright. Wer geht los? Ich hab Bock, sofort den PC zu untersuchen. Ja. Ich spurte los. PC ist die 201. Richte meine Augen auf die 201, auf den Bildschirm. Du setzt dich an den PC und blickst auf die Tastatur. Nimm Abenteuerkarte 90 und lies sie vor. Okay. Ist sie nicht mehr im Spiel? Lies Eintrag 234. Oh, das kann also schon weg sein. Oh Gott, scheiße, haben wir jetzt schon wieder so viel verloren? Hier einmal die 90, bitte vorlesen, danach zeigen wir sie. Ach, die rechnen damit, dass man so schusselig die Karte verloren hat. nee, wahrscheinlich, wenn man da zurückgeht oder irgendwas. Die rechnen schon, wenn man das auf dem Weg vom Laden nach Hause 23 Karten verloren. So, da steht drauf, bitte Passwort eingeben. Bist du Shio? Fragezeichen, lies Eintrag sowieso und dann stehen ganz viele Zahlen. Ja. Aber ich bin ja Alva, also lese ich Eintrag 445. Ich zeige euch auch mal diese Karte. Also 445. 4, 4, 5. Oh. Endlich kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Die wenigsten wissen, dass man schon beim Booten ins System kann. Yeah. Ich komme zwar nicht ins Betriebssystem und so die Daten zu durchforsten dauert ewig, aber immerhin, ich bin drin. Sieht so aus, als ob die Server unter erhöhter Rechenlast laufen. Gerade brandet ein massiver Hackerangriff über diese Forschungseinrichtung herein. Ah. Respekt, die internen Sicherheitssysteme halten dem Ansturm stand. Hier muss erhebliche Rechenkapazität vorhanden sein. Die meisten Firewalls ziviler Einrichtungen, die ich in letzter Zeit digital besucht habe, wären bereits in die Knie gegangen. Was haben wir denn da? Zwei aktive Trojaner. Mhm. Nummer 1 hat sich vermutlich im Schatten des Angriffs an der Firewall vorbeigeschlichen und bereits im Rechnernetz vervielfältigt. Scheint passiv am Überwachungssystem anzudocken. Der andere wurde sicher von der Monochrome AG als Überraschung für Unbefugte platziert. Er wird aktiviert, wenn sich jemand ohne korrektes Passwort Zugriff verschaffen will. Dann kopiert sich der Schädling auf nahe externe Geräte, die nicht im System registriert sind, und meldet deren aktuellen Standort ans Überwachungssystem. Nice. Dich, kleines Biest, lösche ich. So, geschafft. Nice. Super. Jetzt fehlt nur noch das Passwort. Lege die Abenteuerkarten 16 und 90 zurück in die Schachtel. 16? Willst du ein Passwort raten? Lies Eintrag 800. Hattest du die 16? Nee, aber hat sie nicht gesagt, 6. Wenn ich die 90 nicht, wir die nicht haben, dann soll ich die andere nehmen? Also ich glaube, das war 234 von anderen. So, ja. Wenn es schiefgegangen wäre, wenn es nicht du gewesen wäre, so, würde ich mal vermuten. Ja, wahrscheinlich denke ich auch. Und jetzt, wenn ich das versucht hätte, dann hätte ich sofort wieder einen in die Fresse gekriegt. Wahrscheinlich, ja. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das Passwort zu erraten.
Also ich kann sehr gut hacken, ich kann aber ein sehr schlechtes Erinnerungsvermögen. Deswegen weiß ich nicht, was sonst noch alles Teil dieses wundervollen Vortrags war. Aber ich würde, sollte ich versuchen, ein Passwort zu erraten? Also du hast, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Es gab zwei Trojaner. Das eine war scheinbar von außen, also passiv für das Überwachungssystem. Und das andere war von der Monochrome selber installiert, um, wenn jemand ein Passwort falsch eingibt, dass dann sozusagen im Hintergrund einfach so Überwachung von der Monochrome angeht. Mhm. Das wollen wir ja nicht. Ja, das hast du gelöscht, Alva. Genau, das habe ich gelöscht. Das heißt, jetzt könnten wir versuchen, es zu tun, weil du hast es ja gelöscht. Genau. Das ist jetzt die Info, die ich jetzt habe. Genau, also das heißt, bei den Versuchen würde nichts passieren. Genau. Ah, ja. Es gibt ungefähr 27,32 Millionen Möglichkeiten. Ich würde sagen, aber fang einfach mal an. Ich würde mit den Klassikern anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so. Ja. Passwort. Was hat sie jetzt letztens gesagt? Sollte ich noch eine andere Karte genommen werden? Aber irgendwie muss das doch in diesem ganzen Gelaber drinstecken, was das ist. Ja, ne, versuch doch mal, Lord Emsley. Als Passwort? Ja. Ja, stimmt, das, jeder verwendet seinen eigenen Namen. Ja, klar. Lord Emsley 2027. Okay. Ich wette, das ist es nicht. Aber Versuch macht. Ich versuch's natürlich. Aber ihr wisst auch alle nicht mehr, welche Zahl wir jetzt als nächstes dafür ins Raten aufrufen sollen. Das war ganz am Ende. Wir können uns das jetzt nicht alles nochmal anhören. Nee, das geht doch nicht. Ich brauche den Text. Ich hatte hier früher den Text. Okay, Chat. Wo ist der Text? Heute brauchen wir euch richtig krass. Ihr müsst jetzt mal diese Zahlen schon mal prophylaktisch irgendwie notieren. 2027. Absolut richtig. Ja, also ich glaube, das Passwort ist Hacken und Kekse. Ja. 1993. Gegründet. Aber ich kann ja hier auch gerade gar nichts eingeben, weißt? Haben wir es, Leute? Nein, wir werden Halo-Fanboy, wir werden es nie haben. Wir müssen erstmal reinkommen. Okay, warte mal. Ich brauche den Text hier. Moment. Nee, wir lassen erstmal weitermachen. Okay. Das, wir wissen, das können wir auch gleich machen. Ich möchte jetzt gerne mal zum Werbeplakat gehen. Ja, ich interessiere mich dafür. Ich hole mich da. Wo ist das die Werbetafel 203. 203? Da steht das Passwort nämlich drauf. Ah! Auf der Werbetafel liest du die ersten Slogans für das neue Wundermittel. Rainbow, das trendigste Medizinprodukt des neuen Jahrtausends. Rainbow heilt alles, wird da behauptet. Und? Eine Dosis am Tag für den Rest deines Lebens. Geht es nach dieser Werbung, hat Owen nicht übertrieben. Doch wer glaubt schon der Werbung? Die Markteinführung steht aber wohl tatsächlich kurz bevor. Als du nach oben siehst, entdeckst du außerdem einen kleinen Gegenstand, den einer der Arbeiter oben auf der Tafel vergessen hat. Wenn du nur irgendwie herankämst. Ja. Ich habe ja Kontakte. Ich habe einen Freund mit einer Greif... Mit dem Drohne. Mit der Greifdrohnenleiter Obst. Hacker-Hackgerät. Hacker-Hackgerät. Den würde ich dann mal anrufen. Also so verbal, weil wir sind ja in einem Raum. Kein Problem. Von hier oben erreichst du endlich den Gegenstand. Nimm Abenteuerkarte 19. Ich bin ja so gespannt. Was steht da drauf? Ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug. Ich habe das Feuerzeug. Passwort Feuerzeug. Du musst das schreiben. Heiß, heiß, heiß. Aber damit kannst du die Schokolade schmelzen. Ja, das in der Dose, in der Rush-Dose. Wenn wir noch Obst finden, dann machen wir uns ein richtig tolles Schokofondue. Und dann chillen wir erstmal. Oh, apropos schmelzen, findet ihr es nicht auch sass, dass unser Auftraggeber ein Ofen ist? Oh, Green. Rainbow heilt. Ja! Okay, Rainbow soll heilen. Aber kann man der Werbung immer glauben? Sollten wir dem direkt... Ich bin sehr anfällig dafür. Ja, die Frage ist ja, was passiert denn, wenn wir jetzt ein Passwort ausprobieren? Was passiert denn dann, schlimmstenfalls? Deine Theorie war ganz gut, dass vielleicht nichts passiert, weil ich den Trojaner gelöscht habe. Nur war es der richtige Trojaner. Und wo müssen wir es eingeben? Das ging ja gar nicht, ne? Oder hatte sie, stimmt. Ja, das haben wir überhört. Das müssen wir dann eventuell nochmal irgendwie nachreichen. Damit es nicht zu nervig wird. Sonst höre ich das in der Werbung gleich nochmal nach. Okay, jetzt wir untersuchen erstmal den Raum. Rest. Ramon, was möchtest du untersuchen? Was möchtest du untersuchen? Ramon. Naja, ich hätte Bock auf die 202. In den Stoffsäcken findest du Schmutzwäsche. Oh, lieb ich. Darunter auch die Uniform einer Security-Firma. Die könnte noch nützlich werden, um sich vor neugierigen Augen zu tarnen. Außerdem findest du einen alten Plastikschlauch. Wow. Nimm die Abenteuerkarten 17 und 18. Sehr gut. Also wir haben jetzt die Dose, Schokolade, ein Feuerzeug und ein Plastikschlauch. Und eine Security-Uniform. Und unten noch Wasser.
und Wasser unten. Wir können auch eine Bombe bauen. Die sind bald haben wir alles für eine Bombe. Ist es möglich? Ist es möglich, die Gegenstände auch nochmal zu untersuchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber miteinander kombinieren können. Ja, aber ich dachte, vielleicht ist in der Security-Uniform ja ein Schlüssel oder so. Ah. Aber wenn man was kombinieren kann, sagen die einem das, ne? Mhm. Oder so. Wir können das dann probieren. Also, wie wir Strickleiter und Greifarm haben wir einfach selber kombiniert. Ja, stimmt. Schlau. Und ich könnte jetzt Plastikschlau und Security, da würde sie mir aber sagen, das bringt nichts oder so. Wir können mal gucken. Plastikschlauch mit Security. Und wie machst du das jetzt? Ich gebe jetzt 17 und 18 ein, also die beiden Zahlen. Mal gucken, ob was kommt. Nein, das wäre Quatsch. Alarmstufe 4. Genau. Wie dumm seid ihr denn? Ja, genau. Plastikschlauch und Security-Uniform? Hm, träumt weiter. Okay, Ramon, was Alba ist wieder dran. Echt? Ja, ich bin hochgeklettert. Ah, nee, du bist hochgeklettert, ne? Ja. Dann nehme ich die 204. Nee, shit. Besser nicht. Dann nehme ich die 206. Ja, das macht Sinn. Bin ein bisschen vorsichtiger. Zwei Alarmen. So nah hast du den Holmes One noch nicht gesehen. Wen? Dieser sündteure Fingerabdruckscanner scannt einfach alles. Der alte Sherlock wäre blass vor Neid. Und das Beste? Bitte nicht. Der Scanner erstellt auf Wunsch auch noch künstliche Fingerabdrücke. Willst du deine Fingerabdrücke scannen? Falls ja, lies Eintrag 850. Das war besser nicht. Wir hinterlassen zu viele Spuren. Du hast Bock, ne? Du hast Bock, deine Finger rein. Ich will das ganze Gerät klauen. Ach so, ja, das will ich auch. Das kannst du. Na, das nee, kann ich nicht. Ne? Ich habe noch keinen Schraubenzieher oder sowas. Geht leider nicht. Das geht wahrscheinlich nicht. Nee. Das ist einfach nur machen oder nicht machen. Das ist immer nur A-B-Auswahl. Komm, jetzt müssen wir frühstücken jetzt mal den Raum da ab. Ich würde auch sagen, lieber erstmal nicht Fingerabdruck da abgeben. Ist wahrscheinlich ist das so, dass wir irgendwas noch sammeln und dann wieder zurückgehen und dann geht's nicht ab. Ich guck mir ganz kurz den Scanner nochmal an. Ich bin sofort wieder da. Ah, guck den Scanner an. Okay, also. Scan mal ab hier. Brauchst du noch irgendwas? 205, 204? Kannst du noch irgendwo also hin? Ja, 204 darf ich nicht wegen meinem Gesicht. Das ist eine private Nummer. Das ist mir unangenehm. 202 ist die Werbe. Nee, das sind die Stoffsäcke. Wir haben noch 205, 204 offen. Kannst du zu 204? Ah, 205 kann ich. Ja. Kannst du auch? Mein Fingerabdruck ist nicht bekannt. Okay. Ja, solange den du nicht scannst. Genau, mach ich erstmal nicht. 205. Ja. Du durchsuchst zügig die Unterlagen und entdeckst das Tagebuch des Sekretärs. Schnell schlägst du eine beliebige Stelle auf. Freitag. Mann, wie der nervt. Wenn ich noch eine weitere Dose von diesem verfluchten Rush für ihn besorgen muss, drehe ich durch. Oh. Außer ihm trinkt niemand im ganzen Gebäude diese widerliche Brühe. Und ab jetzt will er auch noch, dass ich ihm täglich eine frische Dose in die Cafeteria serviere. Was denkt er sich? Ich bin Sekretär und kein Kellner. Der übliche Stress mit dem Chef. Vielleicht sind die letzten beiden Einträge ja ergiebiger. Nimm Abenteuerkarte 22 und lies sie vor. Anschließend geht es hier weiter. Das könnte noch nützlich sein. Als du die letzte Seite herausreißt, fällt außerdem ein kleiner Notizzettel heraus. Darauf steht Passwort. Ja! Nach anfänglicher Euphorie über den Fund merkst du, dass es verschlüsselt ist. Nimm dir Abenteuerkarte 23. Wir haben das Passwort gefunden. Zufälligerweise. Aber verschlüsselt. Ist verschlüsselt, aber macht nichts. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Lies erstmal das Tagebuch, den Tagebucheintrag vor und danach kümmern wir uns ums Passwort. Ja. Hinweis: Sucht. Montag. Das war ein hartes Wochenende. Gut, dass der Forschungsleiter heute den ganzen Tag unterwegs ist. Ich kann es also ruhiger angehen lassen. Wobei die Mailbox mal wieder übergeht. Vielleicht haben die Jungs von den Langzeittests ja ein neues Rainbow-Muster. Ich könnte heute wirklich einen Schluck gebrauchen. Das Zeug wirkt einfach Wunder bei der Konzentration. Die Probleme mit der Sucht haben sie ja angeblich überwunden. Mittwoch. Seltsam, ich habe Betty aus der Buchhaltung schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Vielleicht feiert sie ja krank nach dem anstrengenden Wochenende. Okay, das heißt, die haben mein erster Guest, die haben das an ihren MitarbeiterInnen ausprobiert. Ja. Mhm. Und die fühlen sich so mittelgescheit. Und ich glaube, dass der Boss, der einzige, das war doch der Chef, der täglich eine Dose Rush getrunken hat. Und der hat sich so quasi das Gegenmittel selber verabreicht. Glaubst du, die Dose Rush ist das Gegenmittel? Ich glaube schon. Das wäre ja praktisch, wenn die einfach schon im Einzelhandel. Nur er weiß das. Vielleicht, irgendwie sowas. Ja. Mhm. Also auf jeden Fall hat das was damit zu tun. Ja. Aber was mache ich jetzt mit meiner Dose Rush? Ich hole mir schnell Rush für uns alle. Geil. Ich gebe eine Runde aus, Leute. Eine Runde Rush. Cool. John.
Ja. Gib mir mal die Dose, bitte. Ramon, was willst du? Meine Dose? Ja. Guck sie dir an, die Dose. Ich würde gerne was ausprobieren. Auf die Gefahren, dass alles explodiert. Darf ich? Mhm. Kombinier bitte mal die 13 mit der 206. Wir wissen, ob man von der Dose Fingerabdrücke einscannen kann. Wow. Du stellst die leere Dose in den Scanner. Kurz darauf leuchtet ein blaues Licht auf und der Arm der Maschine umkreist die Dose. Nach wenigen Sekunden stoppt die Maschine und leuchtet grün. Muster repliziert. Dann fällt aus einer gläsernen Klappe unterhalb der Vorrichtung ein künstlicher Fingerabdruck heraus. Nee! Du bist so schlau. Lege Abenteuerkarte 13 zurück in die Schachtel und nimm Abenteuerkarte 21. Du bist krass. Einfach so ein schlauer. Das ist wirklich schlau gewesen. Also aber weißt du was, ich habe genau das gleiche gedacht in dem Moment. Echt? Ich gar nicht. Gut, dass ich euch dabei habe. Ansonsten wären wir wieder ewig nicht vorangekommen. Wir haben so, einen künstlichen 13. Fingerabdruck. Sehr gut. Die kriegst du. Hast du da jetzt gerade eine Karte wieder weggelegt? Ja, die hast du eben auch noch gekriegt. Genau, die gebe ich gleich. Ja, sehr gut. Die kriegst jetzt du. Ramon, sehr gute Leistung. Eben als Alva das Tagebuch gefunden hat, ist auch dieser Notizzettel mit dem Passwort rausgefallen. Und darauf ist ein Code und den müssen wir lesen und entschlüsseln. Und ich würde dir das mal geben. Immerhin bist du die Hackerin. Ja, vielleicht sehr gerne. Kannst du das kurz vorlesen. Wir kriegen das ja wohl hin. Okay, also auf dem Post-it steht, der Blick des Löwen schweift über die Ländereien seines Herrn. Wie viele sieht er? Ist sozusagen die Aufgabe, die Verschlüsselung, geniale Verschlüsselung. Und dann steht da drunter noch in einer weißen Box, wenn du die Zahl weißt, addiere sie zur Zahl dieser Abenteuerkarte. Kombiniere dann die Summe mit einem Ort. Also hier ist das eine 23, aber das kommt dann erst gleich ins Spiel. Wir müssen erstmal auf die Anzahl der Ländereien kommen. Und das verstehe ich nicht ganz. Nochmal, wie viel, der Löwe oder die Löwen? Der Blick des Löwen schweift über die Ländereien seines Herrn. Wie viele sieht er? Ländereien seines Herrn. Verstehe ich auch noch nicht. Hat man, sind ja diese Löwen mal da Lobby? Rein. Sehen die irgendwo hin? Die glotzen sich die an. Die gucken sich an, genau. Die Ländereien seines Herrn. Die sind halt auf so Grasbuppeln, aber... Und gleich auch mal. Ich glaube, das können wir einfach noch nicht lösen. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch mehr... Du kannst die Karte kannst du erstmal behalten. Die behalte ich auch auf jeden Fall. Na klar, wir haben schon mal einen Hinweis, aber ich glaube, das gibt uns auch schon den Hinweis, ich sollte nicht anfangen, jetzt die Passwörter zu erraten. Das ist, glaube ich, nicht so smart. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt hier schon wissen, es geht auch anders weiter. Waren das nicht 67 Länder? Gut, jetzt habe ich in den Chat geguckt. Ah, aber es waren nein, stimmt. Länder. 63 Länder waren das. Länder. Ach so, wo ja, die Standorte ja. sind. Ja, genau. Ey, das verstehe ich nicht. Im Chat habe ich gerade nur die 67 Gemälde gesehen. Gelesen. Nein, es waren 63. Ja. 63 Länder. Die Monochrom AG ist krass, die haben expandiert seit 1993 in 63 Ländern. Genau. Ach, schlau. Sonst würde das nicht auf dem Gemälde stehen also, und die Leute gucken dahin, das stimmt. Ihr habt die Arbeit gemacht, ich rechne jetzt dafür 63 plus 23, dann Hackerin. Ja, hack das mal aus. Ich hack das mal, ich muss ganz kurz in meinen Taschenrechner. Aber kombiniere die Summe dann mit einem Ort, den bräuchten wir ja auch noch. Genau, das machen wir gleich wahrscheinlich mit dem Computer, da wo das Passwort rein muss. Ja, stimmt. Ja. Also 86 müsste ich jetzt mit einem Ort kombinieren. Ja, wo war der Computer? 201? 201, genau. Also ich denke mal, 86 plus 201. Oder mit. Ich kombiniere das mal hier mit. Ja, genau, das meine ich. Du tippst das Passwort ein, hältst den Atem an und bestätigst es. Nach wenigen Sekunden erscheint der Desktop. Es funktioniert. Endlich hast du Zugriff auf den PC. Lege Abenteuerkarte 23 zurück in die Schachtel. Auf dem Desktop befinden sich mehrere Ordner. Willst du die Gesichtserkennung einsehen? Falls ja, lies Eintrag 852. Willst du hingegen Zugriff zu PC-Viren? Falls ja, lies Eintrag 862. Lieber das, oder? Würde ich auch sagen. Ich würde erstmal nirgendwo mehr reingucken am Anfang. Weil das Problem ist, wenn, dann würde ich auch jemanden, der nicht Handicap-Gesichtserkennung hat, das gucken lassen. Weil ich glaube, jetzt kann ja wahrscheinlich jeder an diesem PC, wir haben ihn ja entsperrt. Ja. Und ich würde dann eher mal in die Viren gucken. 862. Musst du noch kurz abwarten, bis das Windows-Update fertig ist. Nein, ist aber die Frage, was sind denn die Gesichtserkennungs... Also ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass wir dadurch das alles deaktivieren können. Vielleicht ist das sozusagen das System. Vielleicht sind das ich habe ein großes Interesse, das ist mein Foto aus diesem... Ja, aber vielleicht sind es eben auch einfach nur Fotos von Leuten. Ja, von mir zum Beispiel, weil ich alten fotografiert. Team zum Beispiel, was ist mit dem ganzen, wer ist da alles drin? Man Könnte wahrscheinlich sehen, wer da alles...
Genau, ich glaube auch, dass das was Praktisches ist. Ich traue es mich nur nicht, weil mein Foto da ja auch drin ist. Nicht, dass das mich dann vorher abscannt oder so. Wer weiß, wer weiß. Deswegen geht einer von euch beiden da gleich mal hin, würde ich sagen. Ich glaube, wenn du eingibst, ich möchte die Gesichtserkennung ausprobieren, dann scannt er dein Gesicht und checkt, ob du schon da warst. Und dann wird eher passieren. Und bing. Genau, genau. Habe ich auch Angst vor. Ich weiß nicht, aber wir haben nicht mehr so viel Spielraum und wir haben noch ein paar Räume. Lieber erstmal. Aber auf der anderen Seite, du hast das Passwort ja geknackt. Das heißt, wir sind eigentlich schon durch die Sicherheitshürde gekommen. Ja, ne? Also, ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir entscheiden über einen Faustkampf. Wo ist das Problem? Ihr beide könnt doch jetzt einfach an den Rechner gehen, oder nicht? Du machst erstmal 862, weil du das... Ich beschäftige mich jetzt mit Viren. So. Okay. Ich meine, sind wir hier in der Pharma-AG. Es gibt mehrere Ordner mit aktiven Computerviren. Hast du einen USB-Stick, kannst du einen Virus darauf kopieren. Wenn du das tust, lege Abenteuerkarte 25 zurück in die Schachtel... Und nimm dafür Abenteuerkarte 54. Oh, ein Stick. 54, 25? Wir haben wir nicht. Ja, wir haben noch keinen Stick. Ich habe sinnloserweise meine Tasche dabei und natürlich immer mein Stick dabei, nur heute nicht. Eigentlich ja, scheiße. Aber heute nicht. Ja. Verdammt. Okay. Aber kriege ich da nicht noch Abenteuerkarte 25? Das klang so, als hätte ich die schon sozusagen. Nee, nein. Wenn ich den Stick habe. Wenn, okay. Vielleicht kommen wir später an den USB-Stick und dann können wir zurückgehen. Dann gehen wir nochmal zurück. Das müssen wir uns vielleicht merken. Ja, das USB-Stick. Ich mich hier auf. Genau, genau. Ich würde nochmal kurz den Nummer 204, das kann ich nämlich untersuchen. Das ist da oben auf dieser Erhöhung. Ja. Und ich kann da hin, weil mein Handicap ist, ich kann da hin. Ich mach mal kurz die 204 und guck mal, was da oben so geht. Du kletterst das Wartungsgerüst nach oben und stehst nun etwas unterhalb der Lüftungsschächte. Ein steter Luftzug, der nach oben zieht, streicht über deine Haut. Boah. Die Ventilatoren transportieren die Luft vermutlich von hier in höhere Stockwerke. Nach wenigen Metern verschwinden die Schächte schließlich in der Decke. Cool. Naja, mega. Man kann da kann man rein mit dem Sondergerät, sollte es notwendig werden. Oder Flucht, wer weiß. Oder alles in die Luft jagen. Was ist, wenn wir das Feuerzeug da dran halten? Ja. Okay, nein. Ich habe einen Plastikschlauch. Okay, nein. Sofort selber beantwortet. Schade. Ich hätte ansonsten noch einen Plastikschlauch. Was soll ich damit machen? Sollen wir Greifleiter versuchen, kurz da hoch? Der Plastikschlauch, der wird irgendwann mit dem Wasser relevant werden. Mit diesem Wasserkübel so. Ja. Oder Feuerzeug. Wenn ich ein schönes... Oder so. Wenn ich euch ein Lied spielen will. Okay, ich würde ganz kurz einmal probieren, Greifleiter und da hochzukommen. Wahrscheinlich komme ich nicht da hoch, weil es wurde gesagt, ihr könnt nur mit dem Fahrstuhl fahren. Vielleicht mache ich irgendwas kaputt. Sollen wir es probieren? Oder Let's try, warum nicht? Ich würde dann gleich gerne nochmal zum Computer laufen und checken, ob ich da meine Fresse da... Genau. Nee, ich kann da oben nichts machen. 12204 funktioniert nicht. Ach, ging nicht, okay. Alles klar. Okay, du gehst jetzt zum Computer und machst die Gesichtserkennung. Das war 882, oder? 882? Nee, hat der Herr vorhin vorgelesen. 862 habe ich mir aufgeschrieben. Nee, das war das, was du gemacht hast? 852. 52? Hm, 852. Gott sei Dank, habt ihr da noch was mitgeschrieben? Ich habe gar nichts aufgeschrieben, ich wollte nur Gesichtserkennung. Mann, schreib doch mal mit! Guck das mal an hier! Ist ja wie im Abi. Ich habe mitgeschrieben. Kommt da was? Ich brauche hier den Text. 852 erstmal einfach so, ne? Weil du stellst jetzt dahin und machst Gesichtserkennung. Ich stelle mich jetzt dahin und mach den Gesichtserkennung. Sag mal tschüss. Hallo. Du klickst dich durch die aktuellsten Protokolle. Sag ich doch. Die Monochrome AG ist gründlich. Das wird dir schnell klar. Denn die Kameras haben jeden eurer Schritte aufgezeichnet, seit ihr das Gebäude betreten habt. Einzig der Eintrag zur Ebene A scheint defekt. Mhm. Nimm Abenteuerkarte 82 und lies sie vor. Sekunde. Oh, ich starte hier einmal vorlesen und dann in den Reiter gerne. 82. 82. Das scheint eine wunderbare Gelegenheit, um dem Wunsch eures Auftraggebers nach Geheimhaltung zu entsprechen. Ja. Mit einer gewissen Genugtuung machst du dich daran, die Daten zu löschen. Ja. Yes. Reduziere die Alarmstufe um 2. Ja. Leg die Abenteuerkarten 15, 51 und 82 zurück in die Schachtel. 50 habe ich hier. 15, 51. 15, 51. Ja, ich habe keine Handicaps. Das sind eure Handicaps. Das ist ja super. Und mega. 82, die du hast. Also. Okay, Hammer. Also wir haben richtig viele Handicaps. Lage. Können wir abgeben? Wir sind wieder anonym unterwegs. Yes. Wir sind wieder nicht mehr da. Versteckt. Ich habe kein Gesichtsproblem mehr. Wir sind nicht mehr da. Du kannst dich mit deinem Gesicht wieder überall bewegen. Herrlich. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, der Raum ist abgearbeitet. Wir haben immer noch keinen Schlüssel für den Fahrstuhl ganz unten, der uns nach unten bringt. Und wir haben immer noch kein... Was war das andere noch, was wir brauchen? Eine Sicherheits-ID.
Eine Sicherheits-ID haben wir bislang auch gefunden. Wir haben auch keinen USB-Stick, den wir bei der 862 anwenden könnten. Genau. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Ich habe im Gepäck eine Security-Uniform, einen Plastikschlauch. Du hast einen künstlichen Fingerabdruck und eine Greifleiter. Ich habe Schokoriegel und Feuerzeug. Ich habe nichts. Und du hast noch einen Tagebucheintrag vom Sekretär. Achso, ja, gut. Du hast deine Street Credibility. Yeah. Ist so. Dann fahren wir jetzt hoch in die in den Bereich C. Okay, aber ich cool. glaube, in den Fahrstuhl rein. Da ist auch noch. Noch ja, das, da ist noch was Wichtiges. Da fragst du noch was Wichtiges. Wir fahren hoch. Oh, da gibt's nur einen. Ein. Mit der Matrix drauf, also nichts für mich. Das ist ja lustig, im Chat nur vorhin gelesen. Ah, hier. Auf dem Fahrstuhl geht's runter, nicht nach oben. Wurde direkt gemerkt. Oh. Oh. Das sieht schick hier aus. Ja. Das sind Kryokammern. Ja, ich glaube auch. Oder Klone sind da drin. Tiefkühlfächer im Supermarkt. Erstmal Platzhalterbilder, die ich erstmal pro forma angefragt habe, weil ich ja nicht so ganz genau wusste, was klar, das erwartet. Oh, da nehmen wir keinen Hinweis. Genau, aber diese Bilder sind ein bisschen random. Hier sieht es auch ein bisschen anders aus, genau. Hier ist. Wir hören uns erstmal an, was ja, ins C erwartet. Du betrittst, ihr seid keine gewöhnlich. Du betrittst einen kleinen Raum, der von einer ganzen Batterie von Monitoren am gegenüberliegenden Ende beherrscht wird. Alright. Einer scheint ausgefallen zu sein. Davor steht eine Statue. Direkt neben ihr ist ein Laptop. Von den Schränken an den Wänden des Raums tönt das leise Surren von Servern. Vorne rechts befindet sich eine zweiteilige Couch und dahinter an der Wand entdeckst du einen Tresor. Eine kleine Bewegung lässt dich erstarren. Das ist keine Statue, sondern eine Wachfrau in Security-Uniform. Bitte. 303. Sie blickt nahezu reglos auf die Monitore. Okay. Bislang scheint sie dich jedoch noch nicht bemerkt zu haben. Wir sind vier Leute in einem Fahrstuhl. Du hast doch diese... Wir fahren einfach wieder weg. Zieh doch einfach mal die Uniform an. Ja. Aber wir sind ja vier Leute. Ja. Wir schlüpfen alle in die Uniform. Nein, aber... Ich weiß nicht, ob das Spiel erkennt, dass wir wieder runterfahren. Okay. Ich glaube nicht. Also ich würde sagen, ich habe die Uniform. Mhm. Ich kann die 303 untersuchen, weil es nicht mein Handicap ist. Ich spreche sie einfach mal an. Würde ich sagen. Und vielleicht fragt ihr dann, hast du eine Uniform an? Und dann sage ich, ja, sieh doch. Aber sollen wir drei nicht wieder runterfahren? Du fährst hoch mit der Uniform? Ich würde sagen, ihr bleibt einfach im Fahrstuhl. Okay. Ihr habt uns bis jetzt nicht gesehen. Genau. Ihr bleibt einfach dahinter. Ich würde es probieren. Vielleicht ist sie tot. Und vielleicht bin ich gleich tot. Das kann ich auch schon mal sagen. Aber wir würden es probieren. Wieso kann das passieren? Nein. Ernsthaft? Na, ich könnte... Kann Soda verletzt werden? Nein. Handicaps? I am Rainbow. Ich hab erstmal die 18 auf jeden Fall eingeben, ne? Sonst triggerst du das Event nicht. Soll ich mal 18 und 303 machen? Das ist ja das, was du vorhast, ne? Richtig. Mit die Uniform und... Ja, gut. Du betrittst den Raum mit der Security-Uniform. Perfekt. Bist du allein mit der Wachfrau im Raum? Lies bei 760 weiter. Sind noch mehr Mitglieder deines Teams im Raum? Lies bei 860 weiter. Ja, aber wie... Achtung! Steht der Fahrstuhl gerade neben Raum C und befindet sich außer dir noch jemand darin, musst du ebenfalls Eintrag 860 lesen. Scheiße! Ah, ihr seid da weg! Kacke! Tja, okay. Und, das war's von der Monochroma AG. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein. Es war eine nette Idee. Okay, aber könnt ihr euch klein machen und leise sein? Ja. Ich meine, ey, wir haben es gespielt, Walle hat drauf hingewiesen, wir haben gesagt, ah, das ist so ein Quatsch, das rafft das Spiel nie. Und das Spiel hat gerafft, dass wir nicht runtergefahren sind. Wir haben es halt nicht gemacht. Ich dachte, es ist egal, ich gehe da alleine rein. Das ist wahrscheinlich gar nicht zu Ende. Nö, ja, das ich habe Spaß gemacht. 860, aber irgendwas Negatives für mich. 860 müssen ihr müsstet sie vielleicht töten, wollte ich gerade sagen. Also holt schon mal euren Greifhaken raus und Schokoriegel, Feuerzeug, wir zünden sie an. Was soll ich machen? Ich zeige meinen künstlichen Fingerabdruck. Oh, ich habe einen Plastikschlauch, ich könnte sie. Stopp. Oh ja, Moment. Los geht's. Vielleicht kannst du auch sagen. Die eine Hochstaplerin, ich sollte das doch irgendwie rausgeben. Ja, hast du du betrittst den Raum mit der Security-Uniform, während die anderen sich notdürftig verstecken. Richtig. Die Wachfrau dreht sich um. Und als sie dich sieht, zeigt sich zuerst Erleichterung in ihrem Gesicht. Doch dann fällt ihr Blick auf dein Team und ihre Züge verhärten sich augenblicklich. Wieso haben sie diese fremden Personen hierher gebracht? Und wer sind sie überhaupt? Mir wurde nicht mitgeteilt, dass jemand neu eingestellt wurde. Ja. Das werde ich umgehend melden. Hören Sie, mit wenigen Schritten ist sie im hinteren Bereich des Raums. Nein, warten Sie! Und verschwindet durch eine schmale Tür, die sich plötzlich geöffnet hat. Komm zurück! Ihr versucht noch, sie aufzuhalten, doch die Tür hat sich bereits geschlossen.
Wohin sie führt, ist nicht auszumachen. Auch nach längerer Suche findet ihr keinen Öffnungsmechanismus. Du ziehst missmutig die speckige Uniform aus. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Scheiße. Erhöhe die Alarmstufe um 3. Oh Gott! Lege Abenteuerkarte 18 und Ebene C zurück in die Schachtel. Was? Ersetze Ebene C durch Ebene N vom Ebenenstapel. Warte, 18? Decke Ebene N auf und stelle alle Spielfiguren wieder auf ihre vorigen Positionen. N? Ohne die Wachfrau könnt ihr euch endlich in Ruhe umsehen. Okay. Lies Eintrag N. Das können wir machen. Immerhin hast du sie weggelockt. Nie weggelockt. Mist. Lies Eintrag, was hat sie noch gesagt am Schluss? N. Nee, du sollst Lies Eintrag 8. Hat keiner zugehört, ne? Wir waren alle so aufgeregt. Ich war auch bei N und M und... Lies Eintrag 1 und... Wir machen, ich würde sagen. Ja. Wir schnaufen einmal ganz kurz durch. Ich höre noch mal ganz kurz nach, was wir lesen sollen. Dann erforschen wir den neu entschlüsselten Raum, der jetzt N ist. C, die Frau ist weg. Wir schauen uns danach in Ruhe um, schnaufen einmal ganz kurz durch und sind gleich zurück nach einer ganz kurzen Werbung. Bis gleich. Verdammt! Hey, Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Hallo, willkommen zurück beim Adventure-Abenteuer. Teuer. Wir sind in der Monochrom AG, sind schon auf Ebene 3 hochgefahren. Dort haben wir gerade eine Wachfrau verscheucht. Nicht so secret, wie wir wollten, aber das geht ein bisschen auf meine Kappe. Na, aber sie hätte auch gefragt, da bin ich mir sicher, die hätte auch gefragt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich jemanden neu eingestellt habe. Hätte sie auch gefragt, auch wenn wir uns nicht dilettantisch verstecken. Wir haben aber auch was gelernt. Höre auf die Hackerin. Ist ja, so, ist absolut. So. Ja, ist ganz so. Klar. Wir müssen das mehr ausspielen, hochfahren, runterfahren, das ist wichtig. Ja. Wir haben die Security-Frau verscheucht und haben diesen Raum entschlüsselt und hören uns jetzt N an und fangen dann an, wieder die Sachen zu entschlüsseln. Alarm und haben wir gerade Stufe 3. Wir waren vorher auf 2, konnten die durch das Hacken aber wieder auf 0 setzen. Mhm. Und jetzt plus 3, also sind wir bei 3. Genau. Alarmstufe stimmt, auch wenn wir zwischendurch ein bisschen confusing sind. Das stimmt zumindest. Und wir schreiben einfach wieder fleißig mit, müssen versuchen zuzuhören. Wir suchen noch einen USB-Stick für ein Virus draufspielen und ansonsten schauen wir mal, was wird, ne? Ich schreibe jetzt mal alle Zahlen mit. LMN. Und es gibt eine Batterie von Monitoren am gegenüberliegenden Ende des Raums. 313. Einer scheint ausgefallen zu sein. Auf dem Schreibtisch steht ein Laptop. 315. Von den Schränken an den Wänden des Raums tönt das leise Surren von Servern. 311. Vorne rechts befindet sich eine zweiteilige Couch. 314. Und dahinter an der Wand entdeckst du einen Tresor. 316. Im Hintergrund siehst du noch ein kleines Gemälde. 312. Okay. Ja, wer fängt an? Ich guck mir das Gemälde an. Gemälde 312? Mhm. Oh, nee. Als du dich... Doch. Ich dachte hier, ich habe die Matrix gesehen, aber... Mhm. Du bist gelb, glaube ich, ne? Ja, Entschuldigung. Als du dich dem Bild näherst, fällt dir bei der abgebildeten Person ein seltsam glitzerndes Auge auf. Kenn ich das. Ist das... Du nimmst das Bild ab und entdeckst dahinter eine kleine Kamera. Nein! Die von dort auf die Couch gerichtet ist. Was? Auf die Couch. Seltsam. Was? Sie ist batteriebetrieben und scheint nicht mit dem Rest des Sicherheitssystems verbunden. Willst du den Speicherchip der Kamera mitnehmen? Falls ja, nimm Abenteuerkarte 26. Schon geil, ja, ne? Ja, klar. USB-Stick sein. Wieso ist die auf die Couch gerichtet? Aha. Speicherchip. Ist einfach nur der Speicherchip. Nichts passiert. Ist kein USB-Stick. No, aber eine Nummer steht noch drauf. Nummer 01402. Mhm. Soll ich ihn durch den Schokoriegel tauschen?
Ja. Schnapp einfach Schokolade rein. da es nicht verbunden ist am Alarmsystem, glaube ich, kannst du einfach einstecken. Genau, habe ich einfach gemacht. Perfekt. Geil. Und so, was gibt's hier noch rauszuholen? Aber das Gute ist ja auch, jetzt ist die Kamera da schon weg. Das heißt, jetzt die Couch zu untersuchen, ist viel sicherer als vorher. Ja. Genau, das wäre super. Ja. Und man kann auch diesen Stick dann ins Laptop stecken und gucken, was da... Ja, das ist die Frage, ob das ein Stick ist oder ob das eine SD-Karte ist. Ja, das wirst du ja dann raus. Das werde ich heraus. Geh einfach davon aus, Elektro, zack. Welche Nummer war nochmal der Tresor? Die 313? 316. Möchtest du? Je nachdem, ob der 316 kann ich machen. Ja. Ich versuche den mal. Schau mal an. Gute Idee. Nimm Abenteuerkarte 91 und lies sie vor. Ist sie nicht mehr im Spiel, lies Eintrag 348. Du gehst zum Safe und blickst auf die Tasten. Einmal bitte vorlesen. Safe-Kombination. Bist du... Ja gut, okay. Ich bin Ramon, lies Eintrag 366. 366? Das Modell kenne ich. So eins haben wir auch in unserem Unterschlupf. Allerdings eher aus Nostalgie. Unterschlupf? Dass es dich noch in Aktion gibt. Einfach knacken. Immer wollen sie das neueste IT-Equipment und stellen selbst in dieser kleinen Wachbutze teure Kunst und sonstiges Shishi aus. Und wo sparen sie? Natürlich beim Safe. Mit Kennerblick und suffisantem Lächeln fallen dir die kleinen Details auf, die ungeübten Augen entgehen. Das Problem ist. Der Safe hängt schon länger. Der Code wechselt häufig, vermutlich wöchentlich. Drei Tasten sind deutlich abgewetzter als die anderen. Yes. Wir sind doch alle nur Menschen. Wer hat schon Lust, sich jede Woche einen komplett neuen Code zu merken? 1, 2, 3, offensichtlich 4. Wählen sie immer nur Kombinationen aus Siebenern, Achtern oder Neunern. Mhm. Bei einem letzten Rundumblick findest du außerdem noch ein Post-it. Schau an, schau an. Lege Abenteuerkarte 91 zurück in die Schachtel und nimm Abenteuerkarte 27. Willst du eine Kombination eingeben? Falls ja, lies bei Eintrag XX316 nach. XX ist dabei eine der folgenden Zahlen. 77, 78, 79, 87, 88, 89, was? 97, 98, 99. Ah. Gibt es diesen Eintrag nicht, erhöhe die Alarmstufe um 1. Wie gibt es diesen Eintrag nicht? Wir haben jetzt... 3, 6, 9 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, mit denen wir die 316, also mit denen wir, die sind quasi den Code sein, der Code sein kann. Mhm. Und wir müssen jetzt überlegen, was wir machen. Steht da noch was Wichtiges drauf? Ist ein Post-it mit einem Hinweis. Zum letzten Mal. Wenn du dir die neue Kombination schon aufschreiben musst, dann entsorge deine Notiz wenigstens im Pool, sobald du sie nicht mehr brauchst. Fertig? Ja. Was? Lese mal vor. Wenn du dir die neue Kombination schon aufschreiben musst, dann entsorge deine Notiz wenigstens im Pool, sobald du sie nicht mehr brauchst. Im Pool. Vielleicht müssen wir jetzt einen Pool finden. Wir könnten die Buchstabenanzahl, also G, für, also die Buchstabenreihenfolge addieren und gucken. E, C, D, E. Ach so, meinst du das? Okay. Das glaube ich nicht. Oh, das wäre sehr um die Ecke gedacht. Cool. Aber kann natürlich sein, ja. Ihr denkt ganz anders. Ich finde das toll. Ich finde das richtig toll. Im Pool. Ich denke nicht so viel. Wir haben ansonsten noch... Haben wir im Pool irgendwo gesehen? Nein. Noch nicht. Kann man zählt gleich? Nee, ich glaube, es gibt doch aber irgendwo im Pool ist doch auch so ein... Lass mal weiter umgucken. Es gibt bestimmt einen Pool da drin. Ich würde mal zur Couch gehen. Ja, da ist bestimmt, die Couch klingt schon so nach Pool. Lass mal den Herrn Doktor das da machen. Ja, und vielleicht hat das ins Sitzkissen gestoppt. Weißt du? Was ist das für eine Nummer? Eine Ritze verloren. 314. 314. Ja. Du setzt dich auf die Couch, um einen Moment zur Ruhe zu kommen. Klar. Und streichst mit der Hand die ledernen Kissen entlang. Moment. Da ertastest du etwas Hartes. Oh Gott. Nachdem du einen Backenzahn zutage gefördert hast, beschleicht dich ein mulmiges Gefühl. Du schluckst kurz trocken, schluckst aber weiter. Wir sollen schließlich herausfinden, was hier vor sich geht. Nach kurzer Zeit liegt ein gutes Dutzend menschlicher Zähne vor dir. Die Zahnfee. Haben sie wohl gehört?
Und wer hat sie hier versteckt? Nimm Abenteuerkarte 32. Das ist wie beim Meth, dass wenn man Rainbow nimmt, dass einem die Zähne ausfallen? Ja, gute Idee. Guck mal, oh, du hast Zähne gefunden. Ich habe 13 Zähne gefunden. Oh. Das ist ja die Zahl für Glück. Ist so. Also viel Glück mit deinen Zähnen. Zahnscanner gibt es bestimmt noch irgendwo. Vielleicht, ja. Okay, ich würde auch was untersuchen. Das ist mein erster richtiger Loot und das bekomme ich Zähne. Alte Zähne. Cool. Ich untersuche die 311, weil da kann ich hin, ohne dass was passiert. Schau ich mir an. Um Chat steht Zähne mit Schoki kombiniert. Ja. Die werden nochmal ausfallen. Das ist es. In den Schränken reihen sich Server an Server, die leise vor sich hinsurren. Kleine Schläuche verbinden die leistungsfähigen Deep Learning Module mit dem Kühlsystem. An zwei Gehäusen findest du interessante Aufschriften, Fingerabdruckdatenbank und Backup-Sicherheitsüberwachung. Sag mir gar nichts, ich zieh weiter. Ciao! Backup-Sicherheitsüberwachung. Wir könnten den künstlichen Fingerabdruck damit kombinieren vielleicht oder den Schlauch damit kombinieren. Vielleicht funktioniert dann etwas wieder oder... Naja, bisher funktioniert ja noch nichts. Also wir müssten erstmal, glaube ich, gucken... Lass mal erstmal alles abfrühstücken. Ich meine, in dem Server kannst du doch die Fingerabdruckdatenbank und das andere war... Guck, ich hab schon vergessen. Schlauch? Nee. Gab doch zwei Infos quasi. Fingerabdruck brauchen wir nicht. Gott. Weil das haben In wir den schon. Schränken reihen sich Server an Server, die leise vor sich hinsurren. Kleine Schläuche verbinden die leistungsfähigen Deep Learning Module mit dem Kühlsystem. Sicherheit, genau. An zwei Gehäusen findest du interessante Aufschriften. Fingerabdruckdatenbank und Backup-Sicherheitsüberwachung. Fingerabdruckdatenbank. Okay, bringt uns erstmal nichts. Wir haben ja noch zwei weitere Orte offen. Ja, ich will auch mal irgendwo hin. Das wäre halt nicht schlecht, Backup-Sicherheitsüberwachung, wenn wir das noch nicht schon gemacht haben. Wir haben ja schon die Gesichter rausgelöscht. Ja. Ich glaube, hier hätte man das vielleicht auch machen können oder so. Okay. Ne? Also kann ich mir vorstellen. Ja. Und sollten wir nochmal deinen Fingerabdruck dann löschen? Nö. Nö, der ist da ja gar nicht drin. Weg. Wir haben ja jetzt einfach den vom Superchef. 312 hatten wir den. Ich habe eine Idee. Ja, also, hatte ich das gemeldet? Hatten wir schon, ja. Was hatten wir da noch nicht? 313, 315. Genau. Aber darf jetzt ich, noch, ja, Ramon hat noch was rausgerätselt. Ich verschwinde kurz. Was? Ja? Ja. Ohne Kommentar. Ja, ich bespreche es mit euch. Also nicht im Rollspiel, Mann, Entschuldigung. Also nicht im richtigen. Ich würde gerne zum Wasserspender gehen. Im Pool ertrinken. Ich habe zuerst gedacht, das hat irgendwas zu tun. Ja, gedacht, ja. Aber einfach Wasser drauf wahrscheinlich. Ja. Smart. Okay, du fährst also mit dem Fahrstuhl runter. Ja, also ich kann auch warten, ne? Wir können auch erst den Raum fertig machen. Wir können auch über die Brillen kommunizieren. Wenn du das holst, wenn du das holst. Dann geil. Und dann vielleicht mitbringst und wir warten einfach oben. Finde ich gut, ja. Also bring den Wasser mit. Fahrstuhl nach unten in die Lobby. 107 war das, ne? Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe auch kein Handicap mehr. Ja. Cool. Also machen wir 27, 107? Warte. Ja, genau, ist richtig. Bitte. Nee. Nicht. Nee, dann nicht. Dann hat's nicht geklappt. Schade. Denke ich mal auf die 315. Komm wieder zurück, ne? Ja. Hi. Hat's geklappt? Nö. Ach, schade. Ich war ganz kurz was trinken. Scheiße, ey. Okay, 315 für John. Der Laptop könnte einem Ingenieur gehören. Zwar ist der Bildschirm gesperrt, doch unter dem Laptop findest du den Ausdruck eines Belüftungsplans. Außerdem steckt auch noch ein USB-Stick im Laptop. Ja. Nimm die Abenteuerkarten 24 und 25. Ja, das riecht doch nach den Lüftungsschichten, die du gefunden hast, Chio. Okay. Yep. Und dann möchte ich... Du hast das beides gekriegt, einen Belüftungsplan und einen USB-Stick. Und dann möchte ich gerne das nochmal probieren. Ja. An dem Laptop. Ja. Ah, gut. 26 und 315? Mhm. Nee. Schade. Falscher Slot. Schade. Nicht kompatibel. Ich weiß noch, wo der USB-Stick hin muss und ich weiß noch, wo der Lüftungsding war. Können wir dann nochmal übernehmen, genau, wenn wir gleich dahin fahren? Wir müssen gleich nochmal ein Auf dem Belüftungsplan, wenn ich das richtig deute, geht der von Ebene D zu B. Ah, genau. Oh. Ja. Ja. Nur so. Das heißt, vielleicht können wir gleich ohne Fahrstuhl in D gehen. Falls die Wachfrau da hingegangen ist, wissen wir aber nicht. Wissen wir nicht. Nee. Können wir noch nicht wissen. Wir haben noch die 313 offen. Mhm. Möchtest du das vielleicht angucken, Ramon? 313, genau. Es ist Matrix, aber ich darf ja nicht, ne? I don't
go to the Matrix. Ja, da gucke ich mir die 313 an, ne? Sehr gut. Auf den Monitoren sind die Außenansichten des Gebäudes zu sehen. Zufahrt, diverse Parkplätze, Eingang und Notausgänge. Doch gelegentlich gibt es Bildaussetzer. Zudem ist der Monitor für die Lobby entweder defekt oder die Übertragung ist ausgefallen. Neben dem Bild siehst du eine Anzeige für den Energieverbrauch. Aktuell steht sie bei 75%. Also werden 75% Energie verbraucht oder sind noch wie beim Akku 75% über? Ich würde letzteres eher so, also so habe ich es verstanden, okay. Aber von Überwachungsdingern halt, ne? Also ich habe es wie Verbrauch verstanden. Also 75% werden gerade verbraucht. Wollen wir versuchen, den Chip nochmal in den Monitor zu pappen? Ja. Das. 26313? Genau. Nee. Oh Mann. Ist zu old, das Ding. Also, was müssen wir noch lösen? Wir haben, wir müssen noch versuchen, den Code, also diese bei dem den Tresor. Mhm. Haben wir noch die Zeilenkombination von den neuen Dingern, die sein könnten, die wir damit 316 kombinieren. Wir haben den Stick, den wir jetzt in den Computer bringen können. Und wir können mit dem Raumplan zum Lüftungsschacht. Müssen wir aber dafür runter wieder in Ebene B. Genau. Können wir ja mal machen. Mal hinfahren. Würde ich glaube, sagen, USB und Computer ist der beste Hint. Erstmal schon, ja. Und mit dem Lüftungsschacht können wir uns D erschließen, glaube ich. Ich denke die ganze Zeit immer noch über dieses Pool-Rätsel nach. Also wir haben ja 9 Ziffern bekommen. 77, 78, 79, dann 87, 88. Ja gut, aber ich grübel mal weiter. Aber Pool, ich habe jetzt die Buchstaben auseinandergenommen, die Zahlen addiert aus dem Alphabet, das macht keinen Sinn. Ich glaube, das ist so ein typisches, da muss man vielleicht ein bisschen abwarten. Ich glaube, da kommt noch was. Ja. Aber ich finde es trotzdem gut, dass du schon drauf rumdenkst. Wir könnten natürlich auch versuchen, irgendeine Zahl mit dieses, aber nee, das haben wir Wort wahrscheinlich wird wieder falsch. Ja, cool, das Wort wir wird nochmal auftauchen. Genau. Wir müssen es ja nicht überstürzen. Das Wort wird noch auftauchen. Vielleicht gibt es ein D, ein Pool. Vielleicht ist das ein Pool. Könnte ja sein, genau. Oder so. Schöner Dachpool. Jacuzzi oder ein Keller. No. Ich würde sagen, wir fahren alle erstmal mit dem Fahrstuhl wieder runter in B. Ja. Das Türen machen wir doch. Und Abmarsch. Zack. Oh. Und wir waren immer noch nicht, wir kommen ja immer noch nicht in Keller, ne? Im Keller ist ja. Aber einen kleinen Schlüssel sind ja aber Rappen. Vielleicht jetzt durch den Computer, vielleicht kriege ich nochmal ein paar ID-Infos auf. Okay. So, wir sind wieder zurück. In Ebene B. Können jetzt eigentlich unseren USB-Stick mit der 862, wollen wir das direkt machen? Ja, was wollen wir sonst da? Würde ich auch sagen. Ja, machen wir genauso. Was ist die Nummer vom USB-Stick? 25. 25, 8, 6, 2 und go. Was? Warte mal. Nee, 862 waren die Viren. Und da Gesichtscan, du hast die falsche Zahl genommen. Das war der Laptop. Ja, 201 war 201 plus 25, genau. Gut, dass hier noch Leute aufpassen. Ich habe Überblick jetzt schon verloren bei meinem Ding. Es sind zu viele Zahlen. Obwohl es einen USB-Anschluss gibt, scheint das nicht zu funktionieren. Was? Vielleicht musst du vom PC aus auf den USB-Stick zugreifen. Von welchem? Ja, wo ist denn der PC? Ich habe gedacht, das ist der PC. Das weiß ich auch. Hier doch. Hä? Müssen wir wieder hoch. Ja, aber das war ja auch ein PC. Aber da haben wir den, ja geholt. Ja, genau. Gibt es da noch einen anderen PC? Nur auf Ebene N, nicht. Ich gebe mal ganz kurz 862 ein, was da kommt, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ja. Nee, das waren die Viren. Das waren diese Viren. Ach so, aber kann natürlich sein, dass man. Kamen wir bei den Viren nicht weiter? Wir haben wurde doch die da nicht genau, ach, da warte, wurde doch, gesagt. Du hast recht. Genau, aber nein, da wurde gesagt, wir sollen einen USB-Stick reinstecken. Ich meine, nämlich auch. Richtig. Ja, ist richtig. Deswegen, versuch das mal. Haben wir die Zahl 20, ne? Das ist die, ne? Mehrere Ordner mit aktiven Computerviren. Hast du einen USB-Stick, kannst du einen Virus darauf kopieren. Wenn du das tust, lege Abenteuerkarte 25 zurück in die Schachtel und nimm dafür Abenteuerkarte 54. Ja, alright. Das machen wir. Ich tue zurück. Ja, 54. Und einige versuchen, Viren loszuwerden. Wir sammeln sie. Geil. Auf Sticks. Aber die können wir jetzt theoretisch oben auch wieder eingeben. Oh, der leuchtet so böse. USB-Stick mit Virus. Ja. Sagst. Und wenn wir den zum Beispiel oben wieder reinballern in den. Ah, gute Idee. Aber wir konnten hier noch dann schmeißt ihr die Zähne hinterher. Ja. Ich habe eben. Wir können die Zähne auch anfackeln. Der Chat hat seine Theorie auch weiter ausgeführt. Und zwar war der Plan, die Zähne in die Schokolade so zu stecken, dass man ein falsches Gebiss hat. Oh, weil Zahnabdruck noch Exakt, finde ich super schlau. Aber haben wir mit 13 Zähnen einen kompletten Zahn? Ist zu wenig, ne? Nicht, ne? Oder mit vielen Zahnlücken? Haben wir das schon versucht, in den Computern nochmal diese. Mach mal. Stimmt. Können wir mal 26 mal mit? 201. 201. Ansonsten gehen wir gleich mal auf diese Lüftungsschachtnummer. Nee, das funktioniert nicht. Deine alte Kamerakarte da, die passt wirklich nirgendwo rein. Mann, ey, ist ja John, let it go. Okay, jetzt die Lüftungsschachtnummer. Ja,
Könnt ihr mir nochmal die Nummer von 24? 24 und? Ja. 203 war das. Das war bei der Werbung, oder? Nee, 82, oder war das hier oben? Ja, das war da oben. 204. Okay. Ja, gut. 24, 204. Was? Hä? Geht nichts. Nee. Das ist ein Downer. Das ist ein Downer. Aber dann kommen wir vielleicht von D nach B. Ja, D können wir einfach auch hochfahren. D können wir einfach hochfahren. Stimmt. Das kann auch und dann können wir über die Lüftungsschächte flüchten wahrscheinlich. Ich habe nur noch mal kurz, damit ihr es nochmal gehört habt, die Kamera in A ist nicht funktionabel. Ne? Das ist eine 50% Geschichte. Nur dann, stimmt. Falls wir irgendwas aufnehmen müssen, irgendwann, wer weiß. Und dann dafür haben wir dann so eine Karte, weil du hast die aus einer Kamera. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Kamera ist ja, vielleicht kann man die auch, wenn man eine Batterie oder irgend sowas findet. Ja, wer weiß. Ich wollte nur sagen, ne? Also, gut, okay. Okay, wollen wir zu D hochfahren? Ja. Oder? Mhm. Anderen Hinweis haben wir nicht, es sei denn, ihr habt das Pool postet. Nee, wir könnten nochmal bei N halten. Ja, ja, den, okay. Und den Virus. Den Virus einfach nochmal versuchen auf dem Laptop. Machen wir N, okay. Ja, ja. Einfach nur mal kurz den Versuch, würde ich mal hingehen. Oder, wissen wir noch welche? Wir fahren hoch, genau. Ja. welche Nummer das war, meinst du? Ja. 315. Oder meinst du die da im Text dann genannt wurde? Die von dem Computer. Weil ich meine, das sieht man ja hier, das müsste die 315 gewesen sein. Mit der 25. Haben wir diese Server schon untersucht? War schon jemand bei der 315? Nee, lass uns das machen. Oder hattest du die untersucht mit den Schläuchen? Nein, ich mach ganz kurz, wir versuchen kurz den alten Virus auf den anderen Computer zu machen. Warum auch immer. Und dann fahren wir hoch auf Alarmstufe 6. Glaubst du? Ja. Sollten wir es nicht machen? Achso, ja, können wir natürlich auch kurz beraten. Aber wir haben jetzt einen Virus-Stick. Schon einen geilen Virus dabei zu haben. Können wir ihn lieber behalten? Gut drauf. Wenn es jetzt dann weg, das ist ein Einwegvirus. Was macht der dann? Wir wissen natürlich nicht, was der Virus dann auslöst. Der war doch an dem Laptop dran, ne? Also ist das alles dann, haut der dann alles um? Können wir uns den Laptop nochmal anhören? Und, ja. Das ist die 315, ne? Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Das ist die 315, ja. Der Laptop könnte einem Ingenieur gehören. Zwar ist der Bildschirm gesperrt, doch unter dem Laptop findest du den Ausdruck eines Belüftungsplans. Den habe ich auch schon. Außerdem steckt auch noch ein USB-Stick im Laptop. Ja. Nimm die Abenteuerkarten 24 und 25. Also der Laptop ist gesperrt und vielleicht hilft der Virus dabei, den zu öffnen. Ist aber auch sehr weit hergeholt. Also, ne, weil dass es zufällig der Öffnungsvirus ist, ist natürlich auch cooler Zufall. Weiterhin hätte ich noch die Idee, dass man den Stick vielleicht auch in die Server stecken kann. Ja, deswegen sollten wir nochmal gucken. Das können wir, also müssen wir jetzt beraten. Aber das, bei den Servern macht das wahrscheinlich alles kaputt, ne? Also wir wurden ja eh schon entdeckt, also ich würde jetzt eh einfach, also... Ich würde es wirklich in die Server machen, weil da war ja das Backup-Sicherheitssystem. Aber solange wie wir diskutieren, ist ja auch da ich glaube nicht, dass zeitgleich tatsächlich das Sicherheitspersonal kommt. Also wir müssen uns nicht beeilen. Ich glaube nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Die sind sehr langsam hier. Also wir können das gerne nochmal machen und dann, wenn es scheiße ist, hauen wir ab in die. Ja, genau. Dann zurück über die Belüftungsschächte. Ja, schön. Dann haben wir doch einen Plan. Dann erst in die Server. Mhm. Okay. Die waren, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Server waren 311. Ah, 311. Und die Nummer ist? 54. Ich merke, wir können wirklich gar nichts merken, ey. Ich bin auch nicht eine Zahlenperson. Ich weiß nicht, ob das schon ist. Ja. Was? Nix. Ja. Geht nicht. Okay. Dann einfach nur 311 erstmal nochmal. Ah ja. In den Schränken reihen sich Server an Server, die leise vor sich hinsurren. Kleine Schläuche verbinden die leistungsfähigen Deep-Learning-Module mit dem Kühlsystem. An zwei Gehäusen findest du interessante Aufschriften. Fingerabdruck-Datenbank und Backup-Sicherheitsüberwachung. Aber da wurden auch keine Zahlen genannt. Nee. Das heißt, nee, damit soll man so noch nicht interagieren, glaube ich. Ich könnte versuchen, mit dem Schlauch mach die 17 und die 311 mach mal nicht? USB-Stick in den Schlauch. Mal gucken, ob was passiert. Und dann ein paar Backenzähne hinterher, ja, genau. Schokolade rein und anzünden. Genau so. Nee, das ist auch der falsche Schlauch. Das ist der falsche Schlauch. Der ist ja eindeutig viel zu groß. Was denken wir uns denn eigentlich? Als würde der mal was ausprobieren, bitte? Ja. Welche Zahl war der Laptop nochmal? 315. Mach mal bitte 21 mit 315. Was ist die 21? Künstlicher Fingerabdruck. Ja. Hm. Nee. Schade. Okay, aber dann mache ich jetzt, ich traue mich, Virus mit dem Ding, also die 54 mit 315. Finde ich gut, Action. 305. Chat fordert immer Faustkampf. Steckt den USB-Stick, auf dem der Virus ist, wieder in den Laptop. Leider ist der Bildschirm gesperrt. Es ist unklar, ob der Virus sein Werk tut. Was? Das war's?
Sehr enttäuschend. Also eigentlich... Kann ich da die Schokolade jetzt endlich mal reinstecken? Du isst jetzt erstmal. Das war ein selbstausführender Virus, davon bin ich überzeugt. Gut. Der macht jetzt sein Ding. Nur welches weiß ich nicht, ich habe den Code nie analysiert. Gut. Warte mal, wir haben noch deinen offenen Post-it. Du hast doch noch ein Post-it mit einem Passwort. Fehlt uns da noch irgendwas? Nee, ne? Wo ist der denn überhaupt? Den mussten wir abgeben. Ach so, ja. Hast du nur noch die Tagebuchseite und nee, wir haben noch das zum Tresor offen. Okay. Ja, Tresor offen, irgendwas mit Pool halt, ne? Yep. Genau, ja. Dann fahren wir jetzt mal in D, oder? Ich würde sagen, wir haben ja erstmal alles abgegrast. Ja, wir haben den Tresor noch nicht geöffnet. Ich glaube, wir müssen die 13 Zähne in die Bronzestatue in der richtigen Reihenfolge einfügen. Ja, genau. So rein. So wird es sein, ja. Genau wie den Löwen so ein Tomb-Raider-Game oder so. Nein, wir müssen die 13 Zähne in das Gemälde von Lord Wemsley rein. Ja, halt rein Lord Wemsley. Lord Wemsley. Heißt er nicht Lord Wemsley? Ich dachte, Lord Ärmchen heißt der. Der heißt Lord Wemsley. Wemsley. Lord Wemsley und Ärmchen. Ist so. Also ich ziehe mir nochmal zwischendurch die Handschuhe wieder an, weil wir jetzt in Ebene D hochfahren. Genau. Okay, dann würde ich sagen... Sind das deine Verkaufshandschuhe oder was? Ja. Okay, wir drücken den Knopf und fahren hoch in Ebene D. Ah. Ich drehe erst um, wenn wir da sind. Ich kann das auch gar nicht mit den Handschuhen. Dann helfe ich dir. Danke. Achtung, wir sind da. Moment. Und wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Was geht ab? Bing. Oh. Im Himmel. Nee. Sieht für dich der Himmel Santa aus? Santa Fu. Oha. Jugendherberge. Es ist steriler Ort. Wir schauen bzw. hören, was hier oben geht. Während du mit dem Fahrstuhl nach oben fährst, auch schon wieder. Sinnierst du noch darüber, ob die Abkürzung wirklich für einen Operationsraum steht. Oh, stimmt. Als sich die Türen öffnen, bestätigt sich deine Vermutung. Wir werden jetzt im Zentrum des Raums steht der OP-Tisch, 401, an dem ein älterer Mann im Chirurgenkittel steht, 402. Dein Auftauchen scheint ihn nicht zu beunruhigen, da er selbst zu dieser späten Stunde methodisch und gründlich die Überreste einer kürzlich beendeten Operation reinigt. In deiner Nähe steht ein Wagen, auf dem diverse Utensilien liegen. 403. Etwas abseits lagern ein paar Gerätschaften. 404. Und dir gegenüber siehst du eine Tür. 405. Mhm. Okay. Er hat uns noch nicht gesehen. Also ich neige ja dazu, wieder runterzufahren. Ja, ja. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Ich meine, der steht da, wir haben eigentlich nichts. Ja. Ich könnte ihn mit einem Plastikschlauch erwürgen. Könnte ich anbieten. Ist das Beste, was wir haben, auf jeden Fall. Schokoriegel, Mundstopfen, Abmarsch. Nee. Könnten einen USB-Stick, na. Ja, wir haben echt nicht viel, was mit dem Mann. Aber wenn wir den Raum untersuchen, er bemerkt uns vielleicht nicht, wenn wir ihn nicht direkt ansprechen. Hatte er eine Nummer, der Mann? Ja, ja, ja. 402. Genau. Wenn wir erstmal drumherum untersuchen und er uns bis dahin nicht... Also wie wahrscheinlich ist das? Ja, ich weiß nicht. Naja, und was macht er dann? Also hat er den direkten Draht oder was ist er überhaupt? Ist er der Operateur oder ist er der... Hat Skalpell in der Hand? Ist er der Reinigungsheini? Ist er der Tatortreiniger? Ja. Was ist er denn überhaupt? Ist er denn überhaupt der... Also, oder ist es Lord Wemsley oder wer ist er? Da sieht es so aus, als wäre er so ein Chirurg. Da sieht aus, als wäre er Lord Wemsley persönlich. Ich glaube auch. Fehlen ihm die Zähne. Also ich meine, wir sollen ja versuchen, heimlich zu agieren. Deswegen würde ich jetzt tendenziell sagen, vielleicht jetzt nicht da jetzt. Also wir sind schon ziemlich doll reingepoltert mit dieser Wachfrau. Stimmt. Deswegen, und wir sind auf Alarmstufe 3. Also deswegen würde ich jetzt plädieren, nicht... Die Frage ist... Aber dann können wir ja da ja gar nichts machen. Was machen wir denn dann? Genau, die Frage ist nach der Alternative. Wir haben doch alles abgegrast in den anderen Orten. Wir haben den Tresor noch nicht offen. Und der Tresor ist halt ein Anhaltspunkt. Pass auf. Vier OP-Kittel drin, mit denen ich wir uns da rein... Ich möchte gerne Schokoriegel mit dem Mann kombinieren. Hier, komm hier. Ist okay. Ist sicher? Warum John, nicht? Bist du dir was sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ich will das probieren. Er will, okay, deswegen, wir müssen was heißt der Schokoriegel? 14. Und der Mann? 402. Diese Süßstoffe haben hohes Suchtpotenzial. Nehmen Sie besser einen Apfel. Okay, wir können normal rein. Wir können normal mit reden. Das war ein guter Test. Das war komplett waghalsig und verrückt, aber das war gut. Das war gut. Dafür lieben wir unseren John. John, hey, da, er verkauft diesen Schokoriegel noch für 4 Millionen Dollar. Okay, ich kombiniere nochmal mit Feuer. Okay, das heißt, wir betreten den Raum. Genau. Wir trauen uns rein. Hallo Haselnuss, Leute. Guten Tag. Hallo Raider. Guten Tag, danke schön.
Wir spielen Adventure Game. Wir versuchen einen Fall zu lösen und stellen uns dabei mittelmäßig gut an. Egal. Hey, wir sind super. Wir sind gut. Erfolgserlebnis. Ohne euch wäre ich hier schon ganz anders abgebogen. Okay, würde ich sagen, ja, Alva, möchtest du vielleicht nochmal etwas testen? Ich würde gerne übelst abhacken. Ich würde gerne mal richtig übelst abhacken jetzt. Und John läuft mit dem Schokoriegel durch die Gegend. Ja, möchtest du den? Ich weiß nur nicht was, weil hier gibt es nicht so viel Technik. Ich habe hier diese Gegenstände auf dem Tablett. Ja. 403, die würde ich halt mal untersuchen. Na, ja. Auch wenn sie nicht technischer Natur sind. Mein Gott, analog, irgendwas. Du schaust dir irgendwas an. Ja. Leicht angewidert untersuchst du den Wagen, auf dem mehrere OP-Gerätschaften liegen. Die meisten sind mit Blut und sonstigen Resten bedeckt. Überall liegen Zähne. Doch es ist auch ein unbenutztes Skalpell darunter. Hm. Nimm Abenteuerkarte 28. Schon mal nicht schlecht. Ich hab ein Skalpell, Gott. Leute. Schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, wohin es führt. Du hast ein Skalpell. Ich weiß nicht, ob Alva die richtige ist, die das haben sollte, aber... In the Navy. Viel Spaß. Ich sage toi, toi, toi für dein Prüfen und jetzt, go. Ja, du hast jetzt... Du hast richtig übles Zeug. Ja. Das ist richtig übles Zeugs. Also ich kann jetzt jemanden Zähne mit dem Skalpell rausholen und neue wieder einsetzen. Geil. Neue alte. Das ist quasi Implantate auf cool. Eine andere Art. Ich hab's noch nie gemacht. So viel als Disclaimer, aber ich würde es mal probieren. Wie schwer soll das sein? Eben. Dann nee, würde ich mir mal die Gerätschaften anschauen. Ja, finde ich eine gute Idee. 404. John geht auf die 404. Etwas abseits stehen mehrere Gasdruckbehälter mit der Aufschrift Narkosegas. Oh, geil! Dem Gewicht nach zu urteilen, ist einer davon voll. Yes. Nimm Abenteuerkarte 29. Oh, und dann stecke ich mir einfach so eine Riesenflasche Narkosegas einfach ein. Ich habe einen Schlauch. Wir könnten den Typen narkotisieren vielleicht. Oder uns selbst mal schön wegballern. Aber man kennt das, ne? Man nimmt die Gasflaschen hoch und das Gas ist so schwer, dass man das spürt. Ja, das stimmt. Leider. Ist es wirklich ja, so? Ja, das ist so. Das würde man fühlen? Ja, klar. Echt? Ja. Dann glaube ich dir. Ja, das kenne ich vom Campen. Ah, okay. Das ist, boah, hätte ich gedacht, das ist zu leicht. Kann man das Narkosegas mit den Luftschächten kombinieren? Tipptopp. Habe ich gelesen. Das habe ich gelesen. Oh Mann. Ja, tut mir leid. Wir brauchen den Chat. Ja. Warum machen wir es sonst? Wir brauchen euch. Nein, ehrlich. Wir sind doch lost okay, allein. Das war eine super Idee. Merken. Das merkst du, John, das merkst du ja, mir, ja? Das merke ich mir. Ja, dann Ramon, dann untersuchst du jetzt noch einen Ort. Belüftungsplan. 401, 402. Hast du irgendwas, wo du hin kannst, ohne dass du auffliegst? Ich spreche den Mann nochmal direkt an, weil ich meine, oder? Ja. Kann ich eigentlich machen. Oder die 401 hatten wir noch nicht. Nee, red doch mit ihm. Ja, dann rede ich jetzt mit ihm. 400, was ist das? 402, nee, doch 402 ist das. Ja. Da? 402 nee, ist der Mann. 402 ist er. 402, ja, red genau. Mal mit ihm. Ist der Typ. Oje. Müsste ich das nicht machen? Ich bin die Hochstaplerin. Ich könnte mich als Chirurgin ausgeben. Egal, erstmal rein. Ich bin ja in der Nähe. Du kannst ihn sofort einmachen. Du beobachtest den Chirurgen. Er ist schon älter, trägt eine dicke Hornbrille und hat kurzes, aber volles graues Haar. Schön. Es ist schwer zu sagen, ob er vom langen Arbeitstag oder von der vorangegangenen OP erschöpft ist. Auffällig ist seine Sicherheits-ID, die er an der Brust trägt. Darauf steht Professor Dr. Fisk. Fisk? Im Moment ist er dabei, die Reste der OP in kleine Röhrchen und Plastiktüten zu verpacken. In Plastiktüten? Zu beschriften. Sowie das Blut zu entfernen. Mhm. Okay, Sicherheits-ID, Leute. Ich kombiniere den Skalpell mit dem Chirurgen. Wirklich? Also sind wir Mörder? Nee, wir sind eine Einbrecherbande, ne? Nee, nicht doch, so richtig. Sind also, wir Mörder. Naja, das Ziel war's. Kostet es, was es wollen. Wir sollen wir vielleicht keine unbedingt erwischen. Ja. Ja, das. Und wenn du jetzt, also wenn es gut läuft, siehe Schokoriegel, dann wäre jetzt die nächste Aktion, ihn wegzumeucheln, vielleicht ein bisschen auffällig. Meine Meinung. Aber er kann, wer soll es bemerken, wenn er tot ist? Ja, aber vielleicht ist irgendwo eine nicht? Kamera oder so. Wollen wir vielleicht 401, 405 noch kurz untersuchen, bevor wir den Mann töten? Ja, und danach ja, okay. Aber easy peasy, gerne. Juckt es nur so in den Fingern. Ey, gerne, gerne. Ich fühle mich auch nicht wohl, dass du ein Skalpell hast. Deswegen wäre es ganz gut, wenn das irgendwie zum Einsatz kommt ja, und dann erstmal entschärft ist. Aber dann würde ich mir ganz kurz anschauen. Warte, was ist die? Habe ich ein Handicap? 401 kann ich mir anschauen. 405. Ja, die 401 muss jetzt mal angeschaut werden. Muss ja, angeschaut, das ist OP-Tisch. Ich mach die 401. Oh Gott, bitte nicht. Für eine Krankenstation, die sich eigentlich nur um kleinere Verletzungen der Belegschaft kümmern sollte, befindet sich wirklich viel Blut auf dem OP-Tisch. Ist alles voll gut. Wir können den umbringen. Und noch dazu auf. Kleine fleischige Reste. Allein vom Anblick wird dir flau im Magen. Ich find's gut. Ja, okay. Also ich muss aber auch sagen,
natürlich, umbringen ist cool, aber wir haben ja immer noch dieses Gas. Vielleicht können wir ihn auch betäuben. Cool, ja. Ne? Ja, aber wir haben aktuell nichts außer dem Plastikschlauch, womit wir das. Ich meine, es wäre richtig schlecht, Plastikschlauch, das kombinieren und dann hinhalten. Das wäre wirklich Quatsch, weil dann kannst du doch direkt die Flasche mit dem Menschen kombinieren. Cool. Ja. Wir können die Flasche auch auf seinen Kopf hauen. Das würde ich am ehesten machen, tatsächlich. Ja, noch das Skalpell an die Gasflasche unten. Warum wollt ihr ihn jetzt eigentlich alle? Stimmt, der macht uns ja gar nichts. Das kam von Alba. Sorry, das kam initial von dir. Mann, Ingo, ey. Nur eine Frage. Ja, stimmt, ich war das vielleicht ein bisschen voreilig. Nur eine Frage, warum? Der hat uns doch bisher noch ist überhaupt richtig, gar nichts getan. Er, eigentlich ist er sogar bislang der coolste von allen. Scheiße, also, ich habe nur die Wachfrau und ihn. Ja, also wenn ich halt 5 Minuten nichts gehackt habe, dann werde ich immer so ein bisschen unruhig und dann muss ich morgen. Aber wir haben ja auch da jetzt irgendwie alles angeguckt. Ja, nee, Ramon, du kannst die 405 noch angucken. Dann gucke ich mir die 405 noch mal an. Oh, stimmt, ja. Ja, die haben wir noch. Mhm. Du siehst vom Chirurgen zur Tür, bei der dein Blick verharrt. Nimm Abenteuerkarte 92. Aha. Wieso sind wir darauf nicht gekommen? Verdammt. Was sind wir für kombinieren? Genial. Da muss erst Ramon kommen. Die OP-Tür. Bist du Ramon? Lies Eintrag 422. Mhm. Die Tür sieht so aus, als ob sie verkabelt wäre. Zumindest würde ich das so machen, wenn dahinter etwas Wichtiges ist. Soweit kein Problem. Das würde ich schon hinkriegen. Aber muss der Doc unbedingt mitten im Raum stehen? Ja, der muss weg. Wenn einer guckt, kann ich nicht. Das macht mich einfach nervös. Ja, das kenn ich. Einbrecher arbeiten dann, wenn eben keiner zu Hause ist. Oder schläft. Meinetwegen noch, wenn es dunkel ist und man sich vorbeischleichen kann. Aber hier ist wegen der verdammten OP ja alles so hell erleuchtet wie bei einem Fußballspiel. Mhm. Okay. Kann man nicht in Ruhe alles erstmal begutachten, abhorchen und abtasten? Naja, das hilft ja nichts. Also los. Was machst du trotzdem? Zögerlich marschierst du durch den Raum. Was? Doch schon bevor du an der Tür ankommst, blickt der Chirurg auf und wirft dir über seinen Brillenrand einen berechnenden Blick zu. Erstmal nur ein Blick. Was genau tun sie hier eigentlich? Du stammelst etwas von deinem Boss, der dich hierher geschickt hat, und ziehst dich entschuldigend zurück. Erhöhe die Alarmstufe um 1. Lege Abenteuerkarte 92 zurück in die Schachtel. Oh, ich dachte, ich kann den jetzt nochmal hochstapeln und. Mist, das war's. Okay. Moment, jetzt können wir doch noch. Wir können doch jetzt nochmal ihn wenigstens mit dem Narkosegas K.O. Ja, aber da wurden ja auch noch Optionen genannt, die wir noch nie gehört haben. Und zwar, man könnte vielleicht doch alles dunkel machen. Strom weg oder so. Mit dem Skalpell wird jetzt ein dummes Kabel abgeschnitten. Das habe ich auch schon überlegt, die Kabel zu durchtrennen. Haben wir Lichtschalterkabel da? Da waren ja Kabel. Ja. Aber am Server, ne? Also das hat... Nee, an der Tür. In dem Text wurde das so irgendwie an der Tür sind so Kabel und so. Die Frage ist, nur soll ich jetzt random ohne Info irgendein Kabel durchtrennen? Also das Ding ist, haben wir wieder den Beleg... Eine Aktion hat sich jetzt nicht gelohnt, er hat mich entdeckt sozusagen. Das ist jede andere Aktion. Es gab jetzt Karte 92, kommt darauf an, wer es macht. Sozusagen. Ja, aber ich glaube, jede Aktion jetzt da unter seinen Augen wird wahrscheinlich. Und ich bin Einbrecher, heilig. Also ich bin eigentlich heimlich. Also, ja. So, ne? Ja, also eben. Ihr jetzt seid nicht so diejenigen, die. Also wer weiß, bei euch gäbe es vielleicht noch eine höhere. Wir können das eh nicht wahrscheinlich, genau, stimmt. Mhm, ja, glaube ich auch. Also tatsächlich glaube ich auch, jetzt sind wir in dem Raum, wir müssten jetzt irgendwie umnocken, umschädlich machen. Dann kombiniere ich doch mal hier Narkosegas. Mit dem ihm. Mann. Mal gucken, den welche Nummer hatte er? 29 und er. 402. 402. Also, mal gucken, wenn das nicht geht, dann über den Luftschacht tatsächlich versuchen. Narkosemittel? Ja, das weil es geht ja von B zu D. Ne, deswegen, also dann lieber das. Dann lass uns das direkt runterfahren. Das ist viel schlauer, Okay. Ja, tschüss, ne, Ihnen noch schönen Tag. Wir waren gar nicht hier. Wir fahren wieder runter. Wir sind gar nicht da. Okay, damit sind wir wieder in. Nee, noch nicht. Fahrstuhl. Langsamer Fahrstuhl. Ebene B. Kurze Frage, ne? Also Alarmstufe ist jetzt auf 4. 5 gab's, ne? Gucken wir mal. 5, ja. Oh, wir sind. Wir müssen irgendwas mal weghacken. Ja, wahrscheinlich diese ganzen. Im Serverraum jetzt, da sind wir. Nee, der ist ja hier. Mhm. Diese ganzen Fingerabdruckdinger. Wir sind da. Ja, aber Fingerabdrücke sind ja gerade nicht unser Problem. Oder? Nee, aber anscheinend. Er hat euch erkannt, dass. Aber da gab's das Sicherheitsbackup, das meinst du. So. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein und machen Narkosemittel in Luftschacht und das war hier oben, ne? Luftschacht war dieses blaue, ne? Luftschacht war... Nee, 204 war das doch noch nicht. Ja. Willst du nicht 204. erst noch die Narkoseflasche mit dem Schlauch versuchen zu kombinieren? Haben wir das schon probiert? Nee. Das ist 17 mit? 29. 29.
Der Schlauch passt perfekt auf das Ventil des Narkosegasbehälters. Ich dreh durch. Lege die Abenteuerkarten 17 und 29 zurück in die Schachtel und nimm Abenteuerkarte 30. Yes. Hm. Alright, das heißt, wir haben jetzt Greifarm. Klick mal hier hin. Klicks. Sondergerät. Da. Wir haben jetzt Behälter mit Narkosegas und Schlauch. Wahnsinn, Hammer. Dass das aus einem Narkosegasbehälter und einem Schlauch wird, ist Wahnsinn. Wir sind MacGyver-mäßig unterwegs. Absolut. Total. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen Behälter mit Schlauch, Sonder. Ja. Jetzt aber mit der Schokolade. Also 30, 204 jetzt, genau. 204. Mal gucken, was passiert. Der Schlauch am Narkosegaszylinder reicht tatsächlich bis in den Luftschacht. Halleluja. Du öffnest das Ventil und leitest das ganze Gas in die Lüftung. Lege Ebene D zurück in die Schachtel. Ersetze sie durch Ebene O vom Ebenenstapel. Decke Ebene O auf und stelle alle Spielfiguren wieder auf ihre vorigen Positionen. Ist das perfekt? Achtung! Befindet sich jemand aus deinem Team in Ebene D, während du das Narkosegas einleitest? Nein! Nimm Abenteuerkarte 33. Ha! Nee, nicht platziere mit uns! Platziere sie neben Ebene O und stelle alle Spielfiguren, die nun durch das Gas betäubt sind, auf Abenteuerkarte 33. Geil! Ist hingegen niemand deines Teams in Ebene D, lege Abenteuerkarte 33 zurück in die Schachtel. Und warum nicht? Lies anschließend. Weil wir ein Team Eintrag sind. O. Yes. Ist so. Und schlau. Ist ich wollte das so. Geil. Also, wir fahren jetzt wieder hoch, nehme ich mal an. Ist da mehr? Jupp, wir haben neue Zahlen. Oh, wir fahren wieder hoch in den OP-Raum. Der hat jetzt neue Zahlen entschlüsselt. Wie geil. Das ist cool, ja. Och, Leute, wir sind aber lernfähig. Wie geil ist das denn? Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir mega langsam sind, oder? Ja, vielleicht, ich habe auch das Gefühl, aber vielleicht ist das auch so. Nein, das ist okay. Wir haben was klug gemacht. Das krass. Die Schnauze, ey. Wir haben uns nicht wirklich alle hier komplett selbst betäubt. Hier wird gerade gelogen. Als es hätte passieren können? Ja. So. Das ist den Besten. Wenn wir so nämlich aus dem Fehler eben gelernt hätten, so, okay, einer fährt nur runter, alle bleiben sonst hier. Das wäre so was gut haben wir denn neu? Wir haben ein paar neue Sachen, ne? Okay, was haben wir für Zahlen? Ich mach O, lassen wir uns vorlesen und wir sind gut. Das letzte Mal haben wir für 4 Karten kompletten Abend gebraucht und jetzt, wir sind gut. Ach, echt? Ja. Cool. Das Narkosegas wirkt. Ja. Yeah. Der Chirurg ist neben dem OP-Tisch zusammengebrochen. Ach, da liegt er, guck mal hier. Da liegt er. Außerdem hat sich irgendetwas an der Tür verändert. Die Tür. 415. Lege die Abenteuerkarten 24 und 30 zurück in die Schachtel. 24 ist? Wer hat die 24? 24, hier, Belüftungsplan. Belüftungsplan ist weg damit. Raus. Okay, ich kombiniere das Skalpell mit dem Chirurg. Nein, noch jetzt. Wieso wird der jetzt so voll ermorden? Nein, operieren wollen. Können wir uns nicht erstmal was angucken? Du klaust dir einfach erst. Also ich will jetzt aber. Jetzt will ich aber. Ich wollte die Gruppendynamik mal auflockern. Hat geklappt. Und jetzt schlitzen wir ihn auf. Hat geklappt. Können wir ihn jetzt schlitzen? Okay. Der Doktor. Genau. Also 412. Das heißt, an dem können wir aber anscheinend irgendwas machen. Wir klauen jetzt seinen Pass, den werden wir da wohl abholen. Ich guck mal bei 412 nach. Dank des Narkosegases liegt der Chirurg zusammengesunken neben dem OP-Tisch. Natürlich. Zwischen den blutigen Überresten der OP. Widerlich. Da fällt dir eine große Beule am Kopf auf. Was? Okay. Oh. Er scheint sich beim Umfallen an der Schläfe gestoßen zu haben. So schnell wacht er nicht mehr auf. Nein. Und mit Narkosegas. Kannst du nun seine Sicherheits-ID nehmen? Nimm Abenteuerkarte 31. Ich hab seine Sicherheits-ID. Der hat einfach eine Abenteuerkarte in der Tasche. Also, jetzt müssen wir wieder ganz nach unten. Jetzt können wir nämlich unten in den Keller fahren. Stimmt. Sollen wir erst oben noch die Kabel snibbeln? Ja, lass es erstmal oben alles machen und dann fahren wir direkt runter. Licht aus und Abmarsch. Also erstmal gucken wir jetzt 415 an, oder wie? Ja. Ja, angucken. Alles an. Ist immer erstmal gut, ne? Und diese Tür auch aufschnibbeln, irgendwas, was wir da machen. Schlitzen alles auf. Der Chirurg muss beim Umfallen den Alarm und das Türschloss deaktiviert haben. Deaktiviert? Denn außer einem leisen Zischen ist nichts zu hören, als du die Tür öffnest. Stille und eisige Kälte schlagen dir aus dem dahinterliegenden Raum entgegen. Oh mein Gott. Nur dank des hereinfallenden Lichts des OP-Raums erkennst du in der Dunkelheit überhaupt Schemen. Schemen? Einzig eine Temperaturanzeige leuchtet rot und zeigt 2 Grad Celsius an. Nach kurzem Herumtasten betätigst du den Lichtschalter. Die Szene, die sich deinen Augen bietet, lässt dir den Atem stocken. Mindestens 10 Leichen liegen hier in einem gläsernen Leichenschrank. Okay. Als du die Körper zögernd näher betrachtest, fällt dir etwas Seltsames auf. Na?
Alle haben im Genick eine kreisförmige Markierung, um welche die Haut besonders grau ist. Schaudernd ziehst du dich zurück und schließt die Tür hinter dir. Nee, 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 das ist nichts für mich. Wir sind raus. Immerhin weißt du jetzt, was da ist. Also, haben die Implantate? Naja, scheinbar wird irgendwas hinten reingeballert und das führt zu einem Tod. Das führt zu einem Tod. Also wahrscheinlich Rush-Dosen. Höchstwahrscheinlich. Silber, sie werden nicht. Aber mit dem Geräusch für die Dose. Ja. Ja, aber kurze Frage. 415 war eigentlich auch das Schloss mit den Kabeln. Also sind jetzt anders reingekommen. Ja. Genau. Ich glaube auch. Genau. Dadurch hätten wir vielleicht auch irgendwie anders die Sicherheitssysteme deaktivieren können. Vielleicht, wenn das Licht aus gewesen wäre, er da noch gewesen wäre oder irgendwie so. Ich hätte es nicht gesehen. Tür, ja, vielleicht das. Aber ich finde, da hatten wir auch echt viel Glück, dass der beim Umfallen einmal so den Code eingegeben hat. Absolut. Super gelaufen einfach. Absolut. Finde ich gut. Das war das hier heißt, nackte Kanone-mäßig. Ja. Wollen wir den Rest jetzt noch überprüfen? Jetzt sind wir Was gibt es denn noch zu überprüfen? Den Rest hatten wir schon. Sicher? Dies sind nur die einzigen beiden neuen. Der Rest ist gleich geblieben. Also 404 und 403 brauchen wir jetzt nicht nochmal untersuchen. Nee, das ist der alte. Würde ich sagen, also wir haben jetzt die Leichen. Können wir mal 403, sollen wir nochmal hören? Ja. Das ist dasselbe. Leicht angewidert untersuchst du den Wagen. Kleistücke, Skalpelle. Okay. Ich würde sagen, wir haben den ID-Card von ihm. Genau. Können damit in den Keller fahren und das würde ich sagen, das machen wir mal. Nee, das ist bestimmt der Pool. Ist so, wir brauchen jetzt unten mal eine Abkühlung. Wir brauchen eine Abkühlung. Warte, ich komm mit. Komm mit. Ja. Tür zu. Alle. Und wir fahren runter Fahrstuhl in die Lobby. Juhu. Das dauert. Ah, jetzt peinliches Aufzugschweigen. Entschuldigung. Kann ich das Wasser haben, bitte? Danke sehr. Okay, wir sind in der Lobby. Und dann würde ich sagen, hinaus mit euch aus dem Fahrstuhl und wir 202 machen... 202 ist das. ID mit 102 kombinieren. Was ist denn die ID? Die ID ist 31. 31, 102. Aufgeregt führst du die Sicherheits-ID in den Schlitz unter dem Fahrstuhldisplay ein und die Türen öffnen sich. Die Ebenen mit eingeschränktem Zugang stehen euch nun offen. Eure Datenbrillen flackern kurz auf und ihr hört wieder die männliche Stimme Owens. Der Feed ihrer Datenbrillen zeigt an, dass sie Zugang zum Herzen der Monochrome AG haben. Gut. Während ihrer nächtlichen Besichtigungen haben unsere Hacker herausgefunden, dass gerade jetzt noch einige Tests im Labor laufen. Verschaffen Sie sich unauffällig Zugang und finden Sie heraus, was dort vor sich geht. Das Labor befindet sich in der obersten Etage. Unsere Medizinabteilung ist außerdem an Informationen zu möglichen Nebenwirkungen interessiert. Sammeln Sie also entsprechende Hinweise und vergessen Sie nicht, hinterlassen Sie möglichst wenig Spuren. Lege Abenteuerkarte 31 zurück in die Schachtel. Okay. Nimm Abenteuerkarte M2. Oh. Hiermit endet Kapitel 1. Krass. Um euren Punktestand zu ermitteln, wir ziehen weiter durch. 20 jeweils so einen Punkt pro aktueller Alarmstufe ab, sowie 5 Punkte pro Großalarm, den ihr in diesem Kapitel ausgelöst habt. Haben wir nicht. Ihr könnt das Spiel hier unterbrechen oder speichern. Wollt ihr das Spiel jetzt fortsetzen? Falls ja, lest einfach weiter. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Platziert alle Ebenen und offenen Abenteuerkarten gemäß eurem Foto oder euren Notizen und stellt die Figuren auf ihre vorigen Positionen. Nehmt Abenteuerkarte F3 und platziert sie offen rechts neben Ebene A. Legt dann rechts davon verdeckt Ebene E aus. Und darüber dann in aufsteigender Reihenfolge verdeckt die Ebenen F, G, H und I. Oh, krass. Okay. So viel haben wir nicht, kriegen wir wahrscheinlich nicht drauf. Wir schauen mal. E, hier. So, also muss es, ja. Ach so. F, G, H, I. Ja, okay. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ansonsten schiebe ich hier ein bisschen rum. Aber speichern würde ich trotzdem. Wie speichern wir das? Das müssen wir denn nur, falls wir das abbrechen und nächste Runde nochmal aufstellen. Genau, ja, so geht's. Ich habe jetzt einfach aufgeschrieben, also wir haben jetzt nach Kapitel 1 haben wir 20 minus die Alarmstufe, richtig, ne? Aus richtig. 16. Ja, 16. Ich dachte, das wäre so gemeint, dass wenn man jetzt einen Fehler macht, können wir da wieder ansetzen. Also, das letzte Mal war es immer so, wir haben in einer Sendung nur ein Kapitel geschafft, deswegen sind wir richtig gut und wir ziehen weiter durch. Ja. Ist so. Und ich würde das sonst alles fotografieren und mir merken, aber so geht's auf jeden Fall weiter.
Und die Alarmstufe bleibt, ne? Sie hat nicht gesagt, dass es resettet wird, ne? Leider nicht, nee, aber nicht. Sie hat auch gesagt, wie viele Großalarme wir ausgelöst haben. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm, falls wir einen auslösen sollten. Würde ich jetzt stimmt, stimmt. Maßen. Ja, hab ich da auch. Also, das heißt, da kommt man irgendwie raus, ne? Wahrscheinlich, würde ich auch sagen. Wenn sie sagt, plus die ganzen Großalarme, das heißt ja wahrscheinlich einfach nur, ja, ist Großalarm. Ja, alltäglich. Gleich vorbei. Sorry. Ja, kriegst du auf dem Handy so eine Mitteilung, ja. Großalarm. Kann man ignorieren. Entschuldigung, müssen wir mal testen. Genau, zu Ende. Tja, internationalen Warntag. Also wo ist wirklich Ausfallfehler. Also wir können jetzt wo wir haben fahren? Einmal eine neue Mission. Willst du die kurz vorlesen? Und dann fahren wir natürlich runter. Wir haben das Ding geöffnet. Okay. Risiken und Nebenwirkungen. Finde das Labor und brech dort ein. Sammelt zudem Hinweise auf mögliche Risiken und Nebenwirkungen der Wundermedizin Rainbow. Nebenwirkung 1 würde ich sagen, tot. Ja, das würde ich so vermuten. Ja, stimmt. Ist so. Gut aufgepasst. Bevor wir runterfahren. Habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, guck, Nebenwirkung, tot. Bevor wir ins zweite Kapitel einsteigen und hinunterfahren in den Keller, um dann das Labor zu untersuchen, machen wir wieder eine ganz, ganz kurze Werbung, sind aber sofort zurück. Ihr bleibt, wo ihr seid. Wir sehen uns hier gleich wieder. Kurz Pipi und dann bis gleich. Spannend. Was ist denn los? Was ist denn los? Jemand hat die Bohnen eingefroren. Nein! Die sind steinhart! Diese Schweine! Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da! Und abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Einen wunderschönen guten Abend aus der Monochrom AG, in der wir uns befinden, in der wir ziemlich gut vorankommen, muss ich sagen, in der wir es geschafft haben, die oberen 4 Stockwerke zu erkunden und jetzt auf dem Weg in den Keller sind. Leute, ich muss euch was gestehen. Okay. Hm? Ich kann manchmal nicht anders, aber ich habe oben ein bisschen Blut mitgenommen. Geil. Da habe ich jetzt gut in meine Tasche gepackt. Können wir ja noch gebrauchen vielleicht, aber ansonsten nehme ich es einfach. Immer gut dabei zu haben. Ja. Du hast Backenzähne und Blut dabei, das finde ich gar nicht auffällig. Riecht da sehr, das ist komplett normal. Und Skalpell. Ich hab das volle Set. Das volle Arzt-Set. Das volle Blut. Wenn ihr alles umfällt, empfällt, dann kann ich euch sofort wiederbeleben. Ist so, ist so. Blut ist in den Rachen, so macht man das. Der Zähne ins Auge und dann müsste es so gehen. Ist der eigentlich abgespielt? Ist der eigentlich weg? Der USB Ach, stimmt, mit Virus? Oder haben wir den noch? Den haben wir noch. Den haben wir eigentlich noch. Mussten wir nicht abgeben, mussten wir nicht abgeben. Nee, wir haben den da reingesteckt, gesagt, Virus, wirke deine Virusigkeit. Und dann wir wussten nur nicht, hat das dann funktioniert. Und dann haben wir den mitgenommen. Richtig. Das heißt, wir haben immer ein Virus dabei. Das ist schon mal gut. Ich will jetzt in Ebene F. Wir fahren jetzt in Ebene E runter. Wir haben den Tresor, den wir noch öffnen wollen, haben den USB-Stick irgendwo reingesteckt und haben noch eine Speicherkarte, die nirgendwo passt. Richtig. Außerdem ein paar Dinge auf dem Weg gesammelt. Genau. Ich habe eine Frage. Ja. Macht das Sinn, einzeln in die Ebenen zu gucken? Vielleicht ja. Das ist eine gute Frage. Dann geht es ein bisschen schneller, ne? Zum Beispiel. Nee, ja, es wäre vor allen Dingen die Sicherheit, so wie bei der Wachfrau, dass wir nicht alle zu viert sozusagen drin sind und man steht in einer Ebene runter. Wobei ich auch irgendwie glaube, dadurch, dass das Spiel uns immer die Möglichkeit gibt, solange man den Fahrstuhl nicht verlässt und noch keine Aktion macht, wieder zurückzufahren. Weil das hätten wir machen können, weißt du? Wir wurden ja nicht direkt gesehen. Wir hätten sagen können, niemand spricht hier irgendjemand an, wir fahren sofort wieder weg und dann fährt einer hoch. Okay, lass runterfahren, gucken, ob da jemand steht. Ist mein Guess. Okay. Oder aber ob da solche roten Idee. Laserschwerter sind. Weil zu viert ist ja, das ist ja schon auch nett, ne? Ja, ist nett. Hey, ich habe eine richtig gute Zeit mit euch, ich verbringe richtig gern Zeit. Dann lass uns auch von Kapitel 1 und Kapitel 2 runterfahren. Ja, rein. Oh, das ist ein schöner, hätte das niemand sagen können. Juhu! Wir fahren runter. Achtung! Euch jetzt also der Fahrstuhl immer schlecht. Das mit dem Blut war jetzt ein Gag, ne? Das war ein blöder Gag, ja. Ich hab keine Blutkarte, leider. Ich hab keine Blutkarte. Poolraum. Endlich was mit Blut. Wir recyceln ein bisschen die Hintergründe. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen, deswegen ist das nicht so schlimm. Aber wir sind in Raum E und hören uns an. Pool ist schon mal gut. Pool. Diese Firma ist an der Work-Life-Balance ihrer MitarbeiterInnen interessiert. Deswegen hören wir uns erstmal E an. Und dann zieht ihr schon mal eure Badehosen an in der Zeit, ja? Hier gibt es tatsächlich ein Schwimmbad. 501. Monochrom liegt also etwas am Wohlbefinden der Belegschaft. Das Wasser schwappt sanft gegen die Poolwände. Und durch ein Panoramafenster taucht der Mond die Wasserfläche in silbernes Licht. Ich dreh durch. Ein Hochstuhl, 502, überblickt den Pool und an der gegenüberliegenden Wand hängt eine große LED-Anzeige, 503. Links darunter sind mehrere Gegenstände. 504.
Also so mal Kino zu gucken wäre echt ganz cool. Nice, ne? Kino aus dem Pool. Warum gibt es das Konzept Autokino, aber nicht Schwimmkino? Ey, jetzt ernsthaft? Ja, wirklich. Also, Badekino. Wir hören sofort auf. Los jetzt. Ich würde einmal so konkret vorweg vermuten, dass dieser Pool auch, weil es ja um leistungssteigernde Mittelchen geht, auch in dem Forschungsding mit drin hängt. Mhm. Ja, das denke ich schon auch. Dass der Pool ja auch dazu. Außerdem würde ich sagen, sind wir jetzt bitte mal mit diesem Fahrstuhl hier gefahren. Ja, stimmt, ja. Richtig. Dann haben wir völlig falschen Fahrstuhl. Oh Mann, ey! Aber ich würde als erstes die 503 mal begutachten, weil das war diese Tafel und da steht vielleicht was Entscheidendes drauf, was man nicht machen soll. Ja. Deswegen, dass die Matrix, würde ich da mal kurz hingehen. Das finde ich super, hingehen. Weil ich traue mich da nicht. Genau. Das ist ja die Matrix. Ich stelle mich an den Poolrand und gucke auf das Schild. 503 bitte. An der Wand ist eine große LED-Anzeige, auf der steht: Alle nicht mehr benötigten Testexemplare sind im Pool zu entsorgen. Okay. Okay, unangenehm. Wer will tauchen? Ah, ich wollte es eben noch vorschlagen, um mal nach der Notiz zu tauchen, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Naja, doch, müssen wir natürlich, aber erstmal, vielleicht machen wir erstmal was anderes. Dann gucke ich mir mal ganz kurz. Was waren das, alle nicht mehr benötigten Exemplare oder ja. Testobjekte? Oder was haben Sie gesagt? Ich darf nicht, ich sollte nicht in die 501, da ist mein Trigger. Ah ja, okay. Dann würde ich sagen 504, das ist diese... Fingerabdruck. Ich kann es nicht erkennen. Fingerabdruck? Ja, das ist dein, wäre das Handicap, was du haben darfst. Ach so, okay. 504 ist irgendwas. Ja, das im hinteren Bereich lehnt ein Kescher in der Ecke. Und in einem großen Metallkorb findest du neben mehreren Schwimmbrettern und Bällen auch eine leere Flasche. Nimm die Abenteuerkarten 37 und 38. Geil. Poolnudel, leere Wasserflasche und Schwimmbad Kescher. Mhm. Das ist gut, das ist gut. Das bewahrt uns vielleicht vom Tauchen. Eventuell, yep. Aber dann gehe ich mal auf den Hochstuhl. Oh ja, da war ich ein bisschen irritiert, weil ich Hochstuhl eigentlich, wie du sicherlich auch anders wie so Kinder. Kenne. Genau. Ja. Aber ich wusste nicht, dass die auch Hochstuhl heißen. 502? Haben wir all unsere Zeit falsch unsere Kinder draufgesetzt? Auf den Hochstuhl? Ja. Hätten wir diese nehmen müssen? Das wäre der deswegen Scheiße. Der Very-Hochstuhl. Mann, ey. Als du dich in den Stuhl des Bademeisters setzt, ja, raschelt etwas an deinem Rücken. Verdammte Scheiße. Du schaust nach und findest einen kleinen zerknüllten Zettel. Ja. Nimm Abenteuerkarte 34. Wenn das nicht schon der Zettel ist, den wir suchen. Da steht ja gar nichts drauf. Eine Notiz mit sehr kleiner Morse-Code. Haben wir eine Lupe? Nee. Ich glaube, das ist lang, kurz. Das ist ein Hasen. Lang. Notiz mit sehr kleiner Schrift. Ich zeig das hier nochmal. Vielleicht kann man das nochmal. Die wirklich sehr kleine Schrift. Ist, da ist so, also so. Hey, das ist doch keine Schrift. Das ist nix. Das ist. Das unterste ist schon eine Unterschrift. Ja, ich nehme das einfach mal mit. Ja, erstmal rein in die. Vielleicht kann man das irgendwie einem Sicherheitstypen zeigen einfach. Ich baller das Post-it in die 501, also 27501. Wollen wir die 501 erstmal alleine untersuchen? Ja. Ja, ja, okay. Die haben wir ja noch nicht und gesehen. Danach ballern wir das sofort rein. Wieso? Genau. Was ist. Was steht das? Einmal um das Schwimmbad. Eine Lichtreflexion am Boden des Beckens erregt deine Aufmerksamkeit. Mit zusammengekniffenen Augen erkennst du nur wenige Meter von der Einstiegsleiter entfernt ein kleines, transparentes Objekt. Willst du hineinsteigen und es herausholen? Nein, Kescher. Lies Eintrag 935. Das machen wir nicht. Das machen wir erstmal nicht. Jetzt genau, erstmal also, erst das mit dem Kescher holen. Würde ich auch sagen. Weil bevor warum man das da rein du deine Notiz in den Pool werfen? Wir sollen noch eine Notiz aus dem Pool holen. Hier steht, entsorge deine Notiz wenigstens im Pool, sobald du sie nicht mehr brauchst. Ja, aber das ist ja ein Hinweis auf eine andere Notiz. Ja, aber das machen wir trotzdem gleich. Aber ich finde die Idee gut, dann kann man ja gucken, was soll mit dem passiert. Soll ich erst mal versuchen, das rauszukäschern? Erst mal Kescher. Ja, ja, ja. Okay, 38, 501 und bitte. Nach einigen Versuchen schaffst du es, ein kleines Objekt aus dem Pool zu fischen. Okay. Du lässt den Kescher fallen und siehst es dir genauer an. Erstaunlich. Es ist komplett trocken. Okay. Ein beißender Geruch steigt dir plötzlich in die Nase und dein Blick fällt auf den Kescher. Der untere Teil beginnt sich vor deinen Augen aufzulösen. What? Nein. Nimm Abenteuerkarte 39. Lege Abenteuerkarte 38 zurück in die Schachtel. Okay. Jetzt habe ich einen abgefackelten Kescher oder was? Also ist das im Pool? Säure.
Säure. Da geht keiner rein von euch. Datenspeicher-Quarz-Disk mit winziger Notiz. Oh, die habe ich rausgeholt. Auch eine winzige Notiz. Datenspeicher-Quarz-Disk. Aber jetzt schmeißt noch mal deine Notiz rein. Silberner Kreis im Nacken der Leute. Ja. Silberner Kreis im Nacken der Leute, das ist das. Die haben eine Datenspeicher-Quarz-Disk im Nacken wahrscheinlich. Ja. Okay, Impul ist Säure. Deswegen singen die immer nur die gleichen Songs. Ich spiele den selben Song nochmal. Kannst nicht mehr hören. Okay, Notiz rein in die Säure. Na, warte mal. Dieter Bohlen. Bei mir ist gerade was aufgefallen. Vielleicht ist es dumm. Nein. Weil hier steht, zum letzten Mal, wenn du dir die neue Kombination schon aufschreiben musst, dann entsorge deine Notiz wenigstens im Pool, sobald du sie nicht mehr brauchst. Das heißt, löst sie in Säure auf. Ja, ja, genau. Das heißt, die also, vielleicht habe ich das falsch angegeben und es muss gar nicht da rein, sondern, also... Vielleicht, ja, ich glaube... Also, die alten sind nicht mehr vorhanden. Das würde ja bedeuten, die ist einfach weg, genau. Genau. Aber was für ein schlechter Hinweis. Ja, es ist kompletter Quatsch. Also, toll, ihr habt nix, steht da quasi. Zum letzten Mal. Du dummer Vogel, schmeißt das wenigstens da rein. Aber das ist nur die Erinnerung. Das heißt, er hat diese Erinnerung gelesen, hat dann wahrscheinlich seine Notiz genommen und sie unten reingeschmissen. Wahrscheinlich. Okay, was können wir da noch machen? Wir gehen auf jeden Fall nicht ins Wasser. Nein. Nee. Nein, was kann man denn sonst noch? Soll ich mal irgendwie... nicht rein. Wir können noch was kombinieren. Der andere Zettel, der da ist. Wollen wir diesen anderen Zettel mit diesen kleinen Notizen? Ja. Mit was verbinden? Sollen wir den vielleicht entsorgen? Ich überlege laut, ne? Es ist ein Post-it, es ist eine Notiz, können wir den entsorgen? Ich frag nur. Notiz mit sehr kleiner Schrift, die man ja definitiv überhaupt gar nicht liest. Ja, haben wir eine Lupe oder ähnliches? Ich habe eine leere Wasserflasche, eine Datenspeicher-Quarz-Disk. Also das wäre schon sehr abgefahren, wenn du jetzt irgendwie mit Wassertropfen aus dem Wasserspender und der Wasserflasche dir eine Lupe baust. Ja, ja. Das wäre schon wirklich drei Schritte weiter irgendwie. Das und dem Feuerzeug? Säure und, oh mein Gott, wir können das komplette Ding abfackeln. Sehr kleiner Schrift. Oder ist es halt irgendwie... Ich wette, wir finden gleich eine Lupe. Naja, oder ist es halt sozusagen in Geheimschrift und man hält das Feuerzeug dran und dann erscheint was. Mhm. Das wäre auch ein Classic. Wollen wir das mal probieren? Wir müssen Dinge kombinieren miteinander. Vielleicht ist der sonst aber ein... Vielleicht fackeln wir den noch einfach ab. Oder willst du dein Post-it nicht mit dem Feuerzeug erstmal kombinieren, um zu gucken, was passiert? Weil dieses Post-it ist eigentlich nutzlos. Ja, das auf jeden Fall stimmt. Aber das kann ich euch sagen. Ich schreibe es nur noch einmal ab, so Wort für Wort, damit wir, falls wir... Habe ich mir das gemerkt? Oder verbrennen wir einfach. Zum letzten Mal. Ich versuch's mal zu sagen: Zum letzten Mal, wenn du dir das Passwort nicht merken kannst, dann entsorge es wenigstens im Pool, wenn du es nicht mehr brauchst. Dann entsorge doch. Ja. Es wenigstens im Pool, wenn du es mehr brauchst, oder wenn das neue. Ja, komm, dann versuchen wir Feuerzeug mit dem. Also. Nur mal kurz: was ist das? 19 und 27. Jetzt geht's ab. Nee, das ist nicht der Vibe. Nicht. Jetzt geht's ab. Das Ding brennt nicht. Das Ding brennt gar nicht. Brennt aber nicht. Ja. Mit der Post vom Finanzamt. Sag mal, wenn ich hack, irgendwie ist das. Ich hab das Gefühl, das ist total simpel, aber ich rall's nicht. Ja, weiß ich, ob das so simpel ist. Zum letzten Mal. Naja, es kann ja auch sein, dass er diese Notiz, diesen Hinweis gebraucht hat, weil er es nie macht, weil das ein Depp ist. Der hat immer seine Notiz irgendwo hingelegt und sie nie im Pool entsorgt und vielleicht finden wir sie noch in F, G, H oder I. Ja, aber es heißt, ja, klar. Aber das heißt ja auch wahrscheinlich, dass die alles, was die loswerden wollen, in diesen Pool reinschmeißen. Ja. Genau wie diese letzten Objekte, wie alles. Ihr noch Müll, den ihr loswerden wollt. Genau, irgendwas, das ist ein riesen Säurebad, was einfach alles frisst. Oh, die Zähne. Die passen, ja gut, aber... So, dann haben wir sie halt nicht mehr, also... Müssen wir gerade was entsorgen? Nee, halt aber ich gerne vielleicht haben die Zähne aber auch irgendeine Kalkreaktion genau. mit dem Zeugs da drin. Vielleicht werden die als einziges nicht. Ist das so wie Cola und Mentos oder so? Irgendwas Krasses. Einfach, dass dann was Cooles. Ja, das ist dann. Wir haben was da rein zu feuern. Ja, irgendwas. Die Schokolade will ich da nicht reinschmeißen. Nee, das wäre Verschwendung. Das wär irgendwo was auch raus. Wir werden schon noch irgendeinen Kaufhauskopf finden, den wir mit so einem Schokoriegel ablenken können. Ich denke, weil das ja, wird die wobei, Geschichte ich sein. Meine, hier beim Dings, beim Chirurg hat es auch schon geklappt. Der hat uns erstmal über Zucker im Essen belehrt. Ja, wir sind ihm dadurch nicht aufgefallen. Nee, das ist super. Ess lieber einen Apfel. Leere Wasserflasche. Soll ich versuchen, die Wasserflasche in den Pool zu machen? Wir können die Wasserflasche auf jeden Fall schon mal beim Wasserspender auffüllen, wer weiß. Also okay. Wir könnten, ja, das ist schon mal so klein. Ja, dann lass uns das doch aber auch versuchen mit dieser sehr kleinen Schrift. Warum denn nicht? Ist das 3707? Also ist das der Wasserspender? Der Wasserspender ist in der Cafeteria und das ist 107. Ich mach das mal ganz kurz. Ja. Warte, ich fahr mal kurz da hoch. Ja. Soll ich das alleine machen? Ja, mach das. Im Sinn fährst du hoch. Ganz kurz. Im Sinn. Das kühle, klare Trinkwasser füllt rasch die Flasche. Leute, super. Sortiere Abenteuerkarte 37 zurück in den Abenteuerstapel und nimm Abenteuerkarte 40.
Du hast eine Lupe gebaut. Wenn wir das jetzt 10.000 Mal machen, ja, könnten wir das, die Poolsäure durch Poolwasser aus. Wir trinken und dann das untertauchen. Yeah. Okay, wir haben eine volle Wasserflasche. Wasser. Das ist erstmal nicht so schlecht. Die kombinieren wir jetzt mal mit der 34. Mal gucken. Vielleicht kann man also, was ist die 34? Das ist der Zettel, das ist dieser Zettel mit der sehr kleinen Notiz. Okay, wir machen Zettel mit sehr kleiner Notiz. Mal gucken, ob 34 und 40, vielleicht erscheint etwas. Der Vergrößerungseffekt durch das Wasser ist einfach. Hört doch mal so auf! Es muss noch einen anderen Weg geben, okay, die Schrift geht's lesbar zu machen. Der Vergrößer, ja! Yeah, war cool. Oh, aber wir sind nicht so blöd. Ja. Aber das reicht nicht, es muss noch cool, was anderes dass geben. Dass ich das jetzt eingebaut cool habe. Ja, das ist einfach nur. Und, viel, und die mit sehr kleiner Schrift auf der Disk, vielleicht das gleiche da nochmal, vielleicht ist die ein bisschen größer. Datenspeicherquarz ist mit winziger Notiz. Mit was? Ja, auch mit winziger Notiz. Vielleicht auch probieren. Wir haben mal Wasser machen drauf. Das hilft immer. Ich mach mal 34, 39. Ja. Also, Quarzdisk mit winziger Notizschrift. Mit Notizzettel. Mit was ist denn 34? Achso, okay. Ja, okay, das ist gut. Das hier. Wir kombinieren die mit dem Wasser. Das, mit dem Wasser genau müssen wir das. So. Deswegen. Also ja, 39, winzige Schrift plus winzige Schrift ist super winzige Schrift. Stimmt. Ihr könnt gar nichts lesen. Ihr könnt wirklich gar nichts lesen, was da steht. Nee, das geht nicht. Wenn ich da Wasser drauf gebe, passiert nichts. Okay. Volle Wasser. Hat jemand Durst? Nee, ach, dann lass uns doch einfach weiterfahren. Ja, oder? Wir haben doch hier alles gemacht. Wir müssen bestimmt noch was in den Pool tun. Vielleicht einen schlafenden Chirurg oder so. Ich darf auch entsorgen. Ja. Ihr habt doch auch alle Breaking Bad gesehen. Hey, ich würde es glauben. Man kann das denen auf. Wir können da alles auflösen. Ja. Nichts mehr reinschmeißen, gar nichts. Wir fahren einfach so weiter. Ich würde sagen, ich bin unbefriedigt. Also ich auch. Ich würde gerne noch irgendwas. Entweder irgendwas soll brennen oder sich auflösen. Wir können ja auch vor und zurück. Ne? Wir können ja mal hier hin wiederkommen, wenn wir ein bisschen Terpentin gefunden haben. Oder so. Können wir auch. Ja. Zum letzten Mal, wenn du dir die neue Kombination schon aufschreiben musst, dann entsorge deine Notiz wenigstens im Pool, sobald du sie nicht mehr brauchst. Wenigstens im Pool. Haben wir die jetzt da reingeschmissen, schon deine Notiz? Nee, haben wir nicht gemacht. Schmeiß die da jetzt rein. 27501, ne? Wir machen das jetzt. Ich meine, ich habe die Zahlen aufgeschrieben, wir wissen, dass wir 9 Möglichkeiten haben. Ja, so. Ja. Die Zahlen habe ich auch. Ja. Und deswegen würde ich sagen, verbrennen wir die. Ja, geht machen wir nicht. Das mal. Geht nicht? Schade. Okay. Ja, aber das hätte ich jetzt erwartet, dass es geht. Halt, eigentlich schon, ne? Ja. Also 501, dann müsste ja alles. 27501? Ja. Eigentlich müsste sich ja alles zersetzen in dieser Säure. Nee, okay, dann, aber gut. Dann müssen wir weiterfahren. Jetzt soll ich mal die Wasser mit Säure in Verbindung bringen? Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie mehr kombinieren noch. Das wäre auch noch eine. Kann man mal testen, kurz, na klar. Ich kann sonst wieder hochfahren und die auffüllen. Ja, vielleicht 40. Wie wir einfach von diesem Pool stehen, alles da reinschmeißen. Ja. Nee, Wasser hat da drin auch gar nichts zu suchen. Bringt auch gar nichts. Funktioniert nicht. Mach mal die 12 und Pool. 12501. Was ist die 12? Der Greifleiter. Vorsichtig lässt du die Leiter ins Wasser. Doch nach wenigen Sekunden fängt sie an, sich aufzulösen. Nein, das geht nicht. Schnell ziehst du sie heraus und hoffst, dass sie noch nicht zu stark beschädigt ist. Das war eine geile Idee. Okay, wir müssen da mehr reinballern. Wir haben was gelernt. Man kann wirklich auch Shit wieder verlieren, wenn man es falsch kombiniert. Ja, das war nämlich mein Crusher ist auch weg. Ich wollte nämlich als nächstes die Zähne da rein tun, aber ich mach's nicht mehr. Doch. Nee, komm. Okay. Weil dann haben wir keine Zähne mehr. Was ist mit deiner Tagebuchseite da? Brauchen wir das noch? Okay, ich muss aufhören. Ja, ja. Komm, lass uns doch. Wir finden noch genug, was wir da reinwerfen können. Ich bin davon überzeugt. Ihr sammelt ab jetzt alles, was ihr finden könnt, und dann ballern wir das. Ja, jeden Müll nehmen wir einfach jetzt mit. Ich finde es ein Snickers-Papier. Oh, was ist denn mit der Dose? Nee, die haben die Dose schon weg. Der Scanner schon gegessen. Okay, wir fahren runter. So, jetzt sind wir gleich in F. In F. Ihr seid in Ebene F. Ebene F. Kleinwaren. Okay. Kurzwaren. Ist die F noch hier drauf? Sieht man das? F ist checken, die Deckencam. Dann kann ich das sonst hochschieben. Jörg, mach mal kurz. Die F sieht auf jeden Fall nach Computer 3, Computer 4. Okay, wir sind da, haben einen komplett neuen Raum entdeckt und wir gehen in F. Ich lass uns mal vorlesen, ja? Gedimmtes, warmes Licht erleuchtet die Szenerie. Die Ebene wird dominiert von einer großen Maschine, an deren Seite die Doppelhelix eines DNA-Strangs zu sehen ist, 601. Na klar. Vermutlich wird sie über das angeschlossene Bedienpult gesteuert. Auf der rechten Seite entdeckst du ein Mikroskop, 602. Ja. Und links auf dem Schreibtisch liegt ein Ordner mit diversen Unterlagen, 603. Okay. Okay, die DNA in den Säurepool.
Die ganze okay, was war 603 nochmal? Was war das letzte? Mikroskop. Ordner. Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir haben 602 ein Mikroskop, wir haben Disk mit winziger Schrift und yes. wir haben Zettel mit winziger Schrift. Yes. Und ich will verdammt nochmal wissen, was da steht. Ja, genau. Gebe ich dir recht. Absolut. Alles klar, Johanna. Feuer. 39. Chiu. Chiu. Hau rein, Chiu. Ich mach ganz kurz mal meine Disk 39, Chiu. 602. Unter dem Mikroskop sind folgende Worte zu erkennen. Mhm. Wiedergabe am Mischpult. Jetzt kommt Mucke noch dazu. Geil. Wiedergabe am Mischpult? Ja, mhm. Doch alles Dieter Bohlen. Er ist auch mit dem Disk im Nacken. So. Das ist alles ein musikalisches Ding. Unter dem Mikroskop sind folgende Worte zu erkennen. Wiedergabe am Mischpult. Bei beiden? Oder nee, ich habe das nur noch mal kurz gehört. Wiedergabe ist auch ein Mischpult. Im Raum gab es noch ein Mischpult. Ach so, das ist ein Disk gerade. Welche Zahl war das? Ja, 39. Moment, ich möchte auch erstmal noch hier. Okay, ja. Aber es gab im Poolraum Mischpult? Irgendwo war ein Mischpult. Ja. Im Partykeller. Wir müssen noch tiefer weiter runter, Leute. In den Partykeller. Ja, nur das Zettel. Okay, eben eine B. Warte, wir machen ganz kurz 34, das ist doch der Zettel mit der Handschrift. Und die 602. Was steht denn da? Unter dem Mikroskop erkennst du eine Nummer. 87. Na, super. Jede Abenteuerkarte 34 zurück in die Schachtel. Das ist unsere, ich weiß, was es ist. Ja, ich weiß. Das ist die für den Code. Das ist die Notiz von deinem Zettel, die er eigentlich auf dem Zettel. Sollte. Ich habe doch gesagt, das ist ein Schussel. Der hat das nicht gemacht. Ist ein Schussel. Ja, okay. Also damit haben wir den Code für den Tresor. Ja, das ist okay. Das war relativ easy. Easy. Mhm. Wollen wir das erst direkt machen oder wollen wir 601 und 603 noch untersuchen? Wenn wir jetzt kann noch einer, sowas kann doch immer einer machen. Einer ich kann würde gerne hoch in den Tresor. Ja, ist der Einbrecher. Ja. Okay. Okay. Ja, das kann noch einer machen. Machen wir das? Ja. Der macht das mal parallel. Ramon fährt hoch. Yes. Erstmal muss aber noch umsteigen in der Leiter. Du stehst in der Mitte und der war hier, ne? Ja, wir, N. Ja. N, okay. Okay, Ramon, das ist jetzt deine Stunde. Also die, was ist das? War der wirklich 8? Da? Ich hab ja, 3 und 6 ist das, glaube ich. Also. Ich habe mir das aufgeschrieben. Also, pass auf, wir machen 8, 7, 3, 1, 6. Genau, richtig, ja. Und, bitte. Du gibst die Kombination ein. Endlich. Das Display leuchtet grün auf. Geräuschlos schwingt die Safe-Tür auf. Im Inneren findest du einen Schlüssel. Lege die Abenteuerkarte 27 zurück in die Schachtel und nimm Abenteuerkarte 35. Sekunde, kriegst du sofort. Wir haben den Schlüssel, den brauchen wir in der Lobby. Einer Schlüssel. Der sieht aber aus wie ein fürs Fahrradschloss, muss ich sagen. Oh, dann ist das der falsche. Nee, dann ist das ein privater Schlüssel. Ja, der einfach war so irgendein Schlüssel. Briefkastenschlüssel ist das. Ja, genau. 106 war das, glaube ich. Das war das erste. Ja, das, genau. Abenteuerkarte 37 war was? Lieg Abenteuerkarte 37 zurück. Was war das? Das war 37. Das waren kleine Notizen, glaube ich. Nee, das waren 34, ne? 34 waren die kleinen Notizen. Aber haben wir nicht. Soll ich das nochmal ganz kurz anhören? Ja, gerne. Ja. 8, 7 und 3, 1, 6. 37? Nee, haben wir gehört. Du gibst die Kombination ein. Schlüssel? Endlich. Das Display leuchtet grün auf. Geräuschlos schwingt die Safe-Tür auf. Im Inneren findest du einen Schlüssel. Lege die Abenteuerkarte 27 zurück in die Schachtel und nimm Abenteuerkarte 35. Ja. Wir tauschen Post-it mit den Infos, die wir jetzt haben, und Ramon bekommt den Schlüssel. Mehr Sinn. Super. Super Arbeit. Komm wieder runter, Ramon. Möchtest du vielleicht, wenn du runterfährst, an der Lobby halten und den Schlüssel kurz in das Schloss stecken, wo wir einen suchten? Oder ist dir das gerade zu heikel? Ein bisschen die Frage, das alleine zu machen. Allein auch wild das sein, war doch auch ein Fahrstuhl, ne? Eben. Nicht, dass die Lobby dann gestürmt wird oder so, in dem Moment, wo er da allein ist. Auf der anderen Seite, ja. Wobei, dann ist nur einer tot, ist auch gut. Oder die Lobby zugeht und nur dieser Fahrstuhl aufgeht und irgendwie. Wenn ich mehr hochkomme, aber was haben wir oben nichts mehr zu verlieren eigentlich? Also, wir haben oben nichts mehr zu suchen, meine ich. Nee, stimmt eigentlich. Ja, ne, wir haben den Server. Ja, der noch, Server, ne? Der noch, Server, ja. Der ist stimmt. Irgendwie total relevant. Stimmt. Also, den müssen wir irgendwie noch bearbeiten. Ja. Deswegen, es kann sein, dass wir ohnehin uns aufteilen müssen. Das könnte echt sein, ja. Also, weiß lass doch aber wenigstens zwei und zwei. Erstmal runter. Ich komme erstmal runter. Komm erstmal wieder zurück. Aber wir haben den Schlüssel, der kommt irgendwo in der Lobby zum Einsatz. Genau. Also, wir können ja mit dem Fahrstuhl auch gar nicht runterfahren. Also, rein theoretisch müssten wir alle hochfahren und dich abholen. Es sei denn, wir bleiben da. Und jetzt können wir auch überlegen, ob wir das jetzt alle vier machen oder ob wir wieder runterfahren. Könnte man eigentlich machen. Ich habe den Schlüssel. Oder zwei da bleiben und zwei sich G angucken. Wir sind mit F noch nicht fertig. Wir haben F noch nicht fertig untersucht, ne?
dann lass uns entweder lass F zuerst machen und dann entscheiden, was wir mit dem Schlüssel machen. Dann könnt ihr immer noch losfahren. Alles klar. Okay. Okay. Wer hat gerade Langeweile, wer hat Kappas? Ich habe gerade einen Schlüssel gekriegt. Du hast genug getan, du kannst das machen. Alva, ja, hast du Bock? 601? Ich würde gerne mal ein paar DNA-Sachen untersuchen. Das ist die 601, oder? Gönn dir die rein. Ja, die fahre ich mir mal rein. Du stellst dich vor den DNA-Sequenzierer und blickst dich um. Zähne. Nimm Abenteuerkarte 93 und lies sie vor. Blut. Ist sie nicht mehr verfügbar, lies Eintrag 633. Zähne ich das mal? Und Blut. Haben wir. Wir haben Abenteuerkarte 93, lies sie vor. Natürlich. DNA-Sequenzierer. Mhm. Bist du? Ja, ich bin Alva. Lies Eintrag 871. So siehst du Mistding also aus. Was? Anfangs war das ja alles schön und gut. Unheilbare Krankheiten heilen, maßgeschneiderte Medikamente, Grundlagenforschung, bla bla bla. Was für ein Schwachsinn. Na. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kam, es auch für andere Ziele zu nutzen. Ja. Beispielsweise Kohle zu verdienen mit den persönlichen Daten anderer Leute. Ach. Oder verpflichtende Tests für das Gesundheitssystem einzuführen. Weigerst du dich, darfst du sehen, wo du bleibst. Und bist du naiv genug mitzumachen, kannst du nur hoffen, dass sie nichts finden. Tut uns leid, aber den Kredit für die Wohnung können sie sich in die Haare schmieren. Oh. Laut DNA-Analyse haben sie eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, binnen 10 Jahren abzuleben. Okay. Misstrauisch beäugst du den DNA-Sequenzierer und trittst dann frustriert dagegen. Scheinbar hat das irgendwas bewirkt. Denn auf dem Display leuchtet nun Stromversorgung ungenügend. What? Lege Abenteuerkarte 93 zurück in die Schachtel. Ich bin Hacker. Warum hast du denn dagegen getreten so schnell? Das war dein Hacker-Trick, dagegen treten. Man kennt es. Aber jetzt können wir das ja nicht mehr, können wir ja nicht mehr die Zähne da rein tun. Aber wenn die Stromversorgung ungenügend ist? Du kannst mit der 6, du kannst die Zähne in die 601 ballern. Okay, 32 plus 601. Also ich würde auch sagen, dass jetzt Strom weg ist. Ja, aber müssen wir ausprobieren. Ach so. Ja, können wir ausprobieren. Nee, natürlich ist der Strom weg. Haben wir einen Akku? Also ging nicht, oder was? Ich habe einen Schokoriegel noch. Ja, der ist sehr energiereich. Habe ich gehört. Wie eine Kartoffelbatterie bauen. Hat der Chirurg auch gesagt. Hat der Chirurg gesagt, zu viel Energy. Okay, John, möchtest du vielleicht noch die 603 dir anschauen? Absolut. Ist so. Die Ordner. Es wird Zeit, dass du mal wieder ein gutes Buch liest. Ich. Auf dem Tisch liegt ein Ordner mit mehreren Unterlagen. Es scheint so, als ob man bei der Monochrome AG trotz modernster Technik immer noch gern mit Papier arbeitet. Beim Durchblättern tauchen ein paar Schlagwörter häufiger auf. Terminverschiebung, mehr Tests nötig, absolute Geheimhaltung. Leider ist das alles aber recht oberflächlich. Klar ist lediglich, dass es um die Produktion des Rainbows geht und dass sie hinter ihrem Zeitplan zurückliegen. Zwei Dinge fallen dir außerdem ins Auge. Nimm die Abenteuerkarten 41 und 42. Was fällt mir da ins Auge, frage ich mich. Spannend. Ich lege das auf den Stapel. Ich lege das hier hin, dann können wir es alle sehen. Und zwar ein Sicherheitsbericht und ein Datenspeicher. Eine Datenspeicher-Quarz. So eine habe ich auch schon. Ich habe eine mit winziger Notiz, nämlich ändert Wiedergabegerät. Lautstärkeregler. Achtung, Sicherheitsbericht. Achtung, Lücke in der Sicherheitssoftware. Entdeckt, der Safe in Ebene L benötigt dringend ein Sicherheitsupdate. Umgehend Firewall aktualisieren. In der Ebene L. Die haben wir noch Scheiß gar nicht. Wir. Das, wir nicht nehmen. Kapitel das sind wir noch gar nicht. Sonst würde ich sagen, auf in die Ebene L, da sind Tür und Tor offen gerade. Also, es wird bis dahin bestimmt nicht gepatcht. Meinst du? Aber noch ein bisschen Zeit. Okay, also. Alright. Wir haben folgende Möglichkeit. Also, lass uns kurz überlegen, wo war denn das Mischpult nochmal? War das wirklich ein E? Also, nee, ne? An dem, hier bei 505. Ich bin der Meinung, ich B. Ich habe nie davon gehört. Nicht. Ich habe Mischpult schon gehört. Ich gucke mir das nochmal ganz kurz im Detail an. Sehr, sehr aufmerksam. Wir haben hier einmal die Werbung, wir haben ein PC, einmal diese höhere. Hier war das. Meinst du da, bei N? Irgendwo war ein Mischpult. Die Räume, ist ein bisschen schwierig, sich das zu merken, wo das alles ist. Haben wir irgendwo schon mal Musik gehört? Gibt es da eine 310? Oder so? Ich habe hier das habe ich nämlich hier bei mir im System Sicherheitslücken. Nee. Okay, let's go. Ja, dann machen wir Schlüssel, oder? Das ist die deutlichste Spur eigentlich, ne? Ja. Und aber wir wollen nicht erst die anderen hier abchecken. Musst du sagen. GHI, weil die haben wir ja zuerst entsperrt. Aber der Schlüssel ist, glaube ich, spannend, ne? Man will ja einfach wissen, passt der dort?
Ja. Was wolltest du noch machen? Ich wollte wissen, ob wir erst die HI abchecken oder erst den Schlüssel einstecken. Oder einen noch gucken und lass doch den Schlüssel jetzt machen. Ja, vergessen okay. Wir das. Ja, ab in auf. Vergessen wir das. Ist super. Ach, wir wollten. Ach, verdammt, Scheiße. Der Schlüssel. Was jetzt. Wollten wir denn noch machen? Ja. Weißt du, wo der 106 war das. 106, also 35106. Ja. Mal gucken. So, jetzt wer hat den Schlüssel? Ab nach L und Zeit für den ersten Großalarm. Oh ja. Oh, bitte habt ihr Bock? Stimmt. Habt ihr Bock? Ist nicht unwahrscheinlich, dass jetzt sich diese Alarmstufe da erhöht. Könnte sein, aber wir haben es auch verdient. Wir sind lang genug durchgekommen. Würde ich auch sagen, ein großer Alarm kann man doch mal machen, oder? Ja. Und wenn dann dieses Licht geil ist, mache ich noch die Mucke an und dann geht's ab. Wer weiß, vielleicht ist es auch ein Feuerwehr-großer Alarm. Das wäre nicht so schlimm. So, wir sind da. 35, 106, Andiamo. Langsam steckst du den Schlüssel hinein, drehst ihn leicht und drückst dann die Ruftaste. Es funktioniert. Der Fahrstuhl kommt. Lege Abenteuerkarte 35 zurück in die Schachtel. Okay. Nimm Abenteuerkarte F2 und platziere sie offen direkt unterhalb von Ebene A. Nimm dann die Ebenen K, L und M und lege sie in dieser Reihenfolge verdeckt unterhalb von Ebene A aus. Alright. Okay. In diesem Fahrstuhl habt ihr nun von Ebene A aus Zutritt zu den Untergeschossen. Wir können sie ein bisschen parallel machen, wir legen die nebeneinander. K, L und M. Dann sieht man alles. Entschuldigung. K, Gott sei Dank ist das wie das echte Alphabet. Kann man das hier sehen? Ich weiß nicht, ich war nicht darauf vorbereitet, dass wir erstens so weit kommen. Dass du zur Ebene L fährst. Wieso? Wegen weil du Sicherheit. Die Hackerin bist. Ja. Und diese Lücke, dass die der Safe in Ebene L hat, dass du die bestimmt ausnutzen kannst. Wäre mein Vorschlag jetzt. Sicherlich, klar. Wer spricht dagegen? Ich würde gerne mit Alva gehen. Ich bin Einbrecher. Tipptopp. Ja. Genau, wenn es physisch wird, kommst du ran. Wenn es digital wird. Na gut. Okay. Und John, wir versuchen uns hochzustapeln und durchzuhehlen in der Zwischenzeit. Wir sollten dieses scheiß Mischpult finden. Wo ist das? Vielleicht vertue ich mich auch, aber ich meine, ich hätte Mischpult vorhin gehört. Ich habe es nicht aufgeschrieben, leider. Aber das kann nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel erwartet, dass wir uns jede Nummer, jedes Gerät zu jeder Nummer aufschreiben, hier, und uns dann daran zu erinnern. Meiner Meinung nach war das hier, oder waren wir da nicht? War das nicht in? Ich würde sagen, wir haben genug Räume, uns zu erforschen. Deswegen teilen wir uns jetzt auf und gehen rein. Wir entdecken so viel wir können. Okay. Ja, let's go. Also ihr geht zu. Also John, wir fahren hier unten weiter in unserem. Ja, wir gehen zu Ebene G. Ihr kümmert euch um KLM und wir gehen zu G. Geil. Wie machen wir es jetzt am besten? Wir sind zuerst da. Wir fahren zu G. Aber denkt daran, wir können ja auch funken. Also wir können Sachen sagen. Wir sind ja über die Datenbrille miteinander verbunden. Ja, aber ist die Frage, ob man mit der Datenbrille seine Loot-Sachen auch tauschen kann? Das wahrscheinlich nicht. Nein, wir können nur tauschen, wenn wir im selben Raum sind. Das hattest du ihm vorher schon gegeben, Sicherheitsbericht. Das habe ich ihm nicht sondern gesagt. Also. Ja, aber wir sind ja zusammen im selben Aufzug. Ich habe dir die gegeben. Das genau. Und wenn, können wir auch einfach nur schnell wieder zurückfahren. Ich habe dir gegeben. Eben. Rudi hat sich verhört, es wurde Fischkult gesagt. Das tut mir leid, ey. Die Monochrom AG hat. So, was okay. war da? John, wir hören uns jetzt G an. Ja. Unter Selektion hast du dir etwas anderes vorgestellt. Was? Auf den ersten Blick sieht es wie ein Tonstudio aus. Rechts ist eine Art Aufnahmevorrichtung. 704. Links siehst du ein Terminal mit Bildschirm, das vermutlich zur Wiedergabe dient, 703. Was nicht ins Bild passt, ist der massive Sessel in der Mitte, 701. Er hat am Sockel mehrere Lüftungsschlitze und an der Lehne finden sich einige kleine braune Flecken. Lehne. Außerdem führen vom Kopfteil 702 mehrere farbige Schläuche zur Decke hinauf. Und verschwinden dort. Disk. Shit. Ja, damit es ist auch eine reine Gehirnmanipulation. Jetzt. Eine Gehirnmanipulation? Es ist eine Gehirnwäsche, möchte ich sagen. Okay. Wir können da rein. Sollen wir den kurz auschecken mit zwei Dingern, dann kommt ihr und wir auf jeden Fall. Erstmal rein hier. Ich hätte eine Disk mit Mucke dabei. Und soll ich die dann mal in die, ist das dann die, du hast 104, ist das die Musikanlage? Ja. Oh ja. Teste das mal. Ich darf da auch hin. Hallo, ich habe ja auch eine. Übrigens. Ich habe ja auch eine. Oh. Überhaupt. Du hast ja, wir haben beide die Disks. Ich habe auch eine. Ach so. Ich mir erstmal die 704 an und dann kombiniere ich es mit einer. Ein grell leuchtender Bildschirm thront über einem Mischpult.
das mit unzähligen Schaltern und Reglern bestückt ist. Jetzt habe ich auch Mischpult. Du drückst ein paar davon, doch du bringst die Anlage nicht zum Laufen. Oh. Unterhalb des Pults siehst du mehrere Öffnungen für unterschiedliche Datenspeicher. Das passt mir gut. Ich mache erstmal die rein, wo drauf stand für Wiedergabe. Unterschiedliche Datenspeicher. Ist so, du hast ja auch noch deine Karte. Ja, ich habe noch einen Ich mache jetzt mal ganz kurz, weil wir Mischpult, ja, wir ich will den so Ton heiß. Hören. Ja, wir sind ich so mach heiß. Die Datenspeicher Quarzdisk mit winziger Notiz. Das ist die 39704. Und jetzt geht die Party ab. Der deine Nachdem Name. Die Quarzdisk in einem der Laufwerke verschwunden ist, hörst du die gehetzte Stimme eines Mannes. Oh, ich dachte Mucke. Nimm Abenteuerkarte 77 und lies sie vor. Oha. Okay. Hinweis, Junos Nachricht. Dauert ein bisschen. Also, Juno hier. Ich kann die Stellung nicht mehr lange halten. Sie wissen, wo ich bin und dass ich ihr Geheimnis kenne. May, was auch immer geschieht, ich hoffe, du findest diese Aufzeichnung. Denn Rainbow wirkt wirklich Wunder. Doch zu welchem Preis? Die Welt muss unbedingt erfahren, wie die Monochrom AG das Mittel herstellt. Versprich mir, dass du damit zur Polizei gehst. Gestern fand ich endlich heraus, wie man ins Forschungslabor gelangt. Dafür ist eine Audioaufnahme des Forschungsleiters nötig. Moment, was war das? Ihr hört das Bersten einer Tür, unmittelbar gefolgt von Schüssen. Dann bricht die Aufzeichnung ab. Achso. Lege Abenteuerkarte 39 zurück in die Schachtel. Ich dachte kurz, es wäre bei euch im Raum. Aber Schüsse, es war noch okay. Ist ja, die Aufnahme. Aufzeichnung. Sehr gut. Okay, ich habe die abgehört. Ich habe Junos Nachricht gehört. Und das ist das vorige Team, würde ich mal behaupten. Genau, ja. Wurde uns ja gesagt. Ich würde jetzt selbiges 42, 704. Und danach möchte ich gerne den Speicherchip. Es gibt ja verschiedene Ports, habe ich. Ja. Mhm. Ja. Also, okay. Das ist jetzt bestimmt. Du steckst die Quarzdisk in eines der freien Laufwerke unterhalb des Mischpults und plötzlich ertönt die sonore Stimme des Forschungsleiters. Da ist er. Notiz an mich: Morgen erfolgt der Test der finalen Rainbow-Mischung. Vorher inkompatible und verbrauchte Testexemplare entsorgen lassen. Im Pool. Platziere Abenteuerkarte 53 offen neben dieser Ebene und lies sie vor. Sekunde. 53. Platziere diese Abenteuerkarte neben Ebene G bzw. P, ja, wie eben auch angesagt. Die Stimme des Forschungsleiters ist nun in einer Endlosschleife im Hintergrund zu hören. Solange diese Abenteuerkarte im Spiel ist, addiere die Nummer dieser Abenteuerkarte zu den Nummern der Orte in Ebene G bzw. P, wenn du sie untersuchst. Okay. Hat jemand verstanden? Ja, wenn wir jetzt diesen Raum weiter untersuchen, müssen wir immer diese Nummer mit davor geben. Also wir können jetzt nicht mehr die 703 normal hören, sondern wir hören immer das zusammen mit der. Crazy, okay. Ist nicht so schlimm. Machen wir gleich. Klingt wie ein Handicap, aber ne? Aber ja. Klingt. Ja. Vielleicht aber auch, bei mir stand ja drin, gestern fand ich heraus, dass eine Audioaufnahme des Forschungsleiters nötig ist, um ins Forschungslabor zu gelangen. Ist eher gut. Ich glaube, es ist eher gut, es wird uns Türen öffnen. Aber bevor es dahin geht, willst du das nochmal reinstecken? Ich will die nochmal reinstecken. Speicherkarte ins Wiedergabegerät, das ist die 26. Damit kannst du das aufnehmen. 704. Stimmt. Das könnte sein. Als du den Speicherchip anschließt, startet das Video. Zu sehen sind die Couch und der Eingangsbereich des Fahrstuhls. Ich weiß nicht, ob ich das sehe. Ich auch nicht. Die Uhrzeit unten in der Ecke zeigt 0.13 Uhr. Dann hörst du eine weibliche Stimme, siehst aber aus dieser Perspektive niemand. Sind Sie sicher? Das ist... Sie wird schroff von der Stimme des Docs unterbrochen. Ich wiederhole mich ungern. Hiermit ist das übliche Sicherheitsprotokoll außer Kraft gesetzt. Verlassen Sie das Gebäude bis auf Zuruf. Plötzlich läuft die Sicherheitsfrau durchs Bild und verschwindet im Fahrstuhl. Die nächste Szene um 0.42 Uhr zeigt, wie eine Frau mit einem Messer in der Hand und ihrem Blick den Kontrollraum betritt. Eine zweite Audiospur öffnet sich, auf der das Geschehene kommentiert wird. Was? Das ist Betty, eine aktuelle Probandin. Jetzt wird es interessant. Hörst du die Stimme des Docs? Betty blickt sich suchend aus blutunterlaufenen Augen um. Dann rastet sie völlig aus. Malträtiert mit dem Messer den Boden, wirft die Couch scheinbar mühelos um und versucht sogar die festgeschraubten Abdeckungen der Server herauszureißen. Du bist fassungslos, dass eine so zierliche Person dazu überhaupt physisch in der Lage ist. Rainbow. Seit wann erhält sie Rainbow? Fragt eine zweite, dir unbekannte männliche Stimme. Seit einer Woche.
Das ist bereits der zweite Fall von antisozialer Persönlichkeitsstörung mit extremem Hang zu Gewaltausbrüchen. Damit haben wir bei einem von 50 Fällen eine Nebenwirkung. Weitere Tests werfen uns um Monate, vielleicht Jahre zurück. Das ist inakzeptabel. Nun ist es 0.55 Uhr. Betty hat sich wieder beruhigt und spielt mit... sind das Zähne in ihrer Hand? Woher hat sie die? Auf der Couch. Sie leiten die Forschungseinrichtung. Was werden Sie der Zentrale melden? Hörst du den Doc fragen? Jetzt blickt sich Betty verstohlen um und versteckt schnell die Zähne zwischen den Kissen des Sofas. Dann verlässt sie den Raum. Währenddessen erwidert der Forschungsleiter, die Rezeptur ist in 2 Wochen final. Wenn Rainbow auf dem Markt ist, haben wir ausreichend Mittel zur Verfügung, um weitere Optimierungen durchführen zu können. Aha, die Schweine. Um Schlag 1 Uhr endet das Video. Ob der Doc und der Forschungsleiter das mit den Zähnen wohl gesehen haben? Lege Abenteuerkarte 26 zurück in die Schachtel. Nimm Abenteuerkarte 87. Okay. Da finden wir aber eine Menge raus hier. Ja, das war viel eine ganze Menge. Und warum ist das wichtig? Aber warum ist das wichtig mit den Zähnen? Ja, genau. Ob die das auch gesehen haben und so. Du hast erstmal, das genau, die Disc haben wir benutzt. Das zeigt uns aber auf jeden Fall, wenn sie die auch so hastig versteckt hat. Diese Zähne, die sollte sie nicht haben und die sind irgendwie wertvoll. Wir wissen nur noch nicht, wofür. Also Hinweis, genau, ASP, Abenteuerspielplatz. Du weißt nicht, was dich mehr verstört. Bettys Verhalten oder das Gespräch zwischen Doc und Forschungsleiter. Mhm. Außer Betty scheint es einen weiteren Fall gegeben zu haben, bei dem sich mit der Zeit wegen der Einnahme von Rainbow eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, kurz ASP, mit gelegentlich unvorhersehbaren Gewaltausbrüchen entwickelte. Das wird sicher nicht bei den Risiken und Nebenwirkungen erwähnt. Nee, I dibbledy-dabbledy-doubt it. Sicherlich nicht. Vor allen Dingen ist, wie ja, ich vermute ja, dass die dritte Nebenwirkung hier, habe ich es nochmal notiert, tot ist. Ich kombiniere. Ja. Ja. Deswegen, okay, wir haben viel erfahren. Bevor wir den Raum weiter untersuchen und gegebenenfalls eine Geheimtür öffnen, seid ihr erstmal dran. Ja. Ihr habt einen neuen Fahrstuhl mit dem Schlüssel entfacht und öffnet wahrscheinlich erstmal Abenteuerkarte. Wir wollen es jetzt zu L. Ja. Geht das? Ich weiß nicht, ob das geht. Doch, darf ich nur einmal noch mal ausprobieren, diese Chipkarte noch mal mit, ich weiß gar nicht, die mit dem Mischpult. Chipkarte musste ich wegmachen. Ach so, okay. Das war das Video. Ja gut, dann L, okay. Genau, also, Pool. Ich weiß nicht, ob man das kann, aber das Spiel hat, glaube ich, auch nicht gesagt, dass man es nicht kann. Ihr dürft hinfahren, wo ihr wollt. Genau, weil wir haben die jetzt eigentlich alle freigeschaltet durch den Schlüssel. In diesem Raum befinden. Entschuldigung. Nee, nicht schlimm, aber was wollten wir nochmal in L? Das habe ich vergessen. Muss ich jetzt mit dir besprechen, du bist ja mit mir im selben Aufzug. Wir wollten. Ich habe in der Aufzugfahrt. Nein, du bist mit Ramon. Ich bin mit John, du bist mit Ramon. Ach so, ja. Ihr seid Einbrecher. Ich habe während der Aufzugfahrt komplett vergessen, was wir eigentlich hier wollen. Ich weiß es auch nicht mehr. Warte mal, ich setze mal meine Kommunikationsbrille auf und sag euch, ihr wollt hin. Dann die Sicherheitslücke. Moment, ich guck noch mal. Fahrt null. Safe in Ebene L. Benötigt dringend ein Sicherheitsabgehör. Safe, Technik und danke. Ja. Habt ihr das verstanden? Ja. Ja? Die Verbindung. Ich nehme meine Sicherheitsbrille wieder ab. So, Kombination hat geklappt. So. Gott sei Dank haben wir diese Brillen. Ja, total. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal L auf. Befindet sich ein riesiger Tank. 251, in dem Flüssigkeiten unterschiedlicher Farbe vor sich hin blubbern. Rainbow. Ob das die einzelnen Bestandteile von Rainbow sind? Also. Zur Linken befindet sich ein Safe mit Terminal 252. Und rechts erahnst du etwas Unförmiges im Halbdunkel 253. Okay, also wir sind ja wegen dem Sicherheitskram hier, deswegen würde ich mit dem Safe anfangen, oder? Ich bin gar nicht da, ich kann mich durch deine Brille... Ich sehe dich. Konzentrazione. Möchtest du? Da ist etwas Unförmiges im Dunkel. Ja. Das interessiert dich zuerst. Ich überlege, ob das eine Gefahr ist. Ah, das ist natürlich schlau. Also... Okay, ein bisschen die Frage, ob wir da jetzt... Wir können uns nicht bewaffen. Haben wir nicht. Nee, ich habe ein Skalpell. Okay. Ich könnte das Skalpell mit dem Unförmigen Und du bist auf der Straße groß geworden, hast da Hecken gelernt. Eben. Ich könnte das Skalpell mit dem Unförmigen kombinieren. Das ist also, pass auf, ein typischer Chirurgenspruch. Ich könnte das Skalpell mit dem Unförmigen kombinieren. Ja, das mache ich tatsächlich wirklich 28 mit 253. Sofort Attacke. Okay, aber das ist gut, weil das heißt, ich habe ein paar Mal reingestochen, es lebt nicht. Geht nicht. Das ist schon mal gut. Glück gehabt. Ja, dann machen wir doch jetzt
den Safe hier oder was? Ja, Achso, aber wir können es natürlich jetzt angucken, wo wir wissen, dass es uns nicht beißt. Dann würde ich mal die 253 zuerst machen, weil da sind wir jetzt gerade. Ja. Oder rein storymäßig. Es sei denn, es wird die durch Werkzeugtasche angucken. Die Werkzeugtasche wurde wohl von einem Mechaniker vergessen. Werkzeugtasche. Du leerst sie kurzerhand aus. Nimm die Abenteuerkarten 68, 69 und 80. Nice, Hello. Richtig viel Loot. 68, rein in mein 69, Täschchen. 80. 80 haben wir gar nicht mehr, oder? Doch. Okay. Ja? Das war die Werkzeugtasche, ne? Oder ja. Was? Okay, das haben wir jetzt aber per Glück gemacht, weil ich habe nämlich gedacht, die Werkzeugtasche wäre unförmig im Dunkeln. Doch, was ja, das ist was. Nein, das ist das. Das ist so. Ja, wir wussten, und was ist eigentlich kaputt gefunden? Jetzt, weil du da ein paar Mal reingeschaut hast. Deswegen ist ja auch offen. Wir haben eine Ölkanne, eine Deo-Spraydose, Feuerzeug. Aha. Richtig. Und Kondensmilch. Lecker. Ah. Gut. Wir zaubern heute noch ein richtig schönes Dessert. Ja. Albert, du hattest aufgemacht. Ja. English Breakfast Tea können wir dann machen. Ich habe nur noch keine Kaffeemaschine gesehen. Aber da kommen wir noch hin. Gehen wir jetzt zum Safe. Ich finde, du hast tolle Sachen. Wirklich. Finde ich auch tolle Sachen, ja. Kann ich nicht machen, tatsächlich. Können wir doch tauschen später. Würdest du nicht machen? Nee, kann ich nicht machen. Ich kann beides nicht machen, deswegen. Ja, ja, ich würde. Kannst du das andere machen? Lass den erstmal analysieren. Das ist die 252. Du gehst dahin? Ja. Das scheint ein kleiner Safe zu sein. Daneben befindet sich ein PC-Terminal mit einem USB-Anschluss. Vielleicht kannst du dich ja mit einem Virus in das System hacken. Na, so ein Zufall. Glücklicherweise habe ich ein Virus dabei. Oh. Als gute Wir werfen hat man den Computer immer in den dabei. Pool. Können wir noch irgendwas da reinschmeißen? Nee, lass mal kurz warten. Okay. Machen wir am Ende. Ich glaube auch, final muss man alles in den Pool schmeißen. Ich glaube auch. Man soll ja keine Spuren hinterlassen. Alles da rein einfach. 54 plus 252. Das wäre ja wohl gelacht. Kaum ist der USB-Stick angeschlossen, macht sich das Virus ans Werk und deaktiviert das Schloss. Grandios. Die Tür schwingt auf und im Inneren kommt ein Stapel Dokumente zum Vorschein. Beim Durchblättern erkennst du Baupläne für diverse Gerätschaften und seitenlange kleingedruckte Formeln, die jeweils mit Geheim und Rainbow markiert sind. Geheim. Das dürfte Owen mehr als interessieren. Lege die Abenteuerkarten 41 und 54 zurück in die Schachtel und nimm die Abenteuerkarten 71 und 88. Geheim für Owen. Also es ist ja ganz klar, dass wir es noch arg zu tun bekommen mit durchgedrehten Zombie-Leuten. Wir tauschen das, was du bekommen. Stell mal kurz vor, was das ist. Genau, ich habe einmal Hinweis für Baupläne bekommen. Ist auch hier. Kann ich auch hier kurz hinstellen. Sieht ihr es besser? Ja. Da draußen. Und Hinweis Rainbow-Formel, die sieht so aus. Oh Mensch, das ist ja irgendwie so. Und DNA-Gedönse. Hinweis Rainbow-Formel? Geheim. Ich hab die Formel. Fertig. Leute, Abbruch an der Stelle, wir gehen raus. Nein, okay, naja, super. Das könnten wir, also. Ihr habt jetzt noch einen Ort offen, den du aber nicht untersuchen kannst, den musst du also machen. Nee, einen Ort haben wir offen, den kann ich nicht untersuchen. Nee, 200 doch, mit dem Sprach. Kannst du? Ja, ja, eben, mach du das gerne mal. Mach das mal, ja. Das wäre ganz gut. Dann habt ihr den Raum ready und danach können wir nochmal rüber zu uns. Ready. Ready or not. Ja, komm. Let's go. Auf der Front der Tanks sind mehrere Schilder. Das einzige, das nicht völlig korrodiert ist, befindet sich unterhalb des blauen Tanks. Mhm. Weiterleitung der Rezeptur zu Ebene E. Bitte? Weiterleitung Ebene der Rezeptur. Ebene E, zum Pool. Ja. Dann ist das Blaue vielleicht einfach die Säure? Ja. Oh. Das Blaue ist das, was als Nebenprodukt... Verstehe. ...von Rainbow. Wenn wir jetzt vielleicht sogar Rainbow irgendwo da haben und das austauschen, vielleicht werden dann die ganzen Leichen lebendig. Und wir können sie... Befragen. ...für unsere Zwecke... Sekunde, weißt du noch, was dich damals umgebracht hat? Ja, oder wer? Du hast 5 Minuten. Oh! Es war die Sicherheitsfrau. Aber hier hast du deine Zähne wieder. Aber alle haben keine Zähne gehabt. Ich bin dein Freund. Das ist gemein. Können wir nicht wissen, aber... Ich verstehe langsam, warum es ab 16 ist. Okay. und damit schalten wir rüber in unseren Was haben wir denn noch? Zurück. Das was haben wir gut gemacht. Genau, wir haben noch 3 Orte offen. 703, 701, 702. Gibt es da irgendwelche Sachen, die du nicht... Ich kann die 702 nicht machen. Dann mache ich die doch mal. Yep. Von der Rückseite der Kopfstütze führen mehrere farbige Schläuche zur Decke. Sehe ich. Merkwürdig. Die Nadeln an den Enden der Schläuche scheinen dazu gedacht zu sein,
am Kopf des Sitzenden befestigt zu werden. Aber wozu, entzieht sich deiner Fantasie. Gehirn. Auf Augenhöhe ist zudem ein gelbes Schild am Sessel angebracht. Warnung. Kontakt mit Flüssigkeiten kann zu Kurzschluss führen. Eine Wasserflasche. Darunter befindet sich ein Schlitz, der jedoch nicht beschriftet ist. Aber wollen wir einen Kurzschluss? Erstmal nicht. Naja, aber vielleicht schon. Kontakt wir mit können Flüssigkeiten, sein, aber dann ist das Ding wahrscheinlich nur zum Implantieren für diese Disk. Und die werden dann ja aber wohl noch bespielt mit irgendwas. Also entweder... Mit den Reaktionen der Leute vielleicht. Du setzt dir da drauf, das Gehirn ist angeschlossen, du machst einen Disk rein, die machen irgendwas, ich glaub, sagen... Die Disk, vielleicht noch, weiß ich gar nicht. Kriegen sie halt jetzt Shit rein. Rainbow zum Beispiel. Mm. Oder nicht? Ja, das dachte ich jetzt eher. Oder sie werden überwacht mit den Dingern und dann nach den Tests werden die ausgefetzt und oben in den Kühlschrank gelegt. Und dann wird erstmal ausgelesen, wie die abgegangen sind. Vielleicht. Kurzschluss brauchen wir nicht. Wir hatten vorhin die Situation ganz oben in Ebene D oder O, da einen Kurzschluss zu machen. Mhm. Aber brauchen wir nicht Server, wäre vielleicht noch das Ding. Kurzschluss. Ja, einfach mal das Wasser in den Server kippen. Klar. Wir können es jetzt hier. Die 702 ist kurzschlussfähig, das können wir uns mal merken, sozusagen. Finde ich gut. Dann gucke ich mir vielleicht schnell die 701 an. Als du dich in den Sessel setzt und zurücklehnst, schießen plötzlich Schnallen aus Lehne und Kopfteil hervor John, du bist und mir schließen helfen. Sich fest um deine Arme und deine Stirn. Du schlägst in Panik um dich, doch die Fesseln sind solide genug, um solchen Attacken lange standzuhalten. Dann spürst du einen scharfen Stich im Genick und es fühlt sich an, als ob dir eine Flüssigkeit injiziert wird. Scheiße. Nein. Zuerst verschwimmt dein Blick und klärt sich dann schlagartig wieder. Bevor du dir selbst ins Gesicht starrst. Kurz darauf löst es sich in Einzelteile auf. Anschließend scheint jemand mit deinen Gefühlen zu spielen, wie auf einem Instrument. Dich durchfährt Todesangst. Und kurz darauf lachst du aus vollem Herzen. Trauer, Neugier, Wut, Freude, Ekel. Immer schneller dreht sich das Gefühlskarussell, bis dich schließlich gnädige Schwärze umschließt. Nach einer unbestimmten Zeit erwachst du von einem Geräusch hinter dir. Und ich stehe die ganze Zeit. Nimm die Abenteuerkarten 43 und 44 zu dir. Scheiße, ich glaube, das war nicht so gut. Platziere Abenteuerkarte 45 verdeckt neben Ebene G. Sie kann von jedem anderen Spielcharakter aufgenommen werden, der sich in dieser Ebene befindet. Stopp, wir haben was vergessen. Ja, ich habe das auch gelesen. Wir haben was vergessen. Ja, was denn? Wir hätten das kombinieren müssen. Genau. Ach. Was denn? Jeden Ort, den wir jetzt untersuchen, müssen wir mit der 53 kombinieren. Ach, ja, klar. Das machen wir die jetzt nochmal zurücklegen. Jetzt haben wir natürlich einen kleinen Vorteil, oder wenn du so willst, aber. Ja, ich glaube, das wäre ein großer Nachteil, deswegen würde ich den Vorteil gerne nutzen. Ja, okay. Genau, also. Wir haben ja nur angehört, was gewesen wäre, wenn wir nicht erst den Kommandanten am Start gehabt hätten. Das stimmt. Das ist interessant zu wissen. Also ich würde auch sagen, also wir haben 702 ohne Kommandanten hier, ohne diesen Forschungsleiter gemacht und die 701. Ja, Forschungsleiter. Also wollen wir dann beide Schritte zurückgehen und nur einen Schritt zurück? Natürlich beide, also auch die mit den Schläuchen. Die 702. Ja, das müsste schon auch. Erstmal 53701, okay? Ja. Das war das mit dem Stuhl. Achso. Ja, das war das mit den Kopfschläuchen. Ja, nee, das war 702. Das war 702 mit den Kopfschläuchen. Ja. Also, das hat mir in der Reihenfolge zuerst. Würde ich auch dann wieder machen. Riesensorry, wir haben es vergessen. Das war ein Service-Hinweis. Kann passieren. Vielleicht ändert sich auch gar nichts. Das kann einfach passieren. Das ist so eine hitzige Situation. Das kann einfach passieren. Wir sind seit Stunden hier drin in dem ganzen Ding. Ach, spannend. Sind alle plötzlich bayerisch gesprochen. Nee, geht nicht. Hä? Geht nicht. 53702. Hä? Platzieren Sie diese Abenteuerkarte G bzw. P, je nachdem, welche Ebene ausliegt. Die Stimme des Forschungsleiters ist nun in einer Endlosschleife im Hintergrund zu hören. Solange diese Abenteuerkarte im Spiel ist, addiere die Nummer dieser Abenteuerkarte zu den Nummern der Orte in Ebene G bzw. P, wenn du sie untersuchst. Also addieren. Also addieren. Ach so, addieren. Also ja, statt 702 müssen wir jetzt 755 machen. Genau. Was ist das denn für eine Mechanik? Ja, das ist aber nicht sehr inklusiv. Was ist, wenn man jetzt nicht addieren kann? Während die Stimme des Forschungsleiters im Hintergrund dröhnt, siehst du dir die Rückseite der Kopfstütze genauer an. Von dort führen mehrere farbige Schläuche zur Decke. Merkwürdig. Die Nadeln an den Enden der Schläuche scheinen dazu gedacht zu sein, am Kopf des Sitzenden befestigt zu werden. Aber wozu, entzieht sich deiner Fantasie. Eben auch. Auf der Rückseite des Sessels entdeckst du ein Schild. Warnung.
Kontakt mit Flüssigkeiten kann zu Kurzschluss führen. Dasselbe? Da haben wir schon mal nichts falsch gemacht. Okay. Okay, dann mache ich jetzt nochmal 500. 754. Da wirst du jetzt gerettet, pass auf. Ich hoffe das. Nee. Ah ja. Während die Stimme des Forschungsleiters im Hintergrund dröhnt, setzt du dich in den Sessel. Wahrscheinlich, bitte ja. Nicht. Als du dich zurücklehnst, schießen plötzlich Schnallen aus Lehne und Kopfteil hervor und schließen sich fest um deine Arme und deine Stirn. Das wäre einfach nur ein fürs Gefühl. Das ist ja quatschig. Doch die Fesseln sind solide genug, um solchen Attacken lange standzuhalten. Dann spürst du einen scharfen Stich im Genick. Ich glaube, es passiert genau dasselbe. Wahrscheinlich. Ich bekomme... Ich lege Karte 45. Welche kommst du aber auf zwei andere Karten? Ich weiß nicht. Das hast du abgebrochen. Wir müssen es zu Ende hören. Ich würde es auch zu Ende hören. Ja. Achso, du hast nicht Pause gemacht. Kann man nicht. Kann man nicht, okay. Es fühlt sich an, als ob dir eine Flüssigkeit injiziert wird. Zuerst verschwimmt dein Blick und klärt sich dann schlagartig wieder, bevor du dir selbst ins Gesicht starrst. Kurz darauf löst es sich in Einzelteile auf. Hatten wir. Dann scheint jemand mit deinen Gefühlen zu spielen, wie auf einem Instrument. Dich durchfährt Todesangst. Und kurz darauf lachst du aus vollem Herzen. Trauer, Neugier, Wut, Freude, Ekel. Immer schneller dreht sich das Gefühlskarussell, bis dich schließlich gnädige Schwärze umschließt. Nach einer unbestimmten Zeit erwachst du von einem Geräusch hinter dir. Nimm dir die Abenteuerkarten 43 und 44. Es ist ja total wichtig, dass es da liegt. Abenteuerkarte 45, verdeckt neben Ebene G. Aber sie kann von jedem anderen Spielcharakter aufgenommen werden, der sich in dieser Ebene befindet. Das könntest du gleich sein, John. Ja, genau. Ich sag euch kurz, was ich bekommen habe, nämlich Blutarmut. Du hast einiges an Blut verloren und kannst dich daher nicht allzu schnell bewegen. Begibst du dich in eine andere Ebene, kannst du in diesem Zug keine Abenteuerkarte mehr nutzen. Also ich kann mich gerade nicht gut bewegen. Befinden sich Teammitglieder in deiner Ebene, können sie Gegenstände mit dir tauschen und ihr könnt Gegenstände mit dieser Abenteuerkarte kombinieren. Hast du nicht Blut eingepackt vorhin? Ja, das, aber ich bin gerade woanders. Ey, du kannst mir einen Schokoriegel geben. Ich brauche was zu essen, glaube ich. Stimmt. Und ich habe noch was. Erinnert euch, oben war recht viel Blut. Ja, aber das konnten wir nicht aufnehmen. Ach so, stimmt. Es wurde nur gesagt. Wir könnten noch ein bisschen Blut aus den Backenzähnen versuchen rauszuwaschen, weil ich denke, das ist ein bisschen krass. Könnten Johanna einfach nur drauflegen auf das Blut und einreiben. Hoffentlich ist die gleiche Gruppe. Schokoriegel kann ich dir geben. Soll ich erstmal diese 45 lesen? Sekunde, ich mach ganz kurz noch. Du bist im Sessel gefangen. Erhöhe die Alarmstufe einmalig um 3. Bist du am Zug, setzt du aus. Solange du im Sessel sitzt, lest ihr bei der Untersuchung dieses Ortes statt Eintrag 701 nur Eintrag 759. 701 hatten wir doch schon. Aber Moment, jetzt müssen wir jetzt sofort den Alarm machen oder darf ich erstmal lesen und kann dich einfach ganz easy mit der 45 befreien, weil ich auf der gleichen Ebene bin? Ich hab die gerade gezogen. Warte. Lest hier Untersuchung dieses Ortes statt. Aber wir haben ja 701 gemacht, dann ist das alles passiert. Also ist das erstmal egal. Wollt ihr etwas mit dem Stuhl kombinieren? Kombiniert es stattdessen mit dieser Abenteuerkarte. Befinden sich Teammitglieder in dieser Ebene? Können sie Gegenstände mit dir tauschen und Gegenstände mit dieser Abenteuerkarte kombinieren? Du kannst versuchen, mich zu befreien. Wasserflasche. Und Schokoriegel. Wasserflasche erstmal befreien, dann Schokoriegel. Genau. Nein, mit der Wasserflasche? Ja, wegen Kurzschluss. Dann gehen vielleicht die Schnallen auf. Ja. Was ist das für eine Nummer? 40 ist die Wasserflasche. Und 43 dann oder mit dem Stuhl? Nee, mit dem Stuhl, würde ich sagen. Mit dem Schlitz. Also da ist der Stuhl. Muss man da nicht das auch wieder zusammenrechnen? Ja. Wollt ihr etwas mit dem Stuhl kombinieren, kombiniert stattdessen mit dieser Abenteuerkarte. Also müssen wir jetzt 40, 7, 5, 9, oder nicht? Nee, 40, 43. Ja. Wofür kommst du? Achso, mit dieser Karte. Ja, 40, 43. Versuchen's. Ja. Du gießt das Wasser in die Lüftungsschlitze und es bahnt sich unaufhaltbar seinen Weg in die Elektronik. Nach ein paar knackenden Geräuschen gehen die Schnallen endlich auf. Juhu! Geschafft. Der Kurzschluss hat den Sessel unbrauchbar gemacht. Lege Abenteuerkarte 43 zurück in die Schachtel. Sortiere Abenteuerkarte 40 zurück in den Abenteuerstapel und nimm Abenteuerkarte 37. Die ist wahrscheinlich die Leere. Lege Ebene G zurück in die Schachtel. Nein. Ersetze sie durch Ebene P vom Ebenenstapel. Ach so, nee, ist nicht so Decke schlimm. Decke Ebene P auf und stelle alle Spielfiguren auf ihre vorigen Positionen. Lies Eintrag P. Okay, warte. Eintrag P. Ich glaube, das ist nur der gleiche Raum jetzt mit kaputtem Stuhl wahrscheinlich. Okay. Wir müssen außerdem, ich habe gerade den Alarm um 3 erhöht, wir haben einen Alarm ausgelöst. Genau, das müssen wir jetzt erstmal. Ja, wir haben jetzt einen Hochalarm. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Jetzt haben wir über 5 irgendwie. Alter. Okay, scheiße. Ich mache jetzt, löst ihr den Alarm aus. Eintrag 909, sobald ihr Stufe 5 erreicht, das ist passiert. Sorry. Plötzlich erschallt im ganzen Gebäude lauter Alarm.
Euer erster Gedanke ist, ertappt. Der zweite, nichts wie weg hier. Dann stoppt der Lärm abrupt und eure Datenbrille flackert auf. Ihr hört wieder die Stimme Owens. Unsere Hacker haben den Alarm im Sicherheitssystem unterbunden. Danke, Owen. Doch das wird nicht lange unentdeckt bleiben. Dank großzügiger Spenden von der Monochrome AG patrouilliert die Polizei hier auch nachts regelmäßig. Sollte in deren Zentrale ausnahmsweise ein ganz aufmerksames Beamtenexemplar sitzen, gibt es Probleme. Und damit haben Sie ein Problem. Seien Sie also künftig auf der Hut. Hey, wir waren schon so weit oben. Mach das doch selber, den Scheiß. Legt Abenteuerkarte A1 zurück in die Schachtel. Nehmt Abenteuerkarte A3 und legt sie offen auf Abenteuerkarte A2. Setzt die Alarmstufe zurück auf 0. Ja. Okay, Okay. Das ersten haben wir abgewehrt. Wir haben jetzt wieder 0. Ja. Wenn wir den hochgehen, müssen wir Alarmstufe 111 lesen, aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Okay. Darf ich jetzt diese endlich nochmal lesen? 45, ne? Solange wir da sind? Stimmt, ja, die liegt ja da rum. Mach das doch mal. John macht die 45. Ich bin aber befreit, aber bin immer noch ein bisschen blutarm. Blutkonserve. Ach. Sekunde. Ja, pass auf, die. Ja. Gracias, bitte. Gracias. Haben wir danke. Eine sogar physisch so. Nah. Danke, danke. Danke, Requisite. Und WhatsApp mit Schokoriegel. Wollen wir das auch mal testen? Sekunde, ich wusste meine Blutarmut hin. Hä? Du hast meine Blutarmut hin. Blutarmut weggegeben aus Versehen? Also, wenn wir wissen ja, dass du sie... Muss ich die abgeben? Bestimmt, gefesselt. 43 war das doch. Hm. Achso, die ist noch hier. Achso. So, hier steht da drauf, okay. Hier ist sie. Das bedeutet, wir kombinieren jetzt Schokoriegel mit Blutarmut? Ja, nein. Blutkonserve. Ja. Ich glaube, die Regie wollte es uns subtil zeigen, weil es wurde in dem Moment da drauf geschnitten. Das war ganz danke, toll. Okay. Dann machen wir Blutarmut und Blutkonserve, die wir gerade gefunden haben, 44 und 45. Ja. Und wie bitteschön soll das Blut wieder zurück in deinen Körper? Ich trink's. Ohne medizinische Kenntnisse oder professionelle Hilfe geht funktioniert das nicht. Okay. Ich hab's gehabt. Kann ich jetzt? Schwitz mich auf und drück mir also das Blut irgendwo nicht. Rein. Vor allem, woher wissen wir überhaupt, dass das die gleiche Blutgruppe ist? Egal. Wir haben oben einen Handwerkskoffer gefunden. Wir kommen wieder runter, reparieren den Stuhl, tauchen die Schläuche aus von dem Raum L. Ja. Und probieren einfach aber lass uns das doch einfach, probieren. Es könnte in die Säure im Pool laufen oder einfach... Wir probieren das einfach. Den Schlauch haben wir nicht mehr, aber wir haben ein Skalpell. Das ist das einzige medizinische Ding. Ich würde lieber den Schokoriegel erstmal probieren, bevor ihr mich aufschlitzt. Also, aber wie kombinieren wir ein Item mit einer Person? Die Personen haben doch keine Nummern. Nee, ich habe doch die Blutarmut. So, das wäre die 44. Okay, verstehe. Ich würde jetzt die Blutarmut mit... Die kannst du dir mal aufheben, die Konserve. 44 mit 14. Ich will es nur mal probieren. Wir brauchen eine Spritze. Wahrscheinlich. Ja, Katheter, sowas, Infusion. Ich würde kurz was snacken. Du schlingst die Schokolade geradezu hinunter. Ah, dieser süße Schmelz. Nichts schlägt einen Zuckerkick. Schon wenige Augenblicke später fühlst du dich besser. Nice. Lege die Abenteuerkarten 14 und 44 zurück in die Schachtel. Danke. Wow. War's schon? Danke. Echt jetzt? Das hat auch schon. Und wir haben noch Blut dabei, oder? Wir haben noch Blut dabei. Geil. Da müssen wir dem kleinen Timmy von unserem Trip leider Blutkonserve mitbringen. Ja, genau. Tut mir leid, der Schokoriegel ist weg, aber wir haben noch eine Blutkonserve. Aber toller 13 Zähne und Blut. Das war ein ganz normaler Arbeitstag. Und Kondensmilch hätte ich noch. Das tut mir schon. Okay, wir haben in G noch einen Ort zu besichtigen. Mir geht's wieder gut, wir haben die 703 noch offen. Ja, ist jetzt aber bitte. P, ne? Genau, und 53 auch mit addieren. Die gilt noch, ne? Ja, aber was hat sich durch P noch irgendwas anderes geändert? Der Stuhl ist halt... Warte mal, das ist nochmal gelb markiert. Nee, ja. Nur der Stuhl ist gelb. Neues. Das hat sich nichts geändert. Ist das 760? Die 703 nochmal. Aber ihr habt halt noch nicht alles da gemacht. Doch. Die 703 haben wir noch. Die 715 ist neu. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Der Stuhl halt, ne? Also der Stuhl vielleicht kommt da noch was. Genau. Aber ja, das willst du, John, erstmal 703? Ja. Dann stopp. Ja. 756 ist es dann. Ah, ja. Ist so. Während die Stimme des Forschungsleiters im Hintergrund dröhnt, untersuchst du das Gerät. Ab jetzt nochmal. Damit wird aufgenommen, was in diesem Raum vor sich geht. Willst du die Stimme des Forschungsleiters aufnehmen? Lies Eintrag 640. Jetzt wird's mal relevant. Ja. Ja, wollen wir ja. 640. Okay, wir haben nicht mehr viele Aktionen, wir machen das jetzt auch schnell. Ja. Als du die Taste betätigst, fällt unterhalb des Displays ein kleines portables Abspielgerät heraus. Oh yes. Abrupt verstummt die Stimme des Forschungsleiters. Auf dem Display ist zu lesen,
Fehlfunktion. Bitte IT-Service kontaktieren. Nimm Abenteuerkarte 48, lege die Abenteuerkarten 42 und 53 zurück in die Schachtel. 42 muss zurück in die Schachtel? 52 und 53. Die beiden Disks. Achso. 42 und 53 oder was? Ja, wo ist die 53? Habe ich die vielleicht? Hier ist die 53. Achso. Ach so, okay. Der ist die Disk vom. Ja. Alter ist natürlich weg, klar, logisch. Klar. So, dann haben wir jetzt rotes portables Abspielgerät. Das können wir nutzen, wenn wir seine Stimme brauchen, um irgendwo reinzukommen. Ah genau, ja, wahrscheinlich für einen Sprachcode. Das macht natürlich super. Okay. Das finde ich super. Okay, geil. Wir können uns jetzt einmal noch den Stuhl vielleicht anhören. Dann haben wir P abgeschlossen in dem Raum. Dann seid ihr noch dran und dann. Wenn wir es überhaupt noch schaffen, ne? Ist so. Vielleicht, wir gucken mal, was hier passiert. War krasser Progress. Wir haben richtig heute was abgearbeitet, Leute. Durch den Kurzschluss ist der Sessel unbrauchbar geworden. Ja. Gut. Alles klar. Leute. Schaffen wir noch. Hey. Schaffen wir noch. Ab in den Pool. Ist so. Wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Okay, ja, wollt ihr noch mal euren Raum kurz, was habt ihr noch offen? Ihr seid bei L? Nee, L sind wir auch durch. L seid ihr auch durch. Wir können uns bei K treffen zusammen, oder? Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal mit dem Fahrstuhl alle zurück. In die Lobby. In die Lobby. Zack, wir auch hier. Wir sind bei Alarmstufe 0. Mhm. Wir haben heute richtig was abgearbeitet. Genau, erstmal fahren wir alle zurück. Ja. So. Oh, da können wir uns noch mal beraten. Ja. Oh, Mann, gut, das ist gut. Also Kapitel 2 ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Also ich finde es krass, wie lange es dann doch geht. Ja, also, cool. Man hat hier richtig Holz abzuarbeiten. Steckt ordentlich was drin in der Box. So, wir sind wieder in der Lobby. Leute, wir kommen erstmal kurz zu uns. Wir haben heute einiges erlebt. Mhm. Wir haben richtig viele Informationen bekommen. Wir haben Indizien, wir haben ganz viel gelootet, wir haben Gegenstände eingesammelt, Informationen gesammelt, die es natürlich alle noch irgendwie zu kombinieren und aufzulösen gilt, was wir heute nicht schaffen. Aber das macht erstmal nichts, denn wir treffen uns einfach nochmal und lösen diesen verdammten Fall. Das machen wir aber natürlich nur, wenn ihr das auch sehen wollt. Und deswegen wäre es wichtig, dass ihr uns das sagt. Am besten in den Kommentaren in diesem YouTube-Video. Das wäre klasse. Und schreibt da auch gerne, wie es euch gefallen hat. Bitte. Uns hat es erstmal, ich glaube, wenn ich das so sagen kann, viel Spaß gemacht, oder? Ich fand's super. Ich muss sagen, das ist cool geschrieben irgendwie. Es erinnert mich an so eine Folge 3 Fragezeichen irgendwie. Ja. Also es hat genau diesen Vibe. Und das habe ich mir auch davon erhofft. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden. Und wie schlau ich mir vorkomme. Oh, jetzt. Als und das Abschluss. Obwohl Ramon der Schlaue war. John steht vom Lückenschacht und legt die Schokolade. Danke. Hat Spaß gemacht. Ja, ich fand das auch wirklich schön. Ich hoffe, wir können das fortsetzen. Wie gesagt, sagt uns da Bescheid. Hätte ich Bock drauf, wenn ihr dieses Trio-Markt oder dieses Team cool fandet, joint doch auch noch mal ein anderes Team in einen anderen Club, zum Beispiel den Rockbean Supporters Club. Da hängen auch viele coole Leute rum. Uns würde das freuen und es hilft uns, unsere Arbeit hier irgendwie zu machen und euch zu unterhalten im besten Fall. An der Stelle sage ich jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an euch alle fürs Mitspielen. Das war richtig schön. Aussuchen. Ja. Und wir raiden. Internet-Schauner, ohne Scheiß, machen wir das? Natürlich machen wir das. Schaut da auf jeden Fall rein. Euch jetzt einen schönen Abend, schönes Wochenende. Pussy und bis bald. Tschüss. Was auch immer das bedeutet. Tschüss. Tschüss.